The Geek Freaks, Freitagabend, Wohlfühlprogramm. Ich gebe euch ein bisschen dezente Musik drauf. Heute ist alles ein bisschen interessanter. Ich hatte sogar gerade ein richtig lustiges Gespräch mit den Jungs im Hintergrund. Und heute haben wir sogar einen Überraschungsgast. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch chillig genug, um euren Freitagabend mit uns zu verschwenden. Prost da drauf. Hören solltet ihr die Jungs jetzt schon mal. Die können schon mal alle Hallo sagen. Meine Nachbarn gucken wieder zum Fenster rein. Sehr gut, die Nachbarn wollen sehen, was du alles machst für deinen Only Geeks am Freitag. Wupp, ich schalte mal herüber. Das da ist eine Couch, die Moritz Couch. Er wollte seinen Hintergrund nicht zeigen, er will auch. Da kommt er ein bisschen rein. Ja, super, super, bestes. Falls ihr es noch nicht wisst, danke für den Sub. Das da ist der Julian, den kennt ihr schon, der ist manchmal da und hoffentlich heute auch mit gutem Ton. Audio-unsynchron, wie unsynchron sind wir denn? Machen wir das doch gleich als erstes und fixen mal die Synchronität. Wie unsynchron sind wir denn? Ja. Was kann ich euch helfen? Was muss ich einstellen? Audio vor Bild oder Bild vor Audio? Dass wir das Delay einmal angepasst haben. Um wie viel vor allem? Danke für den Stuff, Brainbuster. Machen wir gleich, dass die Millisekunden auch passen. Ungefähr. Ja, hallo, hau mal in die Hände. Hab ich. Warte kurz, bis das rüberkommt. Ich habe mir minus 250 Millisekunden gegeben, das heißt, der Ton wurde von mir schon 250 Millisekunden nach vorne gezogen. Audio ist vor Bild. Gut, dann machen wir es. Dann mache ich es halt weg. Weil wir wussten ja immer vom Relay nicht, okay, wir sind auf Null. Jetzt sollte das Ganze flüssig sein. Ich hoffe zumindest, das Ganze ist flüssig. Beieinander. Gut. Das freut mich, wenn wir beieinander sind, weil das heißt, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, könnte ich Glück haben. Da sind unsere Gäste für heute. Und hier bin ich. Ich habe viele Themen für euch vorbereitet und einen kleinen Rant. Aber ich fange vielleicht mal mit was anderem an. Der Mann in der Mitte, der ist eigentlich nie da. Und ich expose gern Menschen, wenn sie sagen, sie kommen zu unseren Streams und freiwillig so masochistisch und sagen sie, sie tun sich das an, wieso denn nicht? Ist ja ganz lustig. Jetzt muss die Person aber auch reden und was erzählen dazu. Und dafür mache ich extra die Musik für euch leise. Oh ja. Und jetzt schaue ich mal, ob ich für dich sogar eine Großszene angelegt habe. Weiß ich nicht. Schaue ich nach. Habe ich eine? Nee, das ist der Moritz. Hallo. Ah, die könnte ich nehmen. Die gefällt mir, aber die, ja. Oh, aber ich habe keine richtige Großszene für ihn gebaut. Schade. Ne, der ist ja spontan reingekommen. Dann müssen wir es halt in unserem. So, Colin. Nee. Wer bist du, was machst du, warum tust du das freiwillig an und hast du nicht Angst um deine Reputation? Yes. Ja. Man hört dich. Warte mal, man hört dich gar nicht. Warte, man hört dich gar nicht. Jetzt hört man dich. Jetzt hört man dich. Ja, man hat dich nicht gehört. Ja, richtig. Habe ich gerade einfach bemerkt, bevor der Chat. Ja, bitte. Jetzt. Du. Sehr gut. Er stellt sich genauso gut vor wie ich. Man hört ihn immer noch nicht. Warte mal. Man hört. Wieso hört dich nicht? Das ist genug Zeit. Jetzt! Versuch's jetzt mal. Das ist super sass. Super sass. Versuch's jetzt nochmal. Jetzt. Versuch nochmal. Ey, ist zum ersten Mal dabei. Jetzt hat er Übung. Jetzt kann er Feuer.
Was zum Flirk? Man hört dich immer noch nicht. No Tone? Ich krieg's grad mit. No Tone, No Tone, No Tone. Im RTMP schon nicht, Julian? Warte, wir kriegen das einmal hin. So, red nochmal. Nein, das war nix. Das war nix. Ich werde da noch einen Trick anwenden. Das ist sehr interessant. Das ist übrigens, falls ihr es nicht wisst, das ist ein wunderbares Feature von Teams. Wenn man diese Funktion nicht vorher getestet hat, weil man denkt, Ton sollte für alle rausgehen. Es sollte ja immer funktionieren, ne? Wisst ihr, ihr kennt das typische, es sollte funktionieren. Was es dann natürlich nicht tut. Und jetzt werde ich versuchen, so, ihn noch einmal auf eine spezielle Art hinzuzufügen. So, rede mal. Hallo. Ja, erst hört man mich jetzt. Jetzt funktioniert's. Ja. Ohne Mist. 200%. Ohne Mist, 100%. Du bist da. Darf ich mich jetzt zum vierten Mal vorstellen? Du darfst dich jetzt zum vierten Mal vorstellen. Okay, du super. Darfst machen. Gut, ich bin der Colin und ich bin heute falsch im Internet abgebogen. Ich bin diesem komischen Moritz neben mir gefolgt. Genau, ich mache Sachen im Internet, ich bin in der Hosting-Szene tätig und der Moritz hat im Rechenzentrum einen Schrank neben uns und hatte ich ihn mal angeschrieben, was ist denn eigentlich bei dir im Schrank mit den Geek-Freaks drin? Und da führte es eins zum anderen und nun bin ich hier gelandet. Ja, so ein Pech aber auch. Nachgefragt. Ja, hätte ich mal nicht nachgefragt. Doch, der Ton ist jetzt gut. Ich habe das ein bisschen angepasst, jetzt funktioniert alles. Danke für den Sub. So, jetzt haben wir unsere Gäste. Hype Train. Wir haben Hype Train, das ist unerwartet. Wahrscheinlich nur wegen dem neuen Gast, der genau, wir hatten schon kurz vor Ende des Timers einen Hype Train. Da wusste es. So, eins ist jetzt fertig. Ja, sehr gut. Okay, es ist schön, dass wir einen Hype Train hatten. Der überlagert mir gerade mein schönes Overlay, aber wieso nicht? Aber sind wir erstmal froh, dass das Ganze heute funktioniert. Der macht Zeug zu uns, weil der Moritz ihn mit eingebunden hat. Was? Und dadurch sind wir durch ganz lustige Sachen drauf gekommen. Twitch ruckelt mega übrigens. Das sind schon die wieder. Nachrichten. Dankeschön für diese Barrel Roll. Ihr habt mich drehen lassen. Stream ruckelt, aber nur auf Twitch anscheinend. Schade. Gute Frage war, warum? Werden wir heraus. YouTube sollte flüssig laufen, schätze ich mal. Und sollte auch alles so weit flüssig sein. Ich habe massenweise Technik vorbereitet und auch einige Sachen, was die Leute hier dazu sagen können. Wir hatten heute spaßige Dinge, die wir vom Stream gemacht haben, auf die gehe ich auch nochmal arscht, weil sie dauernd hier, man soll nicht darauf hinweisen, aber das sollte nicht sein. Eines dieser Dinge ist nicht wie die anderen. Straft ab. Ich bin der Typ, der mal einen Rant rauslässt, aber ich muss auf einer anderen Seite raus. Ich war heute Unterlippe. Es gibt zwei Themen, die bei uns keiner mag. Manche hauen ab nach Madeira, deswegen. Das nicht Steuern. Kann man von halten, was man will. Ich fix's mal. Wäre gut. Man kann davon halten, was man will, auszuwandern, weil man denkt, hey, die Steuern sind so hoch und die gehen am 1. Januar auf 19%, also wird der Burger King oder Big Mac viel zu groß. Oh. Auf der anderen Seite, ich mache meine Steuer selber. Seit Jahren. Und irgendwann kam ich dann 2022, dass ich ein bisschen mehr Ausgaben hatte für Geek Freaks. Und das habe ich abgeschrieben. Hat sie gesagt, ja, beziehungsweise die Beamten, die dann sagt, ja, wenn wir die Steuer machen wollen, dann müssen wir was rückdatieren. Das können wir ja machen, wir rückdatieren. Abschreibung. Absolut kein Problem. Kriegst du alles, sind wir glücklich. So. Heute kam mein Brief. Heute kam ein wunderbarer Brief. So, hey, cool, du schuldest uns 816 Euro. Ich so, was ist denn das für ein Weihnachtsgeschenk? Woher, wieso muss ich jetzt 816 Euro blechen? Ja, durch die Rückdatierung der Steuern hat sich mein Wohngeldantrag von 2020 geändert. Dadurch ist die Wohngeldberechnung fürs Landratsamt falsch. Was heißt, mein oder unser Gesamteinkommen ist um 43 Euro gestiegen. Diese 43 Euro katapultiert genauso gut über die Schwelle, 43 Euro, ne? Katapultieren so über die Schwelle, dass wir jetzt 816 Euro zurückzahlen müssen. Ich wollte gerade AV1 nach Twitch streamen. Ich glaube, das ist. Das heißt, das, was ich von der Steuer abgesetzt habe, ist weniger, als ich jetzt nach. Das heißt, ich habe Minus gemacht mit der Abschreibung der Steuer. Zurück nach 2 Jahren. Ich kann manche YouTube.
Okay. Thanks. Thanks for the fish. Herzlichen Dank. Ich liebe es. Oh, ich muss einfach. Weil die hat man, das ist das beste Weihnachtsgeschenk, so kurz vor der Adventswoche hier. Gib ihm. Der Twitchianer. Das ist interessant. Und warum wissen wir nicht? Daniel R. fragt, wollte mal fragen, wie kann ich bei Anwit Chat Schach? Oder meinst du den Cache? Wie kann er bei Unreal den Cache richtig einstellen, dass die Daten vom Cache in 10 Minuten auf meine normale Festplatte wandern? In 10 Minuten geht es. Der Mover funktioniert so, dass wenn sie nicht gebraucht werden und das System idle, das im Hintergrund gemacht wird. Dafür müsstest du dir ein Shell-Script, invoked wird, alle 10 Minuten. Das kannst du dir als User-Bash-Script schreiben. Aber ob du das machen sollst, das weiß ich nicht, weil in dem Moment, wo es vom Cache wird dein Fuse-File-System aktiviert, das dir sau viel CPU und Last auf dein System bringt, weil es auf einmal Daten verschiebt. Also wenn du währenddessen irgendwas Produktives machen willst, würde ich dir davon abraten. Weil das läuft über das Fuse-File-System. Deswegen macht man das im Hintergrund. YouTube laggt auch wie Sau. Okay. Also, ja, es heißt, es laggt wie Sau. Ich hoffe natürlich nicht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil eigentlich müssten wir so flüssig sein. Ich sehe meinen Stream selber im 360p Minifenster und da ist er eigentlich ganz gut. Auch im 2K-Fenster sieht das super aus. Hier ist Snowboard. Ja, also wir hatten viel über die AI-News und ich habe auch noch was zu diesen AI-News und ich fange dann eben für euch mit den AI-News an. Tech-News sind immer schön. Herzlich willkommen. Wupp. Forscher generieren gefälschte Studiendaten. Ich noch kurz noch warten, bis Twitch wird. Wollen wir noch warten? YouTube fine, YouTube. Achso, Twitch ist weg? Twitch ist weg? Ja, bei mir auch, also. Ah, sehr gut. Also, keine Ahnung, was Twitch dann gemacht hat, aber YouTube scheint gut zu laufen. Okay. Danke dir. Da machen wir hier mal schön langsam weiter. Für alle Twitchianer, die noch nicht mitgemacht haben. Warte. So, ich hab kurz für eine Alternative gesorgt. Deswegen habe ich gerade telefoniert. Nee, Twitch wird. Soll ich erzählen, während ich mache, was ich gerade mache? Ich bin jetzt auf einem anderen. Mach's halt für deine neuen Freunde. Ja? Ja, für die komischen Freunde im Internet. Ich glaube, mach halt. Und zwar bin ich jetzt hingegangen. Mhm. Hab jetzt einmal den Twitch API-Key resettet. Nicht den API, den Stream-Key resettet. Mhm. Oh Mann, weil. So, jetzt gehe ich auf den neuen Key. Und der wird jetzt von dem Server, den wir eigentlich so. Nach Twitch geschoben. Nach Twitch geschoben, aber ich kann nicht kopieren. Gut. Das ist mal. Das ist echt ein. Und danke übrigens für den Hype-Train. 12.000. Ja, aber auch jetzt, wo Twitch nicht mehr geht. Ja, der Moritz ist jetzt anders reich. Siehst du, der hat den Julian Bam. Genau. Hat aber immer noch die tragende Tapete oben. Die ist sehr wichtig. Die nehme ich überall mit. Der hat. Wie scheint es aber zu funktionieren, weil ich sehe mich in Twitch. Ja, den scheint es auch gar nicht zu stören, dass ich gerade. Do a barrel roll. Meine Frage. So gar nicht, Alex. Ja, da. Ja, weil Twitch ja live ist. Frage, sind die Twitchianer wieder da? Technologisch? Nein. Warte, ich hab den resettet, aber der alte Stream ist noch online. Gut. Einmal oben drüber, ist mir scheißegal. Okay. Bin gespannt, das hatten wir noch nie. Öfters mal was Neues, ne? Ihr wisst ja, öfters mal was Neues. Einfach mal was ausprobieren. Die anderen denken sich auch, was macht man weiß es nicht. Sind Mysterien. Jetzt hängt es komplett, habe ich so das Gefühl. Ja, es hängt, läuft dann flüssig und dann hängt es wieder. Ja, aber ich hab den Key resettet. Der Key ist nicht mehr gültig, der alte. Gott. Ja, du knackst gerade wieder ziemlich. Du knackst. Red einfach mal, Jody.
Alles gut bei dir, alles gut bei dir. Du kannst gar nicht zu hören sein. Versuch's jetzt mal. Hallo? Test, Test, 1, 2, 4, 5. Twitch ist... Ja, okay, ich bin du bist bei Twitch. Nenn du bist noch da. Zum... Kannst so. Du Twitch deaktivieren? So. Wir machen erstmal für ganz langsam für die Juliana weiter, weil es bringt ja nichts, wenn wir irgendwelche Twitch-Problematiken für alle hier ausrollen. Wir haben so viele schöne Zuschauer, die möchte ich da jetzt gerade nicht verprellen. Deswegen mach da nochmal eine kurze Zusammenfassung und fang mal mit ein bisschen was Themenbasiertem an hier so. Wir haben es gerade von AI. ChatGPT gehört ja zu OpenAI, was von Altmann propagiert wurde. Der Typ ist gegangen, weil er nicht genug Monetarisierung. Und ich frage mich, wie nicht genug Monetarisierung? Denn anderen für sowas genutzt. Was heißt, gefälschte Studiendaten werden generiert? Forscher generieren gefälschte Studiendaten per KI. So, Daten, zwei chirurgische Eingriffe erzeugen. Die Daten waren authentisch auf den ersten Blick. Und da geht schon los. Das ist wieder das neueste Problem, was wir haben. Jetzt nicht schon mit dem neuen GPT-5. Weiter, wenn du den Paid Key auch dafür benutzt, dass Studiendaten generiert werden. Da kannst du alles generieren, weil das Ding denkt sich auf den ersten Blick Sachen aus, die immer funktionieren können, aber erst wenn man sehr viel, dass man einfach Glas nicht essen sollte. Ding dabei ist, sowas ist gefährlich. Warum ist das gefährlich? Ich weiß, okay, das ist eine gefälschte Studie, der gibt denen dann Feedback oder man kann tracen, woher die gefälschte Studie kommt oder was da AI generiert ist. Das kann man alles nachträglich irgendwie machen. Gibt es ein bisschen nicht wichtig. Was aber problematisch ist, ist, dass solche gefälschten Studien, hier Chirurgen, Arzt, Krankheit, so wirklich effektiv? Nein, diese Studien werden von AIs und nicht jetzt von der ChatGPT vielleicht, aber von irgendeiner anderen AI Space wieder benutzt. Das heißt, dieser Garbage, der wird dann wieder geladen und wird dann als Referenz benutzt für andere Datenbanken. Und das baut aufeinander auf. Und der wird dann als real von diesen Algorithmen benutzt, um dann Antworten irgendwann zu geben. Und die werden darauf trainiert, auf Müll, der von anderen AIs gemacht wird. Dann wird es ganz denken, was man dagegen tun kann. Weil dass diese Dinger manchmal Blödsinn erzeugen, das ist ja nichts Unbekanntes, das ist ja nichts Neues, das ist ja nichts, was uns Deswegen mal die Frage an meine lieben Gäste hier. Habt ihr schon mal mit gefälschten, falschen oder blödsinnigen AI-Daten zu tun gehabt? Keiner traut sich was zu sagen, finde ich gut. Wahrscheinlich nur im ältesten Gewerbe der Welt. Nee. Preisen, was ich gebraucht habe. Und das Ding haut mir Garbage raus. Aber nicht auf den ersten Blick erkennbaren Garbage, sondern den, der dann irgendwann down the road lang debuggt werden muss, weil es irgendeine Syntax nicht verstanden hat oder was ich wollte. Aber und Energie und Zeug zu sparen und schlechter und dümmer wurde. Und da haben wir den Salat. Klar, ein Schelm, wer Böses vermutet. Wir wissen, die kaufen alles auf mittlerweile. Okay, ist völlig in Ordnung. Nur das einzubauen, und wir hatten es letzte Woche und da schlage ich jetzt gleich zu einer Brücke, weil ich hatte hier vorhin jemanden, der im Chat gemeint hat, oh, holy Kartoffel, YouTube laggt auf einmal auf 1080p. Herzlich willkommen, mittesten zu können, wie YouTube diese Plattform umbaut. Denn es wird jetzt nicht nur für spezielle Abonnenten oder Testkunden das neue Update rausgerollt, sondern gerade wird das Update für dich mal YouTube Premium zu besitzen. Was heißt das? Also wir hatten ja dieses Adblock-Chaos jetzt in den letzten Tagen, aber sie rollen jetzt für alle Zuschauer den YouTube Premium Button aus. Das heißt, die bauen alle Server und alle angezeigt und ihr könnt ihn klicken, aber dann werdet ihr weitergeleitet zu bitte schließen ein Abo ab.
Das heißt, jeder Nicht-Abonnent bekommt jetzt absichtlich das Feature zu sehen, dass er doch weiß, dass er updaten sollte, um den gleichen Wissen gleichzeitig, dass wir diesen Beta-Test haben. Zu jedem, der einen Adblocker installiert hat, bekommt extra einen genervten und kaputten Kanal. Das heißt auch, wenn du ein YouTube-Video klickst, wirst du verzögert 5 Sekunden. Zu behindern, was sie zugegeben haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Zweiklassengesellschaft und man wird wie auf einen schlechten OnlyFans die ganze Zeit angeteased, nimmt noch 1080p bekommen, wissen wir nicht. Können wir nicht sagen, dann müsste jemand in die Deep Dive-Analyse gehen und was sie in den nächsten Tagen machen werden. Was man weiß, ist, dass es jetzt auch den Nicht-Premium-Leuten alle. Auch wir werden leider jetzt einen AI-Assistenten bekommen. Ja, kannst. Ja, der Key ist der gleiche. Okay, so, die YouTube sollte bekommen. Ich glaube, wir wurden geschmissen, weil wir 2 Backup-Streams hatten. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich schon. Glaube ich nicht. So, wir sind da. So. So, wir sind wieder da. Herzlichen, schmerzlichen. Jetzt warten wir, bis hier auch wieder Zuschauer reinkommen. Du, das wäre mit dem YouTube-Co-Pilot nicht passiert. Das wäre mit dem YouTube-Co-Pilot nicht passiert. Oder vielleicht ist es genau. Vielleicht ist es genau deswegen passiert. Ich werde die YouTube-News jetzt mal ein bisschen dünner halten. Ja, mit Arch wäre das nicht passiert. Einfach nicht wundern, meine lieben Zuhörer und Seher. Ich werde einfach jetzt gerade keine YouTube-News mehr raushauen, weil anscheinend gefällt Ihnen das nicht. Ja, aber das... Niemand redet über Shadowban. Kickt oder was ist jetzt passiert? Weil wenn niemand redet über Shadowban. Okay. Ja, ich schätze mal, dass der AI-Co-Pilot mithört. Ist der schon aktiv? Bei uns nicht, aber im Premium-Segment wird er ausgerollt zum Testausbau. Aber dann können wir gleich weiter rübergehen, denn ist nichts so schlimmer als solche AIs, die einfach eingreifen und öffentliche Meinungen unterdrückulieren. Obwohl sie eigentlich der Ausdruck der öffentlichen und eigenen Meinung sein sollten, dass man sich besser ausdrücken kann für Leute, die vielleicht nicht so viel Talent haben, aber trotzdem etwas kreatieren wollen, für Kreative. Und deswegen haben sie sich gedacht, pass auf, Nvidia. Die haben sich nämlich gedacht, das ist ja das neue Feld hoch 1000. Wir müssen auf jeden Fall in dieses AI-Feld rein, aber wir müssen dabei auch irgendwie mehr Geld verdienen. Also ganz einfach, wir nehmen den Gamern einfach Sachen weg und die Sachen, die Gamer kriegen, kriegen sie teurer. Das klingt gut, weil die Gamer, die sind unwichtig. Und genau deswegen gehen sie jetzt hin und sagen sich, hey, wir nehmen einfach die modernen 4090 Karten, die wir jetzt hier so gemacht haben, hier die GeForce 4090, super Grafikkarte, die nehmen wir. Aber die geben wir nicht den Leuten einfach günstiger, weil wir so viel Stock haben. Nein, die werden jetzt umgebaut und nach China geschickt. Natürlich nicht direkt, weil wir können da nicht drüber reden, ob wir das direkt machen oder ob das andere machen, aber die könnte man als KI-Beschleuniger doch einfach nach China schicken. Und ob jetzt wir direkt involviert sind oder einfach das mit den Deals und so weiter machen, darüber redet keiner, ne? Wir wissen, die 4090 steigt gerade wieder. Vor über einem Jahr wurde das Ding günstiger verkauft als jetzt. Aber das hat nichts mehr mit Inflation zu tun. Das hat auch nichts mit Fertigen zu tun. Hat auch nichts mit TSMC zu tun oder mit irgendeiner Chiparbeit. Oder Container, die untergehen. Diesmal nicht, nein. Diesmal kaufen die Chinesen die Dinger einfach zum AI. Arbeiten und die Dinger werden umgebaut, dass sie KI-Beschleuniger sind. Ob die so viel Strom verbrauchen, dass du die gar nicht als KI-Beschleuniger oder als Grafikbeschleuniger nehmen wirst, außer zum Zocken, darüber reden wir nicht. Aber für uns Gamer wird es dünner. Nicht, weil die meisten Leute eine 4090 kaufen werden. Die jetzt keine 4090 haben, werden sich keine 4090 mehr kaufen, bevor die 5090 rauskommt. Das ist logisch. Vor allem, weil wir da 25-30% Uplift sehen in Performance, weil kleinere Nanometer, HBM3 und so tolle Schlagworte, die man alle in den Raum werfen kann. Nee, weil es nämlich die Tendenz zeigt. Denn wenn eine 5090 draußen ist, die noch bessere KI-Beschleunigung bietet, für wen würde die wohl interessant sein? Ich schätze mal Preispunkt so um die 2000 Euro 4090, 2000 Euro UVP. Sowas schätze ich. Für wen würde die interessant sein? Für den 0815 Gamer, der darauf Minecraft spielen will mit 30 Trilliarden FPS? Oder für den chinesischen KI-Beschleuniger, der sich denkt, hey, damit können wir doch für unsere TikTok-Algorithmen mehr Schmuh betreiben. Ich nehme C.
Nee, nicht. Hau raus! Nicht für TikTok, für das Social Scoring. Ja, Social Scoring. Das machen sie doch immer noch mit chinesischen Künstlicharbeitern. Immer nicht drüber. Das ist auch so ein Ding, ne? Dieses Social Scoring, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Kurzer Exkurs, wenn du in China lebst, hast du einen Score. Jede öffentliche Äußerung, jede Meinung, alles was von dir rauskommt und so weiter, wird gescored auf wie gut bist du China eingestellt. Ein Grund, warum zum Beispiel Uncle Roger nicht mehr nach China gehen darf. Oder warum Leute einfach verschwinden in Uigurenlagern. Weil, wenn dein Social Score zu niedrig ist, dann wirst du halt mal reingehockt in so ein ich muss mich besser konzentrieren Lager. Dann lernst du, wie du dich richtig konzentrierst, wenn du schreibst. Ah. Bist du halt wieder bis du wieder gesellschaftskonform bist. Alex, du hast auch in Deutschland einen Score, nämlich deinen Kontostand. Nee, Schufa. Schufa. Der Schufa-Score, genau. Ich habe erst meine Selbstauskunft angefordert. Kann übrigens jeder von euch machen. Geht ihnen einfach. Ich hoffe, du hast es gratis gemacht. Ja, das musst du immer gratis machen. Du schreibst dich selber an, weil das darf die nichts kosten und sie müssen Auskunft geben, ne? DSGVO. Eben, genau. Ich empfehle jedem von euch einfach mal den Schufa-Antrag zu schicken. Einfach alle, nervt sie zu, gebt ihnen. Eine private Organisation sollte nicht über meine privaten Finanzen über die Banken erfahren und sollte schon gar nicht dafür verantwortlich sein, wenn es den Leuten schlecht geht. Oder Namen verwechseln und dadurch ganze Existenzen ruinieren. Ja, ist auch schön. Wenn, dann darf das überhaupt die staatliche Organisation machen, aber die private schon gar nicht. Und das ist auch so ein Problem, also diese Scoring-Systeme. Tesla macht das gleiche in den USA. Wusstet ihr das? Nee, das habe ich nicht gehört. Wenn du eine Autoversicherung hast, die mit Tesla und so, ne? Dann ist das so, dass dein Auto gibt automatisch die Daten weiter, wie du fährst. Fährst du nachts, Risikogruppe? Hast du Fastzusammenstöße gehabt? Wie schnell bist du unterwegs? Und je nachdem, wie du fährst, gibt das Auto die Daten weiter und deine Versicherung steigt oder sinkt. Automatisch. Wie war das bei Tesla? Du hast 90% guten Score, aber sobald du nach 22 Uhr fährst, einmal steigt plötzlich der Score um 100 Euro. Ja, weil es ist Gefahrenzeit. Dollar. Und das machen die automatisch. Überschritten hat. Passt. Also wenn du jetzt Bäcker bist oder arbeitest ja. bei der Bahn oder so. Dann ist das nichts für dich. Ja gut, selber schuld, wenn man sich einen Tesla kauft, ne? Das ist richtig, aber das hat die Tür geöffnet, dass die sowas machen dürfen. Das ist jetzt nur in den Staaten, zum Glück bei uns noch nicht. Bei uns ist es andere, diese Modelle mit Features einbauen und dann muss man dafür zahlen, wenn man sie aktiviert und so. Stimmt nicht. Ich kenne jemanden, der hat von seiner Versicherung auch einen Tracker bekommen, den kann er freiwillig einschalten. Der bewertet dann, wie bremst du, wie schnell fährst du, zu welchen Uhrzeiten. Sendet dann über dein Handy an die Versicherung und entsprechend kann sein, dass deine Versicherung billiger wird. Aber gibt es ein paar Regelungen, darf nicht teurer werden und du darfst auch nicht schlecht bewertet werden, wenn du das nicht nutzt. Aber alle, die im Stream zu gucken, ihr habt recht, das ist wie die Sterne bei GTA. Die dann einfach drauf gebrückt. Also du spielst in Real Life GTA. Kannst richtig mitfühlen, ne? Und du weißt, du verlierst auch Sterne, wenn du Damen in dein Auto reinholst. So, wichtig. Das ist eigentlich alles hochverwerflich. Genauso dieses Pay-to-Win für deine Autos mit Features freischalten und nicht freischalten. Und, Jetzt sagen wir mal Beispiel. Ganz blödes Beispiel. Da hat sich vielleicht noch keiner so wirklich Gedanken drüber gemacht. Du kaufst dir ein Auto. BMW hat es ja eine ganze Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Du baust Features ins Auto ein, die du nicht freigeschalten hast. Okay. Also du hast in deinem Auto Funktionen drin, wie Sitzheizung, Klima hinten vorne, Surround und so weiter. Du kannst sie alle nicht nutzen, aber ist okay. Jetzt stell dir mal vor, da gibt es auf diesen Features durch den Bordcomputer, was auch immer, eine Fehlfunktion. Dass zum Beispiel deine Sitzheizung das Brennen anfängt, aber du kannst sie ja nicht mehr nutzen. Und jetzt in dem Auto passiert ein Sache- oder Personenschaden. Oder jemand verbrennt da drin, wegen dem Gerät, das du nicht besitzt, aber was eingebaut wurde. Wie sieht das dann damit aus? Naja. Wenn es jetzt ein Sachschaden ist, kannst du die Leute dann drauf verklagen, auf ein Feature, das sie eingebaut haben, das du aber gar nicht gekauft hast, das dann aber drin ist, ohne dass du es nutzen kannst und es dir dann die Sachen ruiniert hat? Ist ein Fall für eine Zollmicke, aber... Genauso wie wenn es aktiviert wäre. Das macht keinen Unterschied in dem Fall. Macht's keinen Unterschied? Ich würde sagen, das macht keinen Unterschied, weil du weißt, womit es ausgeliefert wird. Die Frage ist bloß, ob wirklich eine Klage halt Sinn bringt, ist, weil die haben eh genug Geld, die Autohersteller. Ja, nee, darum geht's ja gar nicht. Ich glaube, ich würde es jetzt so bewerten, als Laie.
das würde auf selbe hinauskommen, weil du weißt ja, was du bekommen hast. Das wird ja auch im Datenblatt stehen. Das wurde so abgenommen mit diesem Feature eingebaut. Ob das jetzt aktiv ist im Bordcomputer oder nicht. Ha, hold it. Ist wichtig, ist egal, behaupte ich. Wichtig ist, nur wenn du etwas kaufst, und das sind ja die, nur wenn du was kaufst, gehört es dir nicht, ne? Amazon, Streaming, oder nur weil du was kaufst, bist du nicht der Eigentümer. PlayStation 5, PlayStation 4, Jailbreak, darfst du nicht, ist ja nicht dein Eigentum. Deutschland ist eines der wenigen Länder, was sagt, was du physisch kaufst, gehört dir. Jetzt kommt das Nächste. Was dir gehört, mit dem darfst du machen, was du willst eigentlich. Microsoft verstößt mit ihren neuen AGBs dagegen. Ich kaufe Microsoft Windows. Will Microsoft Windows, will da Sachen machen, zum Beispiel meine alten Konsolen jailbreaken. Mache ich das, dürfen sie meinen Windows-Account sperren, wegen ihren AGBs. Aber nicht nach deutschem Recht. Du hast Windows aber dieser, ja nicht physisch gekauft. Es geht auch bei online. Das Recht ist da ganz klar. Wenn es dir gehört, kannst du damit tun. Aber doch, deutsches nicht, Recht... Nicht komplett. Dekompilieren darfst du nicht. Nee. Darum geht's nicht. Es geht nutzen, ne? Nicht verändern in dieser Hinsicht. Aber ich kann es nutzen. Aber das kann ich dann auch nicht. Und, oder die Hardware, ich kann sie nutzen. Ich kann damit machen. Das Problem dabei ist, deutsches Recht ist das kleinste EU-Recht. Steht drüber und so weiter und so fort. Aber die AGBs der verschiedenen Hersteller, nicht nur Software, Hardware, widerspricht oft dem deutschen Recht. Hilft dir aber meistens nichts. Das ist einer dieser speziellen Präzedenzfälle und auch die Überleitung zu meinem nächsten Thema. Ist es heute smooth? Denn nur weil in einem Land zum Beispiel ein Preis für etwas gilt, muss es nicht im anderen Land so sein. So war es jetzt die ganze Zeit. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Online-Plattformen Software gekauft habt, wie auf Steam. Auf Steam konnte ganze Zeit lang der Preis, viele Leute haben im Ausland gekauft, weil es da so günstig ist. Das ist jetzt vorbei. Wieso ist das vorbei? Ganz einfach, weil Steam was Gutes tun wollte, den Indie-Game-Entwickler hat gesagt, ihr müsst eine Track behalten, welche Währung in welchem Land, wie viel und dann Inflationsbereich. Nee, ihr gebt immer einen Preis in US-Dollar an, den legen wir schon fest, dass es so angepasst ist, das passt schon. Komm, einheitliche Preise für alle einfacher. Ja, genau. Was dadurch jetzt passiert ist, ist dieses Chaos. Wir haben bei Spielen Preissteigerungen um 5000%. Viele User haben sich schon beschwert. Zum Beispiel ist Stardew Valley über 2000% im Preis gestiegen, kostet jetzt 15 Dollar. Vorher hat es 1-2 Dollar gekostet in Argentinien. Da haben die Leute aber auch weniger Geld. Das heißt, diese Länder haben jetzt riesige Probleme mit Piraterie. Ganz einfach. Weil die Menschen haben nicht das entsprechende Geld wie in einem anderen Land, nur weil die Währung gleich ist. Heißt aber auch, dass du in so einem Land, wo du halt entsprechend weniger Geld bekommst, bekommst du für dieses weniger Geld normalerweise auch mehr und nicht weniger, so wie es jetzt ist. Klar, es ist ein digitales Gut, ihr könnt es euch gerne durchlesen, aber das ist schwierig. Klar, es wird ausgenutzt, aber die werden jetzt extrem Userbase verlieren. Weil wenn du deinen Jugendlichen hast, der hier in Bulgarien vielleicht umgerechnet 2 Euro Taschengeld verdient, der kann das nicht ausgleichen. Und damit machen sie... Von No Steam oder so gezogen. Das ist das Ding. Die dürfen sich nicht wundern um Piraterie, wie es Louis Rossman immer sagt. Sie dürfen sich nicht wundern. Denn das ist jetzt eine Türöffner. Wenn Steam das macht, werden andere nachziehen. Da werden Firmen wie Adobe nachziehen, da wird Netflix nachziehen, da werden so viele nachziehen. Und dann auf einmal kommt steigt... Kommt an. Hm? Da widerspricht hier ein Stück weit. Inflations- bzw. an andere Währungen anpassen die Preise, ja. Ja. Das machen viele Firmen, aber nicht alle. Nee, aber wenn's Leute kommt. Das kaufen können. Wenn es jetzt kommt, Moritz, die ziehen dann alle nach. Ich schwöre. Ja, aber nur weil Steam das jetzt macht, das hat Steam am Anfang auch nicht gemacht. Das haben sie irgendwann eingeführt, weil sie gemerkt haben, oh, wenn wir das jetzt da billiger machen, dann kriegen wir von da mehr Verkäufe. Mhm. Aber das ist jetzt kein Branchenstandard, das so zu machen. Bis jetzt. Nein, ich meine, so wie es bisher war ist kein klar, das ist auch kein Branchenstandard, aber viele Stock-Seiten zum Beispiel haben das genauso gemacht. Stock-Footage-Seiten oder Good Old Games haben es genauso gemacht und so weiter und so fort. Und wenn ein Großer das macht... Hast du ein anderes Problem, Alex. Weißt du, was da immer das Problem ist? Hm? Wenn jetzt in Argentinien, gehen wir mal nicht von irgendeinem Ausnutzen aus, gehen wir davon aus, dass ein Argentinien
das wirklich ein Argentinier, Argentiner, keine Ahnung, das kauft mit seinem Ersparten, ja. dann hast du vielleicht 2 US-Dollar dran verdient als Plattform. Du hast dem Entwickler aber gesagt, hier, du kriegst, beziehungsweise bei Stock-Footage, wir kaufen dir die Lizenz für X was auch immer ab. Oder vielleicht sogar pro Usage. Dann hast du damit schon eventuell Verlust gemacht vorher. Steam hat Verträge, du bekommst 70% des Erlöses. Das heißt, du verdienst aus den Verkäufen in Argentinien auch weniger. Klar. Ja. Aber Adobe hat es zeitweise nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile haben. Schau, jetzt unterhalten sie sich im Chat und ich verstehe es jetzt nicht nur darüber. Ne? Ist auch eine Analogie zu dem Autothema, das wir gerade hatten. Wenn die das zum Beispiel beim Auto hier so einbauen und ich nutze es nicht, jedes zusätzliche Gewicht verbraucht Sprit. Zahlt ihr mir dann den Sprit, den ich nicht extra zahlen will, weil es eingebaut ist, obwohl ich es nicht haben oder nutzen will? Erinnerst du dich an das Refund Day? Ja. Das ist ja auch für dich bezahlt. Es geht einfach nur darum, das mit den Preisen und so weiter ist im Moment ein riesiges Chaos. Das ist ein schlechtes Omen. Einfach ein schlechtes Omen. Das ist eine gute, gedachte Sache, die negativen Einfluss haben wird, meiner Meinung nach. Kannst du mich darauf versagen? Aber wir haben noch mehr solche Sachen. Weiß ich gar nicht, weil das hat den Entwicklern schon ziemlich geschadet. Dadurch, denkst du, woher so viele Keys kommen bei MMOGA und so weiter, bei den ganzen Key-Resellern. Einmal aus Bundles, aber auch hier diese Geschenkdinger aus einem türkischen, argentinischen, was auch immer Steam-Account. Ja. Das wird aber dann so bald nicht mehr so schnell passieren. Ja, aber ob es am Ende Steam so viel helfen wird, ist ja auch die Frage. Also ich glaube, das wird jetzt erstmal eine Weile getestet, aber ich vermute, dass das irgendwann zurückgerollt wird. Das hat einen Backslash, weil die Leute kommen, sie kaufen sich vielleicht 1-2 günstige Games, ach, jetzt habe ich schon Steam-Account, dann kaufe ich es nicht bei Epic oder bei den anderen. Das ist eben der Vorteil. Die Nutzer werden gehalten durch solche Sachen. Ja gut, und auch werden wahrscheinlich billig dann Argentinien gekauft haben und dann vielleicht doch den Vollpreis irgendwann zahlen und daran verdienen. Dann gibt es halt ein Game hier, das dann dort noch nicht verfügbar ist oder so, oder in der... Woo! Was zum... Hört auf! der Mehrwert ist natürlich da, dass du dann die Plattform hast, die du immer wieder willst und auf die du immer wieder drauf gehst. Was halt blöd ist, weil sowas dann im Kern erstickt wird. Und manche Leute werden aus Protest schon sagen, ich gehe da weg. Es gibt immer genug Leute, die aus Protest irgendwas sagen. Wichtig, ich weiß nicht, wie das in Zukunft ist. Ich kann auch euch nicht sagen, was da draus werden wird. Gut finde ich es nicht, ich finde es erschreckend. Aber alle diese Finanzsachen sind im Moment erschreckend. Es ist nicht nur diese Sache. Ich mache sogar mal eine Side-News, die mich interessiert hat, weil ich habe selber mein GmbH-Konto bei dieser Bank. Heute geht es auch mal um eine Bank. Wer hätte es gedacht? Es ist ziemlich wild. Aber da musst du auch drüber reden, weil es hat halt auch mit Cyberkriminalität und Zeugs zu tun. Ne? Ich kann es nicht in den ganzen Artikel laden, aber ich kann euch ungefähr zeigen, worum es geht. Und zwar das hier. Wo ist Easter passiert? Bei der Commerzbank haben ganz viele die Konten von Leuten leergeräumt. Und das waren jetzt vielleicht nur 100 Leute. Das wurde mit über nicht autorisierte Abbuchungen und so weiter gemacht, aber das geht durch. Von wegen, die Banken-Apps und das ganze Zeug ist sicher. Und wir haben natürlich jetzt die modernen Bankräuber, die das Ganze halt über Cookies, über Injections, über ganz viele Sachen, über Spoofing, über ein bisschen Daten rausfischen und dann die Apps mit dem 2FA überlisten oder sowas. Das haben wir. Falls ihr bei der Koba seid, schaut nochmal nach, ob euer Konto noch stimmt. Die Kunden kriegen das Geld von der Bank zurück, richtig. Die kriegen es dann, ne, das ist in Ordnung. Das Problem ist, das muss ja woher kommen, wo man es erstattet bekommt, ne? Und das, eine Bank arbeitet immer, also was sie dir gibt, ist das Geld von anderen Leuten. Das ist ein Schneeballsystem, was Banken machen. Und sie hoffen es durch Gambling und Spekulation wieder aufzufüllen. Das Bankensystem ist ein riesiges Ponzi-Scheme. Das ist bei uns, Pyramidensysteme sind bei uns verboten. Meine Eltern haben damals sogar noch Geld gemacht dafür, weil es ja legal war und jeder hat es irgendwie gemacht. Und dann hat man immer so einen Brief gemacht, so eine Liste bekommen, streicht einen Namen durch, schreibt seinen Namen eine Stufe höher, tut 200 Euro einen Umschlag und gibt es weiter. Und irgendwann, wenn du oben stehst, bekommst du von allen Leuten Geld. So ging das immer rum. Das war ein Pyramidenscheme. Diese Kettenbriefe oder Serienbriefe. Ja, ja, das ging in den 70ern rum. Damit haben meine Eltern auch, der am Ende dran ist, hat halt immer verloren gehabt. Das haben wir alle gemacht. Die Banken machen es aber heute noch. Das hat die Post ja noch bis 2000 irgendwas unterstützt, 2008, 2009, was auch immer. Habe ich auch mitgemacht, habe nichts bekommen. Und jeder sagt, das ist Schwachsinn, ne?
die Banken spekulieren mit Schuldscheinen, mit Fonds und Dingen, die sie als Pakete sammeln, aufkaufen, wiederverkaufen, dein Geld hineintransferieren. Das ist alles Blödsinn. Das ist alles Blödsinn erfunden. Mal Schuldscheine aufkaufen, ne? Von Schulden, die nie beglichen werden. Bei Ländern, die sich immer höher verschulden. Wollen wir über Fiat-Währungen reden? Wollen wir über Fiat-Währungen reden? Nein, ich will es ja nur mal als Prinzip, ne? Wisst ihr? Und dann wundern Sie sich, wenn die Geldsachen schwanken, wenn Sachen nicht mehr gedeckt werden, wenn Währungen rauf und runter gehen. Das Inflationsproblem ist noch nie gelöst worden. Übrigens immer noch offen. Wenn ihr, sogar jetzt mit Microsoft-Übernahme, steht immer noch, wenn ihr in World of Warcraft das Inflationsproblem löst, dann bekommt ihr $1 Million. Immer noch. Warum? Weil es das auch unser echtes Leben und jede Währung betrifft. Das Inflationsproblem ist mathematisch nie gelöst worden. Weshalb jede Währung irgendwann bankrott geht, außer die Leute werden enteignet. Ne? Weil man kann halt nicht unendlich Geld drucken, genauso wie Aktienkurse nicht unendlich steigen können. Aber es ist halt sehr interessant, dass mal wieder so ein Bankpatzer passiert. Man liest kaum irgendwas drüber und die Leute verlieren ihr Geld und irgendjemand anderen muss dafür bezahlen. That's how the world works. Das ist nicht möglich. Deswegen, ich finde es immer schön, dann irgendjemand anderes darf wieder das Ganze zahlen. Und wisst ihr, was auch gut ist? Wenn du zahlst, aber nichts bekommst. Spotify und Deezer. Ich hab fast nicht auf Akzeptieren gedrückt. Ihr wisst schon. Kunden wurde grundlos das Abo gekündigt. Bei beiden. Habt ihr mitbekommen? Gab's doch vor 3 Monaten oder so eine Nachricht, bitte akzeptiert, dass dein Abo um 1 Euro teurer wird? Wenn nicht, wirst du im Dezember oder Januar. Nee, wenn nicht, können wir dich kündigen. Also, du hast ein technisches Problem. Oder? Was hast du? Das sagt dann den Freeplan noch, oder? Ja, den Freeplan hast du immer. Natürlich, aber du verlierst dein Premium, wenn du nicht akzeptierst. Ja, gut, das kannst du ja wieder kaufen. Ja, das ist nicht das Problem. Ja, aber das ist halt teurer. Moritz? Ja? Ich möchte mal schwurbeln. Wie kann 2 Dienste, die nichts miteinander zu tun haben, genau das gleiche Problem zur gleichen Zeit treffen? Ja, ein Pack. Das klingt doch schon mal irgendwie trotzdem sass, oder? Softwarefehler im Abrechnungssystem bei 2 Unternehmen, die nichts miteinander zu tun haben, aber in der gleichen Branche tätig sind und den gleichen Bug produzieren. Das war gar nicht das. Ja, SAP wäre auch mein erster Guess gewesen. SAP, das Schimpfwort aller Techniker. Hauen wir es mal raus. Passt. So, wenn es nicht SAP war, war es Dativ. So. Es wird ja nicht gesagt, was das für ein direkter Fehler war. Ne? Ihr fallt auf Basis-Abo zurück, ihr werdet gekündigt, keiner weiß warum. Und es ist halt ein Fehler im Abrechnungssystem. Zufällig bei beiden. Ja, Chat, was meint ihr? Beide die gleichen Abrechnungssysteme. Oder das doch sollte aber nicht. Das würde aber heißen, dass wenn beide das gleiche Abrechnungssystem nehmen und da die Daten der User reinlaufen, dass das wieder so ein Datenschutzproblem ist. Nee, wenn ich jetzt sage, okay, mein Kunden, ich nutze Zendesk, um meine Rechnung zu schreiben, ich trage da deinen Namen mit ein, das ist ja auch erstmal kein Datenschutzproblem und Zendesk ist ja dann auch erstmal nur ein Dienstleister, der mir diesen Service zur Verfügung stellt. Der stellt aber genauso x anderen Unternehmern diesen Service zur Verfügung. Ja, das Datenschutzproblem geht nicht an die Enduser. Warum hat der Drittdienstleister die Möglichkeit, Trigger zu schalten bei dir, um automatisiert Leuten Schaden oder Nutzen zuzufügen? Ich habe ja keinen Vertrag mit dem Finanzdienstleister dahinter, sondern mit der Firma selber, die sich darum kümmern soll und nicht einfach übernehmen, welchen Trigger jetzt der Dienstleister setzt, oh, wurde nicht bezahlt, was auch immer. Da muss ja die Firma eigentlich nachprüfen. Weil die übernimmt ja so einfach Schwachsinn. Wenn du so nimmst, ist es ja halt wie Pay-Per-Subscription plus auf Basis halt, dass das dann bei Spotify oder Deezer ist. Ich wollte immer gerade sagen, wenn du sagst, okay, PayPal hat gesagt, die Zahlung ging zurück, also sagt meine Software, dein Account ist jetzt gesperrt, dann vertraust du ja auch ein Stück weit drauf, dass das, was PayPal, was auch immer, wer auch immer das ist, dir sagt, hier, hör mal, hier gibt's ein Problem, dass deine Software dann entsprechend darauf reagieren darf. Und wenn dein Dienstleister Scheiße gebaut hat und vielleicht den Kunden vergessen hat, dann können Spotify und Deezer die verklagen auf Ausfall, Verdienstausfall. Ja, wobei ich dann erstmal sagen würde, okay, du bist schuld, wenn du das nicht anderweitig überprüfst. Wie also, sollen sie es denn überprüfen? Das ist halt die Frage. Ne, also oder, ne, genau ja, dahin will, das ist so ein Problem. Also gefällt mir halt gar nicht, weil das heißt halt, dass da wieder Inkompetenz am Markt, aber wissen wir.
Weißt du auch in Kompetenz am Markt des Moritz? Im Livestream von der Geekfreaks. Nee, erzähl. Nee. Nee, ausnahmsweise nicht, weil der Stream geht zum Glück. Jetzt, mittlerweile. Ich mach mal's auf. Mach mal's auf. Yay, nochmal CPU-Microcode-Updates. Herzlich willkommen zu Wer sein BIOS nicht updatet, ist selber schuld. Früher hat's geheißen, never touch a running system, aber bitte macht das nicht, denn es werden schon wieder Microcodes ausgeteilt. Wer es nicht mitbekommen hat, es gibt... Hast du gesehen, was auf der Super Micro-Seite stand, weil wir jetzt in letzter Zeit so oft, nicht Super Micro, Astrock meine ich, weil wir jetzt in letzter Zeit so oft Server Boards aktualisiert haben. Ja, auf der Super auf der Astrock Rack-Seite steht, wenn dein BIOS funktioniert, nicht updaten, nur updaten, wenn dir ein Feature fehlt oder du Probleme hast. Ja, von wegen mit den ganzen Sicherheitslücken, die in letzter Zeit waren. Übrigens, genau da, Mini-Driver, genau das. Wir hatten ganz viele Probleme mit diesen Mitigations. TPM macht bei mir immer noch 40% Leistung auf der AMD-CPU kaputt. Da ist ganz viel broken, ganz viel Dreck, über den ich den ganzen Tag schimpfen könnte. Windows Schedule. Und ich komme zu einer Sache, die gefixt ist, aber es ist nicht die richtige! Das ist die nächste News. Es ist nicht die richtige Sache, die gefixt wurde. Und dann kommt Intel wieder mal daher und sagt, oh, warte, wir haben hier einen neuen Microcode. Der wird jetzt ausgeteilt. Klar, an die 10er und 11er Generation, gib ihm. Sie sagen nichts von Performance Impact, sagen sie gar nicht. Sie sagen nur, ja, da ist die Dokumentation, was wir repariert haben. Ob das jetzt ein Workaround ist, ob das jetzt richtig repariert ist oder ob sie einfach wieder mal die Geschwindigkeit genervt haben, weißt du nicht. Du weißt, dass hier das Ganze gelistet ist und wer betroffen ist. Okay. Hey, Branch Prediction war der größte Fehler, den sie jemals gemacht haben. Jetzt ist das nächste Problem und das muss ich leider ansprechen. Das muss ich leider ansprechen, selbst wenn ihr keine BIOS-Updates macht. Das sind Mitigations, die bremsen die Leistung des gekauften Hardware-Produkts. Ihr kauft ein Produkt wegen der Leistung, die es garantiert liefert, weil dafür ist es spezifiziert. Jetzt habt ihr solche neuen Mitigations. Die werden nicht nur, und das ist ganz wichtig für alle Windows-User da draußen, diese Mitigations von Intel, nicht AMD, nur Intel, werden nicht nur über ein BIOS-Update, das ihr von der Homepage aktiv selbst herunterladen werdet, ausgeführt und geholt, sondern Windows Update verteilt die automatisch. Intel ist im Programm des Windows Update und wird diese Mitigations automatisch bei euch installieren im BIOS. Das ist extra so gemacht. Das ist der Fastpath, den Intel angelegt hat. Mitigations und Microcode. Windows führt Microcode-Updates aus, ja. Weil das lizenziert ist mit Intel-Keys. Ja, mit Intel-Keys. Die haben ein Backdoor zu den Intel-Prozessoren, das ist lange bekannt. Und Microcode-Updates werden vom Windows-Update mittlerweile ausgeliefert. Vorsicht, wir hatten ja erst Microsoft-Key-Leaks. Master-Key-Leaks. Also diese Firma, über die wir 5 Wochen lang gerantet haben, weil sie unzuverlässig, unsicher ist und die Meister-Keys zum Zugang zu allem an alle Hacker rausgegangen sind, darf euer BIOS updaten. Alex, mit Microcodes. AMD noch nicht. AMD hat noch keine, darf noch nicht über Windows Update Microcode ausliefern. Intel schon, soweit ich weiß. Ich wollte es nur mal so an euch, also automatische Updates, wer so nicht gemacht hat, bitte aus. Aber ihr wisst in so einem kumulativen Update auch nicht, was drinsteckt. Da kann auch ein Microsoft Update drin sein. Das ist nicht unter den optionalen Updates. Das wird dann automatisch im Hintergrund ausgeführt, weil Mitigations sind ja Sicherheitsupdates. Für Security Vulnerabilities. Das wird automatisch gemacht, wenn Windows automatisch updaten darf. Das kriegst du gar keine Frage. Da heißt es dann bitte einmal neu starten, Updates werden im Hintergrund aktualisiert. Zum Key-Gelicht möchte ich noch was sagen. Ja. Weißt du, wie oft Signaturen, vor allem Signaturen für Treiber geleakt werden? Also. Die Gegenfrage ist, will ich das wissen? Willst du nicht wissen? Nein, aber das Problem daran ist, ein Treiber wird von Microsoft signiert. Das heißt, jedes Windows vertraut diesem Treiber dann. Und auch übrigens, herzlichen Dank. Übrigens, herzlichen Dank für die Coffee-Nachricht hier. Herzlichen Dank für die Spende. Ich sag nochmal, es gab vorher noch eine rein. Ich muss das kurz noch aktivieren, dass man das auch wieder sieht, weil unsere Coffee-Einblendung-Animation da oben ist weg. Huch. Ja. Die geht auch gerade gar nicht. Auf jeden Fall, das Problem ist, dieses ganze Signier, Zertifizier, Trust System ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, war schon immer. Du hast halt einen Private Key. Ja.
In dem Fall dieser Private Key für Treibersignaturen, den hat jeder große Hersteller, der halt eben Treiber signieren muss selber. Und es reicht, wenn einer davon seinen Private Key verliert, dass jeder mit diesem Private Key dann plötzlich Applikationen signieren kann und die, ja, denen vertraut dann plötzlich jeder Virenschutz, jedes OS und sagt, ja, das ist sicher, das ist ein offiziell signierter Treiber, das ist von einem Hersteller, der von Microsoft als sicher verifiziert ist. Und das ist eben... Wo wollen wir das haben, ne? An diesem Vertrauenssystem. Und dann hast du plötzlich, nachdem der Key revoked wurde, ganz viele Treiber, bei denen die Signatur ungültig ist. Weil das Zertifikat dann ungültig ist, weil dieser Key revoked wurde. Und darfst da dann überall nochmal Updates nachliefern. Das ist einfach... Weiß ich nicht. Hey, hey, mein Freund, jetzt habe ich das gelesen. Schön, dass du da bist. Da habe ich aber auch noch was zu den Windows-Updates, auch gut. Ja, gerne. Nicht nur, dass alle anderen nicht wissen, was in den Windows-Updates so drin ist, sondern Microsoft weiß es zum Teil einfach selber nicht. Dankeschön. Und die fixen Probleme in vorherigen Updates machen dann neue Updates und da sind einfach die gleichen Probleme wie vor dem Fix auch wieder drin. Hatte ich zum Beispiel letztens erst auf der Arbeit. Nämlich arbeite ich da häufiger mit der Windows Sandbox, weil das einfach zum Teil manchmal ein echt gutes Feature ist. Und dann hatte ich letztens ein Problem, wollte ich die Sandbox starten, benutze so zum Beispiel, weiß nicht, PowerShell oder sowas. Geht PowerShell nicht mehr. Warum? Weil irgendein Update war für das .NET Framework und da viele Windows-Applikationen halt drauf laufen und das ist komplett in der Sandbox gebrickt. Habe ich mal geguckt gehabt, ob es da irgendwie schon ein Bugfix oder irgendwie ein Issue zu gibt. Habe ich gesehen, ja, okay, vor 3 Jahren gab es exakt dasselbe Problem. Vor 3 Jahren? Das wurde nach 1,5 Jahren wurde das Problem dann gefixt. Sprich jetzt vor 1,5 Jahren. Und jetzt ist es wieder da. Ich kann mal vielleicht hoffen, dass es in einem Jahr oder so dann mal gefixt wird. Hoffentlich. Und es ist exakt dasselbe Problem. Also, eine wichtige... Warte, lass den Colin mal ausreden, ja? Da kann einer nicht mit Git umgehen. würde ich nicht mal behaupten, weil die haben doch ihr eigenes Git-Devira. Seit wann kann man auf 1440p? Twitch hat es uns freigeschalten. Ab und zu schalten sie uns frei. Nein, du kannst auch 4K, wenn du willst. Das konntest du schon seit Jahren. Wir dürfen zur erhöhten Bitrate hinsenden. Das haben wir herausgefunden. Nein, 8 Mbit darf jeder, haben wir herausgefunden. Sicher? Ja, jeder. Okay. Ja, schade, weil ich dachte immer, es war so ein Glück, dass wir das machen konnten. Alex. Nein, schade. Wir sind berühmt. Dann doch. Wichtig zu Updates, musst du auch immer im Kopf behalten. Updates werden immer nur mit dem vorherigen Patchstand getestet. Das heißt, ein Update wird immer nur unter der Prämisse getestet, dass du alle vorherigen Updates installiert hast. Auch immer ganz wichtig zu beachten. Ich muss euch aber auch dazu sagen, dieses Update-Chaos ist ja nicht von heute auf morgen. Das haben wir auch nicht nur bei Windows. Wir hatten letzte Woche das Ganze schon, wie das Ganze aussieht mit Linux, wie das Ganze insgesamt aussieht. Ich finde es bloß spannend, dass wir jetzt schon wieder das Mitigation-Problem haben. Wir haben über die Jahre immer wieder das Problem. Und es ist für End-User ist es ärgerlich. Für euch ist es ärgerlich. Oh, mein Rechner ist jetzt wieder ein bisschen langsamer geworden. Okay, ich nehme Sicherheitspatches halt mit, weil es sind Sicherheitspatches. Oder ich nehme sie nicht mit und mache extra die Mitigations aus. Ich bin im Homeland, ich sichere mich ab. Ich habe meine OpenSense ArtGuard, was auch immer. Physisch kommt da keiner an meinen PC ran. Okay, das seid ihr. Firmen können das nicht machen. Wenn du im Internet agierst und da tätig bist und Leute wie Moritz und so weiter, man hostet, man hat Server stehen, man hat Dienstleistungen, die man anbietet, dann muss man Sachen immer aktuell halten. Diesen Leuten entsteht dadurch ein Schaden. Wir hatten Paar Wochen. Du solltest immer alles aktuell halten. Vor allem Public Facing ist. Deshalb sage ich ja. Und vor allem die Firmen. Jetzt haben wir das Ding. Wir hatten es vor ein paar Wochen, wo gleichzeitig die News kam: Intel Xeons werden um 40% langsamer. AMD Epics werden um 50% langsamer. Durch Sicherheitsupdates und Patches. Das hatten wir. Und das zufälligerweise fast zeitgleich. Wo so viel gepatcht wurde, dass einfach die Serverprozessoren von der Leistung halbiert wurden. Natürlich die neueste Generation, die jetzt raus ist, nicht. Die Generation davor natürlich. Ein Schelm, der Böses vermutet. Ich hatte damals schon nichts Böses vermutet, weil es ist halt einfach immer Zufall, wenn man nicht gut programmieren kann. Das Ding ist, man kann Sachen unterschiedlich lösen.
Und ich nehme mein Lieblingsbeispiel für alle, die sagen, nee, pass auf, das ging nicht anders, muss ausgeführt werden. Mein Lieblingsbeispiel war damals und ist bis heute übrigens Word. Und zwar Word 98. Microsoft Word 98. Denn bei der vorherigen Version hatten wir ein ziemliches Problem mit Funktionalität und Bugs. Game-Breaking-Bugs für Word. Also hat man sich gedacht, hey, wir reparieren die. Dann hat man aber gesehen, man kann diese Bugs aus der vorherigen Version nicht reparieren und hat einfach Workarounds geschrieben. Leider ging bei den Prozessoren der damaligen Zeit und Generation die CPU-Last auf 70% hoch, wenn man Word 98 gestartet hat, denn sie haben einfach außenrum geschrieben Code. Die haben dann einfach Errors gefangen, ne, rumgeleitet, 97 zu 98, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Auf einmal wurden dann Garbage Collector oder Bugs wurden einfach immer aufgeschaufelt. Wenn dann im Hintergrund irgendwie Buffer Overflow kam, den hat man ausgelagert und einfach gelöscht und halt lauter so Blödsinn hat man gemacht. Dass es zwar läuft, aber der Prozessor Overhead war riesig. Das heißt, deine Kiste war einfach genervt und teilweise unnutzbar wegen einem Bugfix. Und es gibt eine gute Art, Sachen zu reparieren und es gibt die schlechte Art. Eine der schlechtesten Arten war damals in Quake. Oder Doom, Doom 1 und auch, ja, Quake 1, 2, Doom, ja, in dieser Regel. Da wurden oft natürlich auch Engines und Sachen ausgetauscht und geteilt und gezeigt und überhaupt. Quake 1 war da ein gutes Beispiel dafür, wo im Code halt Sachen drinstehen, wie sollte nicht funktionieren, tut's doch. Oh, verdammt, der Garbage Collector läuft über, ist egal, wird schon keiner merken. Es gibt die gute Art zu programmieren, es gibt die schlechte. Es gibt Leute, die sagen, okay, pass auf, meine Websites und Webhostings, die funktionieren oder schießen sich manchmal ab, ich mache einfach einen Force Reset 0 Uhr. Von solchen Leuten habe ich gehört. Niemand lacht jetzt hier im Stream, denn jemand, der lachen würde, würde sich ja schuldig machen an dieser Art des Bugfixes. Alex, das wird nur für einen Kunden gemacht. Und diesem Kunden gehört die Domain der geekfreaks.de. Brauchen wir wieder den Turbo-Knopf umsl. Ihr wisst schon, dass der Turbo-Knopf den PC langsamer gemacht hat, oder? Ja. Das ist doch allgemein Wissen, oder? Ja, gut. Ich wollte nur nochmal... Ja, es ist halt so ein Problem. Es ist so ein Problem, dass es gibt Leute, die sich mit Code auskennen und die das dann gut machen, oder es gibt good enough. Moritz, bist du. Und good enough, wir machen schon genug Geld damit, wir verkaufen die nächste Generation, der Fix ist good enough, raus damit, sind sie halt 40% langsamer. Könnte man meinen. Ich mache keine Verschwörungstheorie. Ich sage nur, wie mit gesundem Menschenverstand in manchen Firmen umgegangen wird. Welche Firma wie handhabt, weiß man nicht. Das ist eine Sache des Vertrauens von euch da draußen. Ja, und ihr wisst ja, wir vertrauen im Moment Microsoft ganz gut. Zwei Generationen alte CPU, die, also aus Sicht von Intel oder AMD, die wirft dir kein Geld mehr ab. Ja, richtig, aber genau die ist auf jeden Tropfen Performance angewiesen. Weil ich will sie nicht updaten. Und die, genau die ist darauf angewiesen, dass sie nicht 40% ja, langsamer aber, wird. Ne? Aber dann hast du daneben halt auch den Security-Aspekt. Viel schlimmer ist es, wenn bekannt ist, deine CPU ist unsicher, aber du hast kein Update geliefert. Das ist viel, viel schlimmer. Richtig, man könnte aber auch echt sagen, hey, pass auf, einfach, ich mache die Updates richtig. Weil vielleicht die CPU nicht die neueste Generation ist. Haben Leute mit Wartungsverträge mit diesen Leuten, die diese Geräte haben, ne? Und sowas. Und Intel hat ja auch Serviceverträge. Ja, aber dafür musst du groß sein. Nee, Alex, da hast du aber ein ganz anderes Problem beim Patchen in der Softwareentwicklung allgemein. Ein Update muss so schnell wie möglich geliefert sein. Da geht es dann, vor allem bei so großen Firmen, geht es dann halt darum, der Angreifer weiß von dieser Lücke, wir wissen, unsere Systeme sind unsicher, wir müssen jetzt patchen, weil sonst nächste Woche, nachdem die Leute aus dem Wochenende wiederkommen, haben wir plötzlich alle Kundendaten geleakt, weil irgendwie ins System kommen ist, wie auch immer. Das dann vielleicht. Ja, aber Minidriver. Optimiert ist. Minidriver hat es genau richtig gesagt, Moritz. Egal welches, ein Update oder ein Patch darf niemals 50% Leistungseinbuße haben. Alex, lass mich ausreden. Wenn es wirklich um den Sicherheitsaspekt geht, nee, machst du nicht. Wenn es wirklich um den Sicherheitsaspekt geht, dann ist es okay, vielleicht auch mal ein nicht ganz so optimiertes Update rauszuhauen. 50% aber nicht. Ja, stopp. Aber dann solltest du, sobald die Ressourcen da sind, sobald dieses akute Problem gelöst ist, einen ordentlichen Fix nachliefern. Haben sie bis heute nicht. Das passiert halt nicht, weil dafür du hast das Problem gefixt, jetzt werden die Ressourcen woanders gebraucht. Ja, aber genau das dürfen sie nicht. Weil das wäre der Grund, warum sie sich dann wundern, warum die Leute hingehen und ihnen Riots auf den Hals setzen, ne? Aber das
das Update so schnell wie möglich rausgepusht wird, erstmal das, die Sicherheitslücke im Vordergrund steht und nicht die Performance ist erstmal an dritter, vierter Stelle. Das finde ich sogar gut. Weißt du, jede Firma sollte es so haben wie No Man's Sky. Jede. Oh, jetzt ist er weg, weil er Real Life hat nebenbei. Aber nee, jede Firma sollte es so halten wie No Man's Sky. Das ist ja auch was von der Reputation. Die Kunden laufen dann halt weg und zu AMD. Oh nein, bei AMD ist dann das gleiche. Oh, 50% meistens ein Buße. Niemand redet hier von Absprache, aber gutes Timing von beiden, dass das beides so scheiße lief. Naja, wer es verfolgt hat, kann sich gerne streamen. Probleme werden oft gleich auf beiden Seiten gleichzeitig gefunden, weil es halt einfach dieselbe Architektur ist, Alex. Ja, ich wollte es ja nur sagen. Die Branch Protection ist was in der Architektur steht und die ist halt gleich bei beiden. Also Intel lizenziert die halt von AMD. Ja, das macht es ja so convenient. Ja, aber das sind keine Absprachen. Ich sag immer noch, das sind keine Absprachen. Zumindest die Absprachen sind, wenn es eines liefert, wird auf beiden Seiten aufgenommen, das ist ja für beide nützlich. Es ist ja für beide nützlich. Wir gehen einfach mal rein wirtschaftlich. Ist das für beide nützlich? Die Leute werden gezwungen, neuere Sachen zu kaufen. Es ist nützlich. Es ist sehr nützlich. Nein. Nein, weil wenn Gefahr besteht, dass sowas rauskommt, dann ist es auf keinen Fall nützlich. Natürlich, und wenn der eine sagt, es ist die Gefahr, dass rauskommt, aber wenigstens sind die anderen auch betroffen. Weil das heißt, es gibt nur diese zwei Großen, das heißt, der Schaden minimiert sich, weil ihnen ist der Ruf egal, es gibt ja keine Alternative. Sie werden zwischen beiden hin und her, und wenn es alle betrifft, dann haben wir kein Problem. Da geht Marketing und Sales rein und sagt, alles gut. Ich glaube nicht, dass das so eine große Absprache wird, dass du da plötzlich 5 Abteilungen drin hast. Marketing und Moritz, Sales wird da absolut nichts zu sagen haben. Es gibt so viele Wirtschafts- und Lobby-Meetings, wo so viele Leute von AMD und Intel gleichzeitig da sind. Glaubst du, wenn das... wir müssen reisen. Warte. David 128 hat gerade 2 Euro rausgefeuert. Mit der Nachricht, welchen Mail-Client oder Exchange-Alternative würdet ihr für 20 Mitarbeiter empfehlen, damit man nicht an jedem einzelnen Arbeitsplatz einen Thunderbird oder so installieren und einrichten muss, wegen der Möglichkeit, dass jeder Mitarbeiter auf jedes immer Postfach Zugriff hat? Der Moritz hat dafür was. Der Moritz hat dafür was. Nutzen wir übrigens auch. Ganz kurz, mein Satz noch, wenn wirklich so viele daran beteiligt sind, glaubst du, was wird nicht geleakt? Schaut dir mal an, was aus anderen Firmenabteilungen geleakt wird. Einfach nur, weil der falsche Mitarbeiter davon wusste. Kommt auf deine Klauseln und auf deinem Datenschutz und kommt darauf an. Man weiß es nicht. Ja, aber in solchen kommt Etagen. Kommt immer ans Licht. Und ob die nicht auf der Gehaltsliste stehen, ne, für sowas. Ja, aber du kannst, wenn du jetzt das Marketing dazu ziehst und Sales irgendwas zu sagen hat. Nee, das Marketing ist nur dankbar. Das Marketing ist nur dankbar, wenn sowas passiert. Die sind immer dankbar, wenn irgendein Schmuh passiert, die sind nur dankbar. Die musst du gar nicht informieren. Die sagen sich nur, der Umsatz steigt. Ach, es ist nur ein Toter, ist uns doch wurscht. So. Ja gut, aber das ist nichts, was du dann als Entwickler, als derjenige, der das schreibt. Nee, die Entwickler sind die armen Würste. Die haben meistens Crunch-Time, müssen reinhauen, kriegen sie nicht optimal, dann wird nicht rechtzeitig finanziert, kriegen nicht genug Geld oder so, ne? Klar, die Entwickler sind das, die sind die Führungsriegen und das ist immer so. Aber diese Entscheidungen, die da getroffen werden, sind grässlich, finde ich. Kannst mich gerne, sag mir, wenn du anderer Meinung bist, aber... Das versuche ich gerade. jetzt kurz zu dem Mail-Client-Problem, zu der Frage, die jetzt per Kofi kam. Schreib uns eine E-Mail. Wie habe ich das mit den Kontaktformular? Ja, wie habe ich das mit den Hintergründen realisiert? Das da? Das ist dieser PC, der Streaming-PC. Ich habe 50 Meter HDMI-Kabel hier überall verlegt. Das ist OBS. Da passe ich drauf und sie ändern. Was? Mach's mal nett. Lass es einfach. Ich könnte jetzt auf den PC hinter dir gehen und da einfach im Vollzieh auf Stopp drücken. Ja, let it be für heute, ne? Ich traue mich gar nicht, während des Streams in dein Netzwerk zu gehen. Da hab Danke. Ich, nicht so viel Angst. ich weiß, es klingt immer ein bisschen hart, aber ich bin einfach so enttäuscht davon, wohin sich's entwickelt hat. Schaut, das nächste enttäuschende, ich habe schon wieder eine enttäuschende Microsoft-News. Ja, ich weiß, don't hate on me. Ich kann nichts machen, ich kann nichts dagegen tun, schaut's euch an. Oh, die Seite. Windows 11 löst nervigen Bug mit mit AMD-Treibern. Das wird euch aber nicht helfen. Denn dieser Bug, der hier behoben wird, ich muss das ganz kurz, dieser Bug in Windows 11 hat dafür gesorgt, dass euer BIOS jedes Mal resettet wird, also die Einstellungen vom BIOS resettet werden in Windows, dass die Einstellungen der Leistungseinstellungen in Windows resettet werden bei jedem Neustart.
dass der Scheduler resettet wird, dass sogar die OC-Einstellungen aus dem Ryzen Master und so weiter resettet werden. Und es war bei einigen Leuten der Fall. Die haben nach jedem Neustart quasi ein Standardeinstellungen-System gehabt. Egal, was sie gemacht haben. Angeblich wurde es jetzt für alle gefixt. Von Microsoft war kein AMD-Problem. Ihr müsst aber den neuesten Adrenalin-Treiber installieren. Angeblich. Das löst jetzt eines der Scheduling-Probleme, den Reset-Bug. Der war schon länger bekannt, der hat einige Leute in den Wahnsinn getrieben. Okay. Was immer noch nicht behoben ist, ist der Scheduling-Bug von mehreren Numa-Nodes oder eben mehreren Kernen und die Skalierung und die Verteilung der Last der Prozessoren auf die Kerne. Das ist immer noch nicht gefixt. Seit 5 Jahren. Die Last der Prozessoren auf die Kerne? Die Last, die ein Programm ausübt auf die Prozessoren, dass die den richtigen Kern zu... Ja, dass es richtig zugeordnet wird. Das ist immer noch nicht gefixt. Seit 5 Jahren. Ich warte drauf, denn ich nutze AMD. Und es ist die Hölle. Vor allem, wenn Sachen den künstlichen Threads zugeordnet wird und nicht den Hardware-Kern. Denn die sind langsamer und oft nicht mal an den RAM angebunden, je nach Node. Deswegen Hyperthreading deaktivieren, wenn du eine Leistung brauchst. Ja, aber das erzeugt das nächste Problem. Wenn ihr Hyperthreading oder SMT in diesem Fall ausmacht, kann es sein, dass der RAM nicht mehr stabil läuft. Das ist ein ganz anderes Thema. Weil dann nämlich das Ganze anders angesprochen wird auf den Lanes. Können wir uns mal lang drüber unterhalten, aber es liegt an der Software und nicht an der Hardware und auch nicht am BIOS in diesem Fall. Gut, das ist AMD. Windows 11. Ja, sag auch. Bei Windows 11 sind ja sowieso viele interessante Geschichten, ne, was da so falsch läuft. Richtig. Also, ich habe ja einen Windows 11 PC jetzt hier an und keine Ahnung, das Ding ist manchmal so, ich fahre es hoch und es fängt an zu lecken und du kannst 10 Minuten weggehen und wiederkommen und es leckt weiter. Du musst ihn neu starten, damit das weg ist. Was ist das? Also mal ganz ehrlich. Du läufst, das ist der Scheduler-Bug. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Keiner weiß warum. Mein Desktop-Manager, der Windows-Desktop-Manager, verbraucht gerade 30% GPU-Last. Obwohl, das ist gut. Der tut ja nichts. Was soll der Desktop-Manager? Da ist nichts, was 30% GPU-Last fressen kann. Macht er trotzdem. Weil er denkt, mach ich. Andersrum, so ein Hyper-Threading-Threadripper-Core hat jetzt auch nicht so viel. Weißt du? Ja, aber das ergibt keinen Sinn. Oder das System leckt dann ohne wirklichen Grund oder warum es das tun soll. Die Input-Eingabe leckt, die Bildschirme lecken. Es darf nicht passieren, dass dein Keyboard-Cursor nicht regelmäßig blinkt oder deine Zeit leckt, deine Sekunden unten rechts. Während du auf dem Desktop bist und nichts machst, rumeidelst. Das darf nicht passieren. Aber zur Hilfestellung, Colin, du wirst es lange debuggen wollen. Ich kann dir dabei helfen. Gar nicht mehr debuggen, ich mach die Kiste bald platt. Ist nicht nur in Windows 11, ist übrigens auch eins der neuesten Windows 10 Update-Probleme. Im neuesten Windows 10 Updates haben das auch viele Leute. Ich kann ja sagen, was es ist. Ob dir das gefällt, weiß ich nicht. Die haben, und das ist super interessant, ihr könnt gerne mal Latency-Checker aufmachen. Oder Latency-Mon, noch besser, Latency-Mon. Das listet einem dann alle Ticks und Timings und Latency-erzeugenden Prozesse auf, unter anderem USB-Devices. Im Hinterkopf behalten, PC-Express und USB-Devices. Denn Windows hat die Implementierung dieser Treiber und wie sie im Kern funktionieren, ein bisschen geändert über die Updates. Diese Sicherheitslücken und Mitigations und so weiter. Und das Ding ist, dass Windows USB-Devices und PC-Express-Devices dauerhaft pingen. Die pingen immer wieder, ich bin da, ich bin nicht da, ich schicke diese Daten, selbst wenn du sie nicht benutzt, schicken sie Daten und Abfragedaten. Wenn jetzt irgendein Hersteller in irgendeinem Device irgendeinen Punkt, irgendeine Standards nicht eingehalten hat, wie zum Beispiel ich mit einem USB-Stick und einer Webcam, dann laufen auf einmal 30 Batzilliarden Ticks runter. Und jeder dieser Ticks muss verarbeitet werden, jeder dieser Iterationen und erzeugt einen CPU-Halt. Und so das ist dann PS2. Und das ist Mikro-Lag und Ruckler. Ja, das erzeugt Interrupts, genau. Und jede dieser Abfragen, wenn sie zu viel kommen, gibt Fehler, weil es das Protokoll nicht richtig ist. Das heißt, okay, ich pinge, das Protokoll stimmt nicht ganz, also Protokoll fehlt Interrupt. Und das passiert so oft die Sekunde, dass dein ganzes System sich anfühlt wie eine Shitshow. Ja, das ist halt und bei Windows 11 bei mir der Fall. Aber nur manchmal. Es war jetzt letztens eine lange Zeit nicht und ich glaube, gestern war das mal wieder. Was auch ganz oft auftritt, ist, dass ich einfach einen Bootloop habe. Dann muss ich nochmal die Kiste da auch nochmal neu starten. Weißt du, wie das bei Windows 11 aus war? Beides. Weißt du, wie das auf Windows 11? Oh, ich über mir. Haha, folgt uns. Dankeschön für Xocon. Du behebst es ganz leicht. An alle draußen. Das ist ein Tipp für euch alle. Und der ist sogar super wichtig.
den gebe ich euch allen mit. Da schalte ich mich jetzt mal ein bisschen größer wie den Typen hier. Wenn ihr solche Probleme habt. Kannst du alle wieder zeigen. Ja, kann ich auch machen. Aber wenn ihr dieses Problem habt, dass euer System Mikroruckler hat, Stutter oder irgendwas, der erste Debug-Schritt ist, ich nehme alle Devices im PC, die über PC Express drin sind. Und wenn es möglich ist, swap ich den Slot mal. Einfach mal, außer der Grafikkarte, die im Top-Slot sein sollte, wenn ihr jetzt kein anderer, swap die Geräte mal. Und dann geht ihr hin und schließt vom USB alle Geräte ab und wechselt den USB. So, weil ihr habt verschiedene USB-Controller. Wenn ein Gerät an einem USB, also ihr sagt mal, ihr habt auf dem Mainboard 6 USB-Anschlüsse. Die ersten 3 können über einen anderen Controller laufen wie die zweiten 3, weil die laufen über den PC Express Controller. Wenn ihr die also wechselt, könnte es sein, dass der Controller diese Geräte anders verarbeitet und auf einmal alles. Und ja, aber es kann sein, dass dann auf einmal alles geht. Nur weil ihr einfach mal den Slot gewechselt habt. Ich würde anders rangehen, Alex. Ja, hau raus. Minimal-Config. Alles raus, ja. Was nicht gebraucht wird. An PCI, an USB, an allem. Und dann nach und nach dazu stecken und schauen, wie läuft's, was passiert. Das wäre das Nächste, was ich gesagt hätte. Ich hätte erstmal alles swappen, ob es dann geht. Und sonst muss man halt in Kauf nehmen, dass man alles rausnimmt und Stück für Stück wieder rein. Aber das dauert halt länger und das ist aufwendiger. Ja, aber also so ist überhaupt, ob es daran liegt, weil wenn du alles rausnimmst und es dann nicht besser wird, dann hast du ein anderes Problem. Yes, da hat er recht. Kann aber auch sein, dass no. Wieso? Es kann sein, dass ihr dann ein anderes Problem habt, das sich ähnlich gibt. Und das ist kein Joke. Es kann dann sein, wenn ihr die ganzen Sachen rausnehmt, dass es ein ähnliches Problem gibt. Zum Beispiel, wenn ihr alle RAM-Riegel rausnehmt, bis auf einen. Der RAM ist sowieso wieder ein Problem, weil dann ändern sich deine Timings. Merkt ihr? Es kann auch das gleiche sein mit dem NVMe, weil nicht alle NVMEs, die ihr im Rechner habt, laufen über den gleichen Controller. Manche laufen über den PC Express Redriver, weil es Shared Lanes sind. Das ist eine interne Onboard-Bifurcation vom Lane-Splitting. Da gehen wir tief in die Fachbegriffe rein. NVMe gehört ja zu den PCI-Devices. Ja, aber für die es nicht wissen, eigentlich ist eine NVMe eine PC-Express-Karte, wie eine Grafikkarte. Ne, die steckst du in PC-Express-Slot, läuft über den gleichen Protokollstandard. Und das Problem ist, dass viele der Slots günstig angebaut sind. Das heißt, ihr habt da einen 16x-Slot, wo ne, denkt ihr, oh cool, ich habe mehrere 16x-Slot. Ja, nee, der kann aber weniger, weil wenn da eine NVMe drin ist, dann wird intern die Lane gesplittet und halbiert die Leistung, dass die was bekommt und das. Das ist aber eigentlich ein Bonus-Feature des PC-Express-Standards. Das heißt, das wurde hinzugefügt nachträglich. Bei PC-Express 2.0 war es noch gar nicht enthalten. Das nennt sich Bifurcation. Wird im Mainboard unter unterschiedlichen Begriffen geführt und jeder Hersteller hat da seine andere Bezeichnung und manchmal funktioniert und manchmal funktioniert es nicht und es kommt auch wieder auf Mikrocode und BIOS und so weiter an. Ne? Klar, kennen wir. Nächste Ding ist, dieses Sonderfeature ist nicht nach Standard und Spec implementiert. Bei den meisten überhaupt nicht. Die halten sich an Teile der Specs. Genauso wie bei USB-C, USB-4, Thunderbolt würden wieder nur Teile der Specs genommen. Oder HDMI 2.1, wo alles heißt, jedes Gerät darf sich HDMI 2.1 kompatibel nennen, obwohl es nicht die HDMI 2.1 Features liefert. Niemals, ja. Wow, cool. Ich darf jetzt einfach auch sagen, ich bin ausgebildeter Präsident. Weil auch wenn ich nur Teile dieser Anforderungen erfülle, kann ich es trotzdem machen. So, in diesen Zeiten leben wir. Kannst alles draufschreiben. Im Endeffekt fällt es aufs Debugging aus. Alles abstecken, Slots wechseln, wieder einbauen. Die Hardware muss nicht mehr kaputt sein. Und manchmal reicht es sogar schon, Sachen raus und wieder reinzustecken und dann geht's auch einmal. Have you tried turning it off and on again? Kurz, weil ich im Chat gesehen habe. Yes? Dass eine Alternative zu dem Scheduler-Problem Windows 7 ist. Nein. Nein. Listen hier! Ich hab HDR-Monitore. Nicht nur, weil es alt ist. Lass mal die Features weg. Hast du schon mal versucht, Windows 7 auf einer NVMe zu booten? Hast du mal Windows Wenn du nicht die Treiber hast. CPU verwendet. Ja, gut. Aber hast du schon mal Windows 7 mit 2,5 GBE Netzwerkkarten versucht? Viel, viel früher hast du schon mal versucht, Windows 7 zu installieren oder eine der ersten Versionen vor 2012 mit USB 3.0 zu verwenden. Hast du schon mal versucht, den neuesten Firefox auf Windows 7 zu betreiben? Ich glaube, der wird sogar noch unterstützt. Ja, aber funktioniert das flüssig? Vor allem, wenn Web 3D geladen wird. Ja gut, da ist sowieso dann vorbei. Nvidia und so weiter unterstützt Windows 7 auch nicht mehr. Steam unterstützt Windows 7 nicht mehr. Wir sind ja Techniker. Wir leben davon, neue Sachen zu lernen. Neue Technologie, neue Hardware, neue Software. Es ist toll. Ich find's großartig. Auf der einen Seite, ich konnte mich in meinem ganzen Leben noch nie so sehr beschweren über neue Technologie. Weil früher liefen die Sachen meistens einfach.
das ist nicht nur Gefühl, das ist objektiv. Die Sachen waren noch nicht so kompliziert. Du hast zusammengebaut und es ging halt einfach, oder es hat gebrannt. Du wusstest, wenn es gebrannt hat, ging es nicht mehr, wie mein Netzteil. Hast halt ausgetauscht. Aber witzigerweise haben diese Komponenten die anderen noch nicht mit in den Tod gerissen. Es gab halt auch keine Legacies, keine so neuen Features wie, gib dem USB Strom, obwohl der Rechner aus ist. Das gab's halt nicht. Dafür hat halt nicht alles den Geist aufgegeben, wenn es letztes Mal gebrannt hat. Netzwerkkarte wird immer mit Power versorgt, damit du Welcome LAN machen kannst. Und die Netzwerkkarte hat mir die Möglichkeit, deinen PC zu starten. Wichtig. Warte mal, kann mir jemand kurz erklären? Nee, leider nicht. Wenn ein Microcode bei AMD gepatcht wird, dann betrifft es doch natürlich alle Betriebssysteme, oder? Die Frage ist, wie der Patch applied wurde. Wenn ein BIOS applied wird, betrifft es alle Betriebssysteme, klar. Wenn er über Windows Update kommt, weiß es keiner. Weil keiner weiß so wirklich, wie diese Updates ausgeliefert werden. Weil das Microcode-Update, das über Windows Update kommt, ist kein BIOS-Update. Das heißt, das BIOS bleibt auf einer älteren Version wie der Microcode. Und davon habe ich vorher noch nie gehört, bis ich gelesen habe, dass Microsoft das auch machen kann. Also ist das die Frage. Wollen wir mal über die Intel Management Engine reden? Bitte nicht. Die hat noch nie funktioniert, nie richtig. Und die Treiber sind nie aktuell. Wisst ihr überhaupt, was die Intel Management Engine ist da draußen? Wisst ihr, ihr habt es bestimmt alle schon mal gelesen oder diesen Treiber mit installiert, aber wisst ihr, was es macht? Da können wir weit ausholen. Ja. Die NSA das ist alles hat extra so CPUs Humbug. Und Server gekauft ohne die Management Engine drin. Bietet Intel aber normalen Businesses nicht an. Übrigens, ihr wisst noch nicht, worauf ich raus will. Also das war jetzt alles ein großes Build-up. Es war alles ein großes Build-up, um euch auf das Thema vorzubereiten, das ich jetzt habe. Wir hatten es gerade davon, Microsoft macht Microcode-Updates. Microsoft hat seit Wochen Sicherheitsprobleme. Master Keys wurden geleakt. Über Azure Cloud reden wir gar nicht mehr erst. Über Exchange reden wir nicht mehr und auch nicht über Office. Genauso wenig wie über Microsoft Mail und ich durchsuche alles und alles ist translucent. Und wir reden auch gar nicht darüber, dass Microsoft jetzt jede Festplatte durchsuchen darf und AGBs konform und so weiter. Nein, wir reden heute darüber, dass Microsoft jetzt CPUs auf den Markt bringt. Finde ich gut. Habt ihr von all den vorher genannten Themen irgendwelche Bedenken zu dieser News? Solange es in der Azure Cloud bleibt, nicht, nee. Azure Cloud übrigens, falls ihr es nicht wisst, wenn ihr einen OneDrive habt, sind eure Daten dort. Wo sie nicht nur Microsoft kriegt. Aber ist das nicht cool? Sie wollen KI-Chips und so weiter einbauen, um ihre Cloud zu steuern. Also AI, die niemals irgendwas trainiert, weil die sind ja auch gar nicht mit OpenAI gepartnert. Und OpenAI weiß gar nicht, wo es seine Modelle herkriegen soll. Und irgendwie klingt das alles im Hintergrund für mich nicht gut. Dass teilweise OneDrive-Daten verwendet wurden, um OpenAI, beziehungsweise um AIs irgendeiner Form zu trainieren. Ich habe nicht zugestimmt. Weißt du? Meine Bilder, wo ich mit 20 Gummienten in der Badewanne hocke, wollte ich nicht für OpenAI raushauen. Dass ChatGPT davon weiß. Microsoft ist jetzt quasi OpenAI. Reden wir nicht um den Brei drumherum. Das kannst du so nicht sagen, weil rechtlich gesehen ist es nicht so, Alex. Nur weil das. Genau. Übrigens, BlackRock und Vanguard sind nicht das Gleiche. Alles gehört BlackRock. Das Ding ist halt, wenn Sam Altman, und nicht nur Sam Altman, sondern OpenAI auch so dick ist mit denen und Microsoft mit denen zusammenarbeitet und sie haben ihren ChatGPT in Windows integriert in den Copilot und nicht nur in Bing und wir haben 1 Million Datenlecks gehabt über die Azure Cloud und die bauen jetzt AI-beschleunigte Chips für ihre Azure Cloud. Ich frage euch, ich sag gar nichts mehr dazu, ich enthalte mich einfach von dem Blödsinn. Völlig, macht doch was ihr wollt. Ich frage nur euch, ob bei irgendjemandem irgendwo irgendwie ein Alarmlicht angeht. In irgendeiner Weise. Und dann möchte ich wissen, warum. Weil ich bin ja, ne? Tell me, ist da irgendwas, was vielleicht sicherheitsrelevant sein könnte für uns? In irgendeiner Weise. Weil wir wissen ja, dass Daten niemals geleakt wurden und so weiter. Und dass unsere Daten nicht einfach benutzt würden, um Alex, Sachen zu trainieren. Und wird unser Gespräch gerade dazu verwendet, eine AI zu trainieren? Ja. Wir reden immerhin über Teams. Ja, nicht nur über Teams, wir reden auch über Google. PCs? Wir trainieren auch gerade den YouTube-AI-Bot. Achso, ich dachte jetzt Google, weil hier... Ja, den auch, Google auch, aber Google ist ja YouTube. Dieser Skin, ich weiß nicht, ob man das sieht, dieser Skin.
ist gerade auch eine witzige Kontroverse. Ich frage nur vorsichtig nach, weil der Moritz meint, ich sehe das zu streng. Nee, das. Aber irgendwann bin ich wieder der Typ, der I told you so gesagt hat. Das nicht mal. Aber bei anderen Sachen schwurbelst du mir manchmal ein bisschen zu viel. Zumindest. Die sind aber trotzdem meistens wahr. Schwurbeleien finde ich immer ganz interessant, aber sowas kannst du nicht im Internet sagen. Oder viele. Aber es ist trotzdem meistens im Nachhinein wahr. Und dann heißt es wieder, ich habe übertrieben, dann hatte ich doch recht. Und dann sagen sie, ja, das ist mir doch egal, dass du recht hattest. Ja gut, ja. Ich guck nicht mehr, Moritz. Ja! Ist das hier echt oder real? Ich denke eher, das Ganze ist, ist. Ne? Was, ja. Was anderes, kann halt was anderes kannst du... Ja, kann auch halt verstehen, dass Microsoft CPUs auf jeden Fall herstellen möchte, gerade weil ja ihr bester Freund Apple das jetzt schon länger macht. Das war logisch, dass sie es machen, und jetzt halt mit KI ist das sowieso ein Thema für sich aktuell, halt nochmal eine Schippe obendrauf. Why not? Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Microsoft-Fan, ne? Aber von Windows kommst du an vielen Stellen einfach nicht weg. Wenn du es willst. Das Problem ist halt, dass auf diesen CPUs die Daten berechnet werden, die Leute, die Privatleute, die es nicht besser wissen, in ihrer Cloud haben. Viel und die werden halt gescannt. Warte, ich muss noch ganz kurz nur zu Ende. Und Microsoft darf ja nicht nur eure Festplatte scannen, sondern auch alles, was in der Cloud ist. Und es steht in den AGBs. Und sie scannen es auch auf Sachen, die ihren AGBs widersprechen. Sogar theoretisch, wie wir schon mal hatten, selbst Nacktbilder würden den AGBs widersprechen. Es würde, wenn du Jailbreaks hast für deine anderen Konsolen, alte Konsolen, übertakten, switchen, ein bisschen takten, das ist auch gegen die AGBs. Und so weiter. Das sind alles Dinge. Und sie haben angekündigt, dass sie aktiv die Nähe zu den staatlichen Vollzugsbehörden suchen und das Sache auch zur Anzeige bringen. Wenn es jetzt dem Recht auch widerspricht. Na, sie wollen gleichzeitig zum Internetpolizisten werden damit. Haben sie angekündigt, steht in den AGBs, haben sie veröffentlicht und so weiter. Das ist ihr offizieller Kurs. Das Bedrohliche dahinter ist ja, dass das sind alles Privatsachen. Und Privatsphäre ist ja geschützt, rechtlich. Ich finde eine andere Sache viel, viel schlimmer. Ja. Nicht mal, dass Privatkunden gescannt werden, auch Firmenkunden. Stichwort Copilot in Office 365 zum Beispiel. Ja. Firmenkunden, denen du deine Daten als Privatkunde gegeben hast, dieses Firmenkundens, vielleicht sogar eine Behörde, die das eingesetzt hat, was weiß ich, Landratsamt oder so. Ja. Und die ihre Daten dann in der Cloud liegen haben. Vielleicht sogar wie, wer war das? Schweiz, die in der China-Cloud? Ja. Haben. Und das dann gescannt wird, zum Trainieren benutzt wird. Dir vielleicht, weil du in der China-Cloud bist, dir als Ausländer dort auch mal ein vorsorgliches Sozialprofil angelegt wird. Das Problem ist, da liegen ja auch Geschäftsgeheimnisse drin von Firmen, ne? Da liegen ja auch Geschäftsgeheimnisse. Das finde ich jetzt gar nicht mal so viel. Moritz. Halt mal an. Jetzt stell dir mal vor, die Azure Cloud und das ganze Cloud-Zeug und deine E-Mails oder viele nutzen Office und die Sachen werden gescannt, landen für AI-Trainierung und so weiter, landen sie im Scanner und wird alles durchgesucht. Sagen wir, das sind jetzt medizinische Daten drin von dir. Oder eben Firmengeheimnisse, Bankauszüge für Größe und das geheime Rezept von Coca-Cola. Da wurde halt aus Versehen Open Source gemacht. Und dann auf einmal, und wir wissen, dass die Azure Cloud. Es gibt nirgends, im Darknet gibt es nicht mehr Hacker und Flüchtlinge als in der Azure Cloud. Weil wir wissen, die ist offen für alle. Denen ihr eigenes Intranetz gehört ihnen quasi nicht mehr, weil da so viele unterwegs sind, dass es verseucht ist mit Menschen, von denen sie nicht mal wissen, wer das ist. Können wir nochmal ganz kurz aufreißen. Ein einziger Key-Leak aus einem Bug-Report vom Live-System ins Entwicklungssystem. Also wirklich nur, ein Entwickler hat einen Crash-Report aus der offiziellen Azure Cloud bekommen. Dort war halt zufällig ein Key, sollte nicht drin sein, war halt so. Aber in dem Moment, in dem der in das firmeninterne Corpnet gegangen ist, von Microsoft, da wo die ganzen Mitarbeiter drin sitzen, in dem Moment hatten Angreifer Zugang zu diesem Key, weil deren Corpnet so verseucht war, dass da die Angreifer quasi ein- und ausgegangen sind. Dadurch. Die kommen da leicht, die kommen in dieses.
die kommen in dieses Corporate-Net leichter und schneller rein als ins Internet, bin ich schon drin. Und das gehört ihnen quasi nicht mal. Und das sind eure Daten und die Firmengeheimnisse und die Krankenakten und alles, was da genutzt wird, die Steuerbescheide, die Bankauszüge. Ja, gut, das wird dann nicht hin übertragen, nicht, dass das jetzt falsch ist. Wenn du es in deiner Azure Cloud speicherst oder das sharest, ne, oder in der Mail schickst, du schickst, wie viele Leute verschicken eine E-Mail mit Röntgendaten oder mit MRT-Scans? Wie viele Leute bekommen sowas, solche PDFs oder hin und her? Wie viele Leute haben Daten, die keiner sehen soll, weil sie sehr privat sind, App-Informationen oder Sachen oder Anwaltssachen, die verschickt werden. Da können wir ja fast schon froh sein, dass wir in Deutschland leben, wo viele wichtige Sachen noch per Fax geschickt werden. Schaff die Faxe nicht ab! Bleib typisch deutsch! Alex? Ja? Konnte mein Gewerbeantrag nur einreichen, weil ich es per Fax geschickt habe. Ich wäre zu jung gewesen. Aber nur weil ich per Fax, keinen Fax mehr, ne? Weil ich per Fax geschickt habe, wurde das nicht überprüft. Ja. Also geht nicht mehr, braucht er nichts gegen machen. Ich, alles gut. All das ist 1984. Und da, das dürfen die auch einfach. Damit, weißt du, die Deutschland und die EU motzen immer DSGVO, das geht doch nicht und so weiter. Und dann hängen sie sich dann auf am Co-Pilot. Ach, der darf in Europa nicht aktiviert werden und so weiter. Und die sehen halt einfach nicht, dass der Wolf schon die Hälfte der Schafsherde gefressen hat. Und die interessiert die auch irgendwie gar nicht. Lass sie machen. Lass sie machen. Wie war das, der kleine Mann, der kriegt bei einem Datenschutzverstoß auf die Finger und wenn es um die Großen geht, dann, ach, oh, das war ja gar nicht so schlimm. Das wird nicht nochmal vorkommen, alles gut. Oh, jetzt kommt's. No. Warum reagiert die EU und das Parlament nicht? Weißt du, wie viele Rechenzentren, Serverinfrastruktur und wie viele Jobs und natürlich Bruttoprodukte? Oh, Jobs sind immer ein gutes Argument. Wie viel davon in der EU ist von Microsoft? Wie viel Geld da investiert wird? Wie viele Zentralen? Warum heißt das Google Ireland LLC? Warum heißt das Microsoft Ireland irgendwas? Ja, warum? 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 Weil da so viel Geld fließt und du weißt gar nicht, wie viel Geld von Lobbyarbeit in irgendwelche EU-Sitzungsränge fließen könnte. Oder wer da auf Flüge eingeladen wird, auf Epstein-Inseln. Du weißt es nicht. Keiner von uns weiß das Ganze. Aber da ist so viel Geld und Gehaltsklassen drüber und Attentäter mit verschiedenen gefährlichen Mitteln und Wegen, dass dein Auto brennt, involviert, dass du das auch nie rausfinden wirst. Das sind ich jetzt wieder Klassen... Wenn es davon nicht bestätigte Fälle gegeben hätte. Ja. Es gibt davon bestätigte Fälle, von vielen solchen Dingen. Das Ding ist, die Öffentlichkeit schaut da gerne weg und dann schauen auch Politiker gerne weg. Manchmal aus Angst, manchmal einfach, weil sie die Urlaube der nächsten 20 Jahre schon finanziert haben. That's how our world works. Ich auf unseren Daten. Sagen, ne? Ich hätte dich jetzt auch unterbrochen irgendwann, weil am Ende... Ja, ist ja... Bringt ja nichts. Ich sag ja nur, was ihr... Nicht so gut. Nö, ich sag ja nur, dass es... Das ist eh, was ihr alle schon wisst, ne? Deswegen, darüber brauchen wir gar nicht reden. Deshalb reden wir über was ganz Spannendes, was ich noch vor der ersten Pause mal, dass ihr mal einen Kaffee holen könnt und so weiter mache. Was diese Leute hier wahrscheinlich alle nicht richtig mitbekommen haben, aber jeder von ihnen wird was davon nutzen. Es wird gerade heftig diskutiert. Und es wird dann gesessen, dass ESA-Support für den Linux-Kernel gedroppt wird. Jetzt wird's spannend. Wisst ihr, was ESA ist? Wir sind bei PC Express. Davor war der neueste Schrei AGB. Davor war der neueste Schrei PCI. Und davor war der neueste Schrei ISA. Das ist jetzt für euch vielleicht super unwichtig, ne? Die ersten Soundblaster und Soundbeschleunigerkarten und MIDI-Karten. Aber ISA wird in der Industrie sehr häufig genutzt. Immer noch. Für große Maschinen und Fertigungsprozesse und sowas. Viele Firmen haben noch ISA-Karten und sind bei Linux drauf angewiesen, dass der Linux- und BSD-Kernel das unterstützt. Naja, die Open... Firmen updaten jetzt nicht unbedingt auf den neuesten Kernel. Das stimmt, muss aber manchmal mit neueren Systemen kompatibel sein, ne? Und deswegen ist es sehr interessant, oder Geräte gehen kaputt und müssen neu aufgesetzt werden. Deshalb ist es interessant, BSD, also FreeBSD, droppt den Support noch nicht. Aber der Linux-Kernel schon. Was interessant ist. Ja gut, die sind ja erstmal eigenständig. BSD hat ja nichts mit Linux zu tun. Das weiß ich, aber ne, es ist interessant. Also, was mich da verwundert ist, warum wird es von Linux-Kernel überhaupt gedroppt? Das hat doch nicht so viel Backtrack. Es stört doch keinen, ob da jetzt ISA-Support mit drin ist, wenn du eh keine ISA-Slots hast. Ja, halt, wer es nicht weiß, ihr da draußen,
nutzt zu 70-80% nutzt ihr auch ESA. Denn die Realtime-Clock ist bei den meisten Mainboards on Mainboard immer noch per ESA angebunden. Kein Scheiß. Die brauchst du in Windows ja nicht, du hast ja drei Schleifen, die diese Ja, aber es ist kein Witz. Auf den meisten Mainboards wird heutzutage der ESA-Standard, der schon so alt ist, immer noch verwendet, aber nur für die Realtime-Clock. Und die meisten Hersteller machen das immer noch. Das heißt, du weißt schon früher auf dem Gameboy, dass die Safe States mitgehen, die Batterie und so weiter, also die Uhr, die mitläuft, die läuft immer noch auf ESA sehr oft. Und das weiß kaum jemand. Das ist in modernen Systemen noch so. Also es ist nicht so alt und so weit weg, wie ihr denkt. Wenn jetzt der Support gedroppt wird, geht auf vielen Mainboards, auch modernen, die Realtime-Clock nicht mehr. Unter Linux. So nicht richtig, stopp, falsch, stopp, 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 falsch. Okay, dachte schon. Die Uhrzeit kommt vom BIOS. Das BIOS redet mit der Uhr. Das Windows sieht diese Uhr gar nicht. Das sieht nur, dass das BIOS eine Uhrzeit hat. Ja, aber manchmal wird es von Programmen und so weiter trotzdem abgegriffen. Wir reden ja, aber dein Kernel ist erstmal vollkommen egal. Das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Da aufpassen. Ja, aber kann das dann nicht mehr abgegriffen werden, weil es auf Treiberebene von der Realtime-Clock ab und nee, nee, weil das BIOS gibt dir das. Nee, weil warum solltest du es tun? Das ist sowieso die Frage. Nee, ist sowieso die Frage, wenn die es intern verwenden, hat dein OS da überhaupt Zugriff drauf? Da weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie. Ich kenne die Architektur auch nicht. Vielleicht weiß der Chat da mehr. Ich fand das nur sehr interessant und dieses Gedankenspiel, hey, das wäre ja blöd, weil dann geht ja die RTC nicht mehr. Das wäre gut. Weil, so wie ich die Linux-Kernel und vor allem die Mailing-Lists kenne, hätte es einen riesen Backlash gegeben und es wäre gar nicht zur Diskussion gestanden, wenn das wirklich so wäre. Okay. Wenn wirklich der Kernel irgendwie damit interagieren würde, dann wäre das gar nicht zur Diskussion gestanden. Ja, okay, dann ist es egal. Ich dachte nur, vielleicht hat es damit was zu tun, dass es dann vielleicht trotzdem Probleme geben könnte. Ich kenne ja nicht alle Konfigurationen oder wie das funktioniert, ne? Aber gut, okay, dann ist es nur für die Firmen interessant. Aber ja, ich würde auch gerne wissen, warum sie es droppen, weil so viel Ressourcen und Zeugs frisst es ja wahrscheinlich doch nicht. Naja, vielleicht blockiert irgendein Workaround davon irgendeine Entwicklung in einem anderen Standard. Also, du weißt nicht, wie die Entwicklung ist. Außerdem muss halt immer getestet werden, jedes Update. Wenn irgendwas jetzt an irgendeinem Scheduler anders läuft, irgendwie irgendwas an CPU-Interrupts an sich umgeschrieben wird, wie auch immer, dann müssen solche Features halt auch getestet werden. Und das ist halt ein Aufwand, den du dir damit dann sparst. Weil halt ein weniger ist, auf die deine Entwickler achten müssen. Zu Docker kommt immer ganz viel. Kubernetes habe ich für die Zukunft geplant. Und Podman habe ich leider gerade noch nicht auf dem Radar. Aber ja, es kommt zu den Themen noch mehr. Ich habe auch wieder was produziert. Das Video am nächsten Montag wird euch helfen, euer Netzwerk zu optimieren und schneller zu machen. Und SMB. Schaut das an. Ja, das kommt noch. Netzwerktuning, also bevor das Netzwerktuning-Pack fertig ist, gebe ich euch schon mal ein paar Tuning-Features. Nächsten Montag. Kommt noch. Also ich habe jetzt so viele Kommentare mit durchgelesen. Wild. Ja, Wolfgang, ich finde es auch privat, aber leider ist privat nicht mehr privat. Seitdem es Internet gibt. Schimmelmedia, ja, 2038, das Ende der 32-Bit-Unsigned-Integer, beziehungsweise ab da überspringt die Unix-Time das 32-Bit-Integer-Limit. Das wird alles... 32-Bit-CPUs können nicht mehr weiterzählen. Alles gut, der OKB wird es lösen. Der holt ein IBM aus den 70er Jahren, die tun dann den Code Realtime dekompilieren, dann gibt es ein bisschen Zeitreiseprobleme mit dem CERN und danach ist das Ganze gelöst. Das wissen wir ja schon, das haben wir ja alle. Aha. Da hat jemand es live nicht gesehen. 64-Bit-System werden damit wahrscheinlich kein Problem haben. Und 32 gibt es ja quasi nicht mehr. Ja, stopp, nein, Alex, nein. Wurde Windows 32-Bit nicht eingestellt? Ja, Windows nutzt sowieso nicht die Unix-Time. Windows hat drei Schleifen, die Sekunden, Minuten und Stunden mitzählen. Ja, und Linux wird doch mittlerweile auch hauptsächlich auf 64-Bit, also auf Minicomputern ausgeliefert. Ach so. Nein, das stimmt nicht. Der Kernel an sich ist 32-Bit. Immer noch? In Teilen. Okay. Sehr viel läuft noch auf 32-Bit. Und vor allem Embedded-Systeme. Was ist jetzt mit an Sachen, die du gar nicht denkst, die unter deinem Auto? Irgendwelche Steuergeräte von was auch immer. Good point. Vor allem kritische Infrastruktur, was weiß ich, Stromnetz. Irgendwelche Steuergeräte, die seit 40 Jahren drin sitzen. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, die ganzen Embedded-Systeme. Das ist das Hauptproblem, denke ich. ESP32s.
Windows wird es nicht betreffen. Windows wird es wahrscheinlich absolut nicht betreffen. Aber vor allem, weil es noch 15 Jahre hat. Das ist böse für alle, die Subsysteme auf dem Mainboard haben. Das kann natürlich auch sein, ja. Für alle IPMIs, für alle, die diese Mini-Linux und das Zeug haben. Du siehst ja sogar im Astrox-Board haben wir es ja jetzt erst gesehen. Du kannst es nach 2099 einstellen. Wir waren jetzt gerade bei den Kunden. Kritische Infrastruktur wird es die meisten Leute betreffen, weil es läuft auf alles auf altem System. Im Flughafen ist noch Windows 3.11 im Laufen. Ich wollte gerade sagen, was machen Banken, die noch alte Mainframes haben? Na gut, das deutsche Energienetz in großen Teilen wird noch gesteuert von Windows 95. Also ja, kritische Infrastruktur würde sehr viele betreffen und denen ist das 2038-Problem durchaus bewusst. Vor allem den Admins dahinter. Aber wir haben ja noch die Zeit bis dahin. Ja, 15 Jahre ist gar nicht mehr so viel. Ja, und man darf nicht vergessen, die Welt geht unter 2000, Mark ist ja dann doch nicht eingetreten. Ja, aber das wäre ja auch nur bei beschissener Programmierung entstanden. Also ja, das ist ein Problem. Wir werden darüber berichten, wenn es eintrifft, 2038, wenn es uns noch gibt. Also 2038 wird nicht so einfach gelöst sein wie 2000, indem du ein bisschen tot umschreibst. Weil Moritz, wäre es nicht geil, wenn wir genau dann einen Livestream haben und darauf hinzählen? Ja, wenn der Stream abstürzt, dann wissen wir, was passiert ist. Dann hat Twitch immer noch 32 Bit. Du musst eigentlich nur aus dem Fenster gucken und oben schauen, ob die Trafos explodieren oder irgendwas brennt. Naja, was ist jetzt hier mit irgendeiner Raketenabwehr, die noch mit Disketten betrieben wird, wo sie Kobol-Entwickler suchen? Warte mal. Die ganzen russischen Abschussrampen. Ja? Die ersten chinesischen Atomsatelliten. Wenn die denken, wir haben 1970, plötzlich wieder Kalter Krieg. Schwierig. Das ist schwierig. Ja, okay, jetzt mal eine ganz ernste, harte Frage. Was ist mit Voyager 1 und 2? Den können wir kein Update geben. Wir kriegen keine Deep Space Infos mehr, nichts mehr aus der Ortschen Wolke, gar nichts. Hold it, das müssen sie irgendwie fixen, die NASA. Laufen die noch bis 38? Die laufen noch länger, die haben Atombatterien. Was ist mit die Voyager 1 und 2 kannst du nicht updaten. Können wir bis dahin noch mit denen kommunizieren? Ja, die Kommunikation findet immer noch gut statt. Ist immer noch alles klar, alleine ja, aber alles gut. Ziemlich one-way. Nee, das geht schon. Das dauert 2-3 Stunden, bis die antworten, aber sie antworten immer noch in Echtzeit. Die haben jetzt sogar ein Firmware-Update letzte Woche bekommen. Voyager 1 und 2 haben on the fly Firmware-Update bekommen, um es effizienter und schneller zu machen. Läuft, glaube ich, noch ein paar Pascal. Voyager 2 ja einige Probleme letztens hatte. Die haben auch den Kontakt verloren, weil sie was gebrickt hatten am Firmware und haben das Ding aber im Cold Boot wieder hochbekommen. Und das musst du mal überlegen über so viele Kilometer. Das Ding ist außerhalb unseres Sonnensystems. Bei Sonnenwinden dürfte da. Kilometer. Ja, okay. Wir sagen, die ist ungefähr fast 2 AE weg. Besser? Astronomische Einheit. Eine astronomische Einheit ist die Distanz der Erde zur Sonne. Und darin messen wir alle Einheiten. Ich glaube, es sind schon mehr. 2 ist, glaube ich. Obwohl ich 2 ist ungefähr 2 AE weg, glaube ich. 8 Lichtminuten? 8,3 Lichtminuten. Okay. Okay, jetzt wird es für manche Leute zu wild. Ja. Das sind die ersten Sonnen, die Menschheit rausgeschickt hat, ne? So im tiefen Raum. Und die haben das Sonnensystem verlassen, sind teilweise schon aus der. Da gibt es einen Kuipergürtel und die Ortsche Wolke und die sind da raus und sind dem Wahn. Oh ja, pass auf, wir machen mal. Geh auf Google Maps. Ja, warte. Wir machen. Komm für alle. Ich liebe Astronomie, ihr vielleicht nicht, deshalb gehen wir gleich in die Pause, aber das machen wir noch vorher. Kommt Theater aus. Also, wir haben hier einen Kuipergürtel. So, vielleicht kriege ich es auch im Vollbild hin. Ja, also, wir haben hier einen Kuipergürtel. Diesen Gürtel, der besteht übrigens aus Sachen wie potenziell NASA wirklich freigegeben oder wirklich gesagt, da könnte ein Nibiru drin sein. Also der Planet 9, der wirklich da ist. Alle suchen nach ihm, aber er ist halt irgendwo random und keiner kann ihn finden, weil er genug Masse hat. Der irgendwann postulierte Planet wird dann auch gefunden werden. Warum ist Pluto kein Planet mehr, aber der, den wir nicht gefunden haben schon, also reden wir nicht drüber. Und hier ist New Horizons und hier ist Voyager 2. Also ein bisschen, ja gut, Voyager 2 ist 1 AE, 2 AE, 3, vielleicht 3,5 AE weg. Voyager 1 ist schon ein bisschen viel weiter, weil die sind ein paar Jahre früher gestartet worden. Das dauert schon, bis da der Datenkommunikation durch ist.
Aber wenn die so weit weg sind, kannst du halt auch kein 64-Bit-Update machen. Oder einfach einen Techniker hinschicken, der neuen CPU einbaut. Wie willst du eine CPU-Architektur updaten, Alex? Ja, indem du einen neuen Chip einbaust, ne? Aber du müsstest dann halt einfach anders zählen, deine Software anders schreiben. Eventuell kommt ihr auch damit klar. Weiß ah, 10er Ewig. Danke schön, Manu. Das sind 10, über 10er Ewig. Gut, dann haben wir jetzt 1080, also seid ihr ungefähr bei bisschen mehr, so um die 90 Minuten sind die weg. Lichtminuten. Licht, ja. Lichtminuten. New Horizons hatte viel mehr Glück, denn New Horizons zu einem besseren Zeitpunkt gestartet. Es hatte einen besseren Beschleunigungsfaktor. Die nehmen Planeten wie den Jupiter zum Boost, ne? Gravitationsboost. Du wisst ja, wenn du was schnell reinschickst und das hohe Gravitation, feuerst du schnell raus. Und Voyager 1 und 2 hatten eine suboptimale Planetenkonstellation, um sich rauszubeschleunigen. New Horizons ist schneller unterwegs als die anderen, weil es einfach eine bessere Konstellation nutzen konnte. Die Planeten waren so schön in der Line, dass das Ding richtig Fahrt aufnehmen konnte und Gravitationsenergie mitnehmen konnte. Und es gibt nichts, was im Moment so weit weg ist und so... Wie lange braucht ein MB, bis es da ankommt? Naja, wie gesagt, um die 80, 90 Lichtminuten. Aber das Ding kann kein MB schicken, schickt Kilobytes. Das läuft ich hab jetzt auf Pascal, glaube ich, sogar noch. Voyager 2 ist aktuell 134 AUs entfernt. Das sind 20 Milliarden Kilometer. Und eine Nachricht dahin braucht 18 Lichtstunden. 18 Lichtstunden, da haben wir es da angeführt, das siehst du, 18 Lichtstunden. Das heißt, Julia? Da ja elektromagnetische Signale mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, braucht 18 Stunden. Nicht schlimm. Heißt. Doch. Das heißt, selbst wenn wir dieses Ding bricken, und das ist das nächste Problem, also wenn wir versuchen werden, 2038 die zu updaten, dass sie irgendwie trotzdem weiter funktionieren werden, dann wissen wir erst 18 Stunden später, ob wir sie für immer verloren haben. Das ist doch übelst bescheuert. Also der Kerl, der da bei der NASA hockt und diesen Code kompiliert und hochlädt. Ich will nicht wissen, wie der schwitzt. Das wird der schlimmste Tag seines Lebens sein. Ich glaube, da wird dann die ganze Belegschaft drüber schauen müssen und drücken mehrere gleichzeitig Enter. Egg of Evil. Egg of Evil. Ja. Wo du mit einbauen musst. Was sind 18 Lichtstunden in normalen 24 Stunden? 18 Stunden? 18 Stunden sind 18 Stunden. 18 Stunden sind 18 Stunden. Das Licht braucht 18 Stunden. Das Licht fliegt mit 300.000 km/h umher. Das heißt, das Licht braucht bei der Geschwindigkeit von 300.000 km/h braucht das Licht 18 Stunden, um dahin zu kommen. Eine Lichtstunde ist keine Zeitangabe. Eine Lichtstunde ist eine Entfernung. Ist eine Distanz. Ein Parsec ist auch eine Distanz und keine Zeitangabe. So, wurde damals von der Hackergruppe geknackt, war ziemlich bekannt, da dann jeder genommen hat, er kann nicht sagen, okay. Aber jetzt mal trotzdem, dass die für Error Correction und so in ihren Code da einbauen müssen, damit unterwegs da der Code noch irgendwie halbwegs brauchbar bei Voyager ankommt. Also, ja, man darf nicht vergessen, das geht alles über Funk noch, ne? Das geht alles über Funk, da war noch nichts mit Lasersignal. Das ist alles Radiowelle. Das heißt, die wird exponentiell schwächer, je weiter die wegkommen, das ist logisch. Und allein das Noise-Debugging, also ne, es gibt ja überall eine CEC-Fehlerkultur, wie es Julian sagt, aber da muss ja das Signal so und so oft durch Verstärker, dann wieder durch Denoiser laufen und so weiter, bis man überhaupt wieder ein halbwegs verwertbares Signal bekommt. Und wenn du eine Firmware da hochlädst, bis das Ding das als Bitflip interpretiert und dann einfach sagt, okay, Selbstzerstörung aktiviert. Das ist eine Leistung. Die Leute werden nicht, ja, dann noch in der Programmiersprache, die seit der Kreidezeit ausgestorben ist. Wahnsinn. Ja, was für Programmiersprache wird wahrscheinlich pures Assembler sein, oder? Wahrscheinlich sogar direkt in Binär. Direkt in Binär, das schicke ich in Binär hoch. Nee, ist glaube ich Assembler. Da ist ein kleiner Roboter drin, der die Chips umlötet. Nach deiner Anweisung. Astromech. Und dann darf man nicht vergessen, dass... KI. Und wer es nicht weiß, man darf ja nicht vergessen, diese Satelliten, die haben redundante Systeme. Aber die sind aufgebraucht. Ja. Viele Funktionen gehen schon nicht mehr und die redundanten Systeme gehen auch nicht mehr und die haben einfach Chips umprogrammiert, dass sie andere Funktionen übernehmen. Also die sind schon auf dem Backup. Und auch auf Co-Prozessor. Die haben viele Redundanzen gehabt, aber die sind alle schon hin. Das heißt, um das zu fixen, haben die nicht mal einen Try. Die können nicht mal sagen, hey, pass auf, wir springen auf zweite BIOS, wenn das erste hin ist. Das ist alles live on Hotwire. Im laufenden Betrieb. Da gibt es auch nichts mehr mit off, vor allem bei Voyager 1 nicht mehr. Da gibt es nichts mehr. Also es muss funktionieren.
Da wurde dann halt aber auch, wenn irgendwas sich nicht benommen hat, irgendeine Komponente, wurde die halt remote abgesoldert. Ja, aber das nächste ist, dass teilweise wurden diese Komponenten dann wieder reaktiviert, weil sie repurposed werden mussten für andere Sachen. Aber wenn was deaktiviert wird in so einer Sonde, die wird warm gehalten durch eine Atombatterie. Da ist radioaktives Material dran, das zerfällt, das erzeugt Wärme und das ist das Wichtigste. Nicht der Strom ist das Wichtige, die Wärme. Weil die Komponenten werden bei minus 200 x Grad einfach so kalt, dass sie nicht mehr funktionieren. Das ist der absolute Gefriernullpunkt. Da ist nichts mehr, keine Bewegung. Also ich bin ja dafür, dass die NASA Microsoft aufkauft und Windows neu schreibt. Die können es wenigstens. Die schaffen es. Das nenne ich mal Backwards-Kompatibilität. Deswegen sage ich auch, also zum einen bei Voyager 1 weiß ich gar nicht, ob sie da überhaupt Unix-Code verwendet haben. Das gab es noch gar nicht. Beziehungsweise Unix-Time kam ja erst 1970 auf. Aber es ist 32-Bit. 32-Bit ist die Frage, verwenden die 32-Bit? Kein 16-Bit. Die ersten Geräte mit die 32-Bit hatten, soweit ich weiß. Okay. Kein 16-Bit, die Chips. Weil waren ja super modern. Das war das Modernste, was wir hatten. Letztendlich, diese Unix-Time zu umgehen, du hast nebendran einen Teller, der mitzählt, wie oft ist die schon durchgelaufen. Das wäre ja easy. Was wollte ich sagen? Wie viel hat das Ding? Genau, die NASA. Ja, ja, hau raus. Weil ich weiß, das Ding hat irgendwas, ich glaube, das Ding hat 4 Kilobyte an Memory. Hat sie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel die Voyager 2 hat, aber die Voyager 1 hat 4 Kilobyte an Memory. Die Demos, glaube ich. Doom drauf. Das war halt gigantisch. 4 Kilobyte Memory war zu dieser Zeit unendlich groß. Da hast du gedacht, da kannst du ja alles mitmachen. Deswegen ist ja die Demoszene, die kann damit alles machen. Ja, immer noch. Ja. Die Demoszene. Nicht mehr so viel. Ach komm, es gibt immer noch ein paar saugeile. Es gibt vielleicht Fairlight nicht mehr, aber es gibt noch so. Ja. 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 Ich hab das. Gehst mal rein, Demo-Archive. Alex, immer noch gemacht. Was ich eigentlich sagen wollte: Die NASA denkt an sowas. Die haben sowas bedacht. Deswegen gibt es ja auch so viele Redundanzen da drin. Und auch jetzige, weil vorhin gefragt wurde, die ISS, da wird nichts passieren. Vor allem sind da ja auch Leute oben, die das fixen. Die vielleicht das umbauen können. Da wird ja live gefixt. Da wird auch ein Loch mit Scaffer abgeklebt. Ja, wird da ja echt gemacht. Aber ja. NASA hat dran gedacht, das wird schon passen. Ja, die ISS gibt's ja 2038 gar nicht mehr. Nee, die ist bis dahin eingemoddet, kontrolliert. Stimmt, die soll ja. Also im Moment werden Leute gesucht, die ISS aufkaufen. Ihr könnt euch melden. Doch, Moritz, komm, lass doch mal machen. Wie wäre der erste Internetprovider aus dem. Ja, sein Moritz, du darfst dann auf der ISS wohnen? Ja. Ein Zentrum im Weltraum. Wart mal. Die ISS ist in internationalen Gewässern. Das heißt, wenn du da hochfliegst und sagst, du darfst da wohnen und gehst da rein, dann bist du offiziell ein Pirat. Wie Mark Watney. Ja. Du bist offiziell, du claimst dann die ISS, du bist dann offiziell ein Pirat und darfst dem einen neuen Namen geben. Ja. Den Mark Watney habe ich heute erst geguckt, den Film. Der Name Guter Film. Muss dann aber auch anerkannt werden. Wird er, weil du bist der Pirat. Du hast den ganzen Land. Du darfst das. Na gut. Also, ne, du könntest da drin dann leben. Das wäre doch auch ganz geil. Weiß ich nicht, ob ich das will. Ist doch nicht so, ist doch mehr Platz als in deinem Rechenzentrum. Wage ich auch zu bezweifeln. Vor allem Moritz, der große Typ, der kommt doch nirgendwo durch. Ja, wieso? Da kannst du durchschweben. Durch. Ja. Oh, komm, ich habe noch eine Sache. Komm, wir machen gleich Kaffeepause, ne? Habt ihr das mitbekommen, dass es Payless gibt? Wisst ihr, was Payless ist? Ja, ein Loch in der ISS ist gar nicht so schlimm. Das ist kein U-Boot. Du hast da nur einen Bardruckunterschied. Das kannst du tatsächlich mit Gaffer flicken. Ja, natürlich kannst du mit Gaffer flicken. Nee. Also, das funktioniert. Das ist nur ein Bar-Unterschied. Da implodiert dir nichts, wenn du das... Ein Bar. Wenn du vieles fixen. Aber ob du solltest, ist die andere Sache. Gehst du ins Schwimmbad 10 Meter unter Wasser, hast du schon 2 Bar. Ja. Also drüber. Da ist der Druck auf deine Lungen schon höher als der Druck auf die Außenseite der ISS. Nee, andersrum, von innen ja.
Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Pass auf, ich habe noch was für euch. Influencer, Schlimmfluencer. Mach kurz Pause. Okay. Zeigt mal, ich war nie ein Modemensch. Ich trage immer noch die Sachen, die ich mit 16 Jahren getragen habe, wortwörtlich. Ich habe das gleiche T-Shirt immer noch an, gerade eben. I don't care, solange es passt und in den Fetzen liegt. Ich bin aber auch ein besonderer Mensch. Influencer oder Mode-Influencer sind ja dann ein ganz anderes Ding. Und es gibt so in Amerika so einen Shop, der heißt Payless. Das ist sowas, wie wenn du bei uns in eine Action gehst oder ein Kick. Also so wirklich so günstig wie möglich, zahl wenig. Ne? Sowas wie ein Kick oder ein Teddy. Und das Interessante ist, die haben einen Gag gemacht. Die haben eine Filiale eröffnet und haben sie nicht Payless, sondern Palessi genannt. Und haben ihre Preise mal 100 genommen. Hast dann statt für 5 Euro für Schuhe $500 gehabt. Und haben Influencer eingeladen zur Eröffnung. Und alle, oh, diese Modebrand, oh, das ist doch Qualität hoch 10. Und alle haben das so gelobt und oh, Kultur. Könnt ihr euch gerne mal, gibt es im Internet Videos dazu. Oh, ist das grandios und oh, das spiegelt unsere Haute Couture wieder. Und am Ende haben sie ihn halt aufgeklärt. Das ist der gleiche Scheiß. Wir haben mal 1000% Aufschlag draufgehaut und wollten mal schauen, wie gut seid ihr Mode-Influencer eigentlich. Das waren 200, das sind 1000%, okay. Yes. Ja, Entschuldigung, halt von, ne? Spricht für die Leute, ne? Hauptsache, es klingt nach viel Geld, ne? Balenciaga haben ein Handtuch rausgebracht für 500 Euro zum Rumwickeln. Und dann hat Ikea einen Tag später oder eine halbe Woche später eine Werbekampagne gemacht, haben auch ein Handtuch zum Rumwickeln, 15. Ikea. Oh, ja, ich hab's noch nie verstanden. Ich hab's noch nie verstanden, dieses ganze Modeding und, ne? Was zahlen ist, naja. Ja. Ich habe es noch nie verstanden, vor allem bei Klamotten nicht. Eigentlich sollte man dann nach der Qualität gehen. Man fasst es an und testet es aus und schaut an, ist es gut oder schlecht. Ja, okay, ne? Was ich noch verstehen kann, neben Qualität, Arbeitsbedingungen, wie ja. Gebeldet wird. Ja, einfach, vollkommen verständlich. Einfach Geek Freaks Merch für 100 Euro, ganz einfach. Aber aufpassen. Ich passe dir jetzt den Preis im Shop an, kein Problem. Genau. Das ist einfach nur schon importiertes Wish, da muss man aufpassen. Oder Temu. 1:1. Das sind alles diese China-Produkte. Keiner weiß, wie es Action macht. Sie nehmen diese China-Produkte und importieren sie zu uns und hauen sie in diesem Laden raus. Das ist das Gleiche, das ist wie ein AliExpress, in den du reingehen kannst. Naja, schau dir, was war Pearl? Aber sie haben keinen Preisaufschlag und keiner weiß, wie sie es machen. Sie sind trotzdem günstiger, als wenn du Sachen importierst und verzollst. Keiner weiß, wie sie diese Preise trotzdem noch hinkriegen und rechtfertigen. Was war Pearl am Anfang, Alex? Ja, gut. Es war genau das dasselbe. Ja. Die hatten auch Ladengeschäfte zwischendurch. Vom Preis her würde ich Seagate im Moment nehmen. Vom Preis her, Fire Kudas oder sowas. Temu zahlt drauf. Auf jeden Fall. Alles klar, wir machen jetzt eine kurze Pause für Kaffee. Aber ja, richtig übrigens, Temu zahlt drauf für viele Bestellungen. Warum? Ist es ihnen egal, weil sie deine Daten verkaufen und damit mehr Geld machen als mit deiner Bestellung. Naja, das gesamte internationale Postsystem zahlt drauf, wenn aus China verschickt wird. Oh ja, das, wollen wir mal das schlimmste Schlagwort 2023 in den Raum werfen? Ob es jetzt Shein ist? Ob es diese neue Dinger, die gerade aufpoppen in meinem Werbeding, ob es jetzt Temu ist, das schlimmste Wort ist Dropshipping. Also es gibt keinen schnelleren Weg, unseren Planeten zu ruinieren. Die Polkappen sind übrigens exponentiell schneller geschmolzen, als wir denken. Ich versuche, trotz Technikkanal und alles, versuche ich trotzdem einen positiven Einfluss zu haben auf das Ding. Ich habe jetzt 4-stufig Solar montiert bei mir, mit Batterie zum Ausgleich und so weiter. Ich versuche CO2-neutral. Mein Stromanbieter ist jetzt mittlerweile CO2-neutral, also. CO2-Reduktion. Ja, Fiber nicht nur für deine Bankdaten, für deutlich mehr Daten von dir. Ganz kurz, was meinst du mit Detecting IPv4 via Cloudflare? Was? Mich? Detecting IPv4 via Cloudflare war gerade auf YouTube ein Kommentar. Okay. Würde mich interessieren, was meinst du? Schreib das mal. Wir machen mal kurz Kaffeepause, weil ist nötig und ihr wollt bestimmt mal pinkeln gehen. Also. Nicht ausschalten, bleibt dran. Wir haben schon noch ein bisschen was. Also nicht mehr so ewig, denn ich muss morgen früh recht früh raus. Mein Sohn hat ein Kindergarten-Event. Da ist so eine Veröffnungsveranstaltung mit Singen, Tanz und so weiter. Und ich werde kein einziges der Events meines Sohns verpassen. Selbst für meine geliebten Zuschauer nicht. Also bis gleich. Tschüss.
close your eyes. Close your eyes. We'll be right back.
So, sind wir wieder da. Hallo. Hoffentlich habt ihr nicht zu viel ausgesetzt, aber euch einen Kaffee oder einen Tee geholt. Wir haben jemanden verloren. Der Lieblings-Colin ist für heute mal rausgegangen. Der wollte schlafen gehen. Ich habe noch ein bisschen Themen für euch und der Moritz hat auch noch ein bisschen Themen für euch. Ewig machen wir nicht, weil wie gesagt, ich muss morgen früh raus. Ich glaube, man hört uns wieder nicht, oder? Doch, doch. Man hört euch. Aber ich habe euch drauf geschaltet. Keine Angst. So, Achtung. Ich habe noch zwei Sachen. Die mache ich jetzt zuerst. Dann habe ich noch eine kleine Sache. Okay. Und dann schauen wir mal. Pass auf. Also hier. A secret Google Deal. Let Spotify completely bypass Android's App Store Fees. What? Ja, Moritz hat mir vorhin drüber schon erzählt. Die haben da so einen kleinen. Hast du die Begründung gelesen? Ja. Ja, aber ich lasse jetzt einfach mal kurz die Leute drauf wirken. Und dann darf der Moritz, dann zeige ich noch das Ding von Fefe. Er fand es witzig. Ich finde es auch zum Teil lustig. Deshalb schalte ich jetzt gleich mal auf ihn. Dann kann er was dazu sagen, weil sonst sagt er mir so wenig. So, warte. Und hier kommt die Moritz-Taste. Nee, geh auf Fefe, zeig einfach Fefe. Ja, ich zeig auf Fefe gleich, aber die wollte ich auch zeigen. Also komm. Okay, ich zeig's und du darfst dazu was sagen. Du musst auch mal was sagen, es geht gehen. Weiß ich nicht. Ist er durch? Ja, wow. Hier, ach, was? Ich mach's extra groß für dich, warte. Und ich, während du vorliest, mach ich's richtig groß. Okay, los, les. Nee, mir geht's einfach nur um das Zitat unten. If you don't have Spotify working properly, cross play. Jetzt sehe ich's nicht mehr. Ja, services and. Ja, jetzt. Okay, ich mach's so. People will not buy Android phones. Die haben jetzt Spotify, die 30% Gebühren erlassen, gegen die Epic seit Jahren kämpft. damit sie Spotify nicht verlieren. Gut, ist die Frage, wer das passiert. Ich glaube. Ja. Oder, wäre Spotify vielleicht den Weg gegangen, den Netflix gilt. Weil du kannst, in der App hast du keine Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Damit sie diese Firma umgehen können. Wenn du keinen Account hast, kannst du in der App nichts machen. Du musst dir einen Account im Browser erstellen und kannst dich nur einloggen in der Android-App. Du kannst da auch keine Zahlung verwalten, kein gar nichts, weil sonst müsste es über den Google Play Store laufen. Und geil, ne? Ja. By the way, ja. Zum Beispiel Floatplane zum Beispiel geht das auch nicht. Weil es ist ja nicht viel Geld, also diese Abgaben oder diese Gebühren sind ja schon schrecklich, oder Moritz? Naja, bei $12 sind es dann halt $4, die weg sind. Und das Spotify ist tierisch arm. Spotify die macht Verlust. Ja, aber nur durch falsche Wirtschaftung. Ja, dadurch, dass sie halt einfach ein Tech-Startup sind oder waren, das halt einfach auf Growth. Ich glaube, die zählen sogar noch als Startup. Aber interessant ist, beim Spotify. Geht halt nur um Wachstum. Und das ist halt wieder das Problem. Unendlich Wachstum existiert nicht. Irgendwann, wenn sie auf die Fresse fliegen, das merken sie jetzt. Ja, interessant ist halt, Spotify hat dann irgendwann angefangen aggressiv. Ich habe darüber vorletzte Woche schon mal berichtet. Die haben gesagt, pass auf, hey, ihr seid ein kleiner Creator, so wie ich. Und wenn ihr Sachen an Spotify hochladet, das macht nur ein paar Euro im Jahr aus, die kriegt ihr gar nicht mehr. Jetzt kriegen jetzt die großen Creator, dass die genug kriegen, weil die sich beschwert haben. Also ich mache schon mal keine Spotify-Einnahmen mehr. Ist jetzt nicht viel, aber ich konnte mir dafür einmal mehr einen Kaffee holen. Für meine Musik. Ist okay. Ich konnte mir einmal mehr einen Kaffee holen. Für die 1,50 Euro kriegst du keinen Kaffee. Doch, dafür kriege ich einen Kaffee. Da gehe ich in einen Laden rein und hole mir so einen schönen kalten Kaffee und kann ihn mitnehmen. Ja, oh, das ist wieso nicht? Aber auf der anderen Seite. Also viele Einzelcreator kriegen es kein Geld mehr, es wird den Großen in den Arsch geschoben, weil die haben nicht genug faire Menschen. Und dann auf der anderen Seite sagen sie, okay, pass auf, wenn ihr Songs hochladet, die jetzt keinen Ton haben, gibt es ja welche, die haben einfach keinen Ton, null Ton, oder ihr habt Dokumentationen oder so Zeugs, so spezielle, dann, oder so ASMR-Zeug so, dann, das nimmt Playtime und Servertime und so weiter, aber generiert uns, also das kostet uns Geld, weil die Leute hören sich diese Files an. Aber wir kriegen davon kein Geld und da war so ein ganz viel drin und denen wollen wir nichts zahlen. Also haben sie für ganz viele Tracks die Monetarisierung ganz ausgeschalten. Alle Tracks unter 31 Sekunden? Genau, das alte Limit war 31 Sekunden, damit du überhaupt monetarisiert werden konntest. Jetzt haben sie es einfach erhöht, ohne den Künstlern Bescheid zu sagen. Nur dann wir haben das jetzt so gemacht, das sind die neuen Regelungen. Weißes Rauschen hören die Leute gern zum Einschlafen. Weißes Rauschen, rosa Rauschen. Gibt viele verschiedene Formen, ja. Weißes wegen Herrscher. Und das haben die Leute immer ganz zum Einschlafen gehört, weil es beruhigt und weil Rauschen das runterfährt Problem und zum Einschlafen. Ist, und die können nicht mehr monetarisiert werden. Zwei große Podcasts, oder sind das Podcasts dann oder sind das Hörer? Ich weiß nicht. Ich weiß gar die nicht. Die halt hier White Noise veröffentlicht haben halt gesagt, okay, sind dann halt hingegangen und haben die auf 31 Sekunden Dinge gesplittet. Hast dann halt natürlich durchgehend weiter abgespielt und dadurch nicht mitbekommen, dass es gewechselt ist. Gab aber Geld.
aber die haben das halt mit Absicht, mit dem Hintergedanken mehr Geld zu verdienen, auf diese 31 Sekunden gesplittet, damit du halt, wenn es jetzt eine Minute wäre, hättest du halt einfach nur die Hälfte an Streams. Aber es ist interessant. Von daher also, verstehe ich Spotify schon, dass sie zumindest dagegen irgendwas unternehmen wollen. Warte, ja, aber das hätten sie von Anfang an und nicht im Nachhinein, auch für die kleinen Content Creator. Also, und wenn, klar kommuniziert. Genau, klar kommunizieren und von Anfang an machen. Das im Nachhinein zu machen, auch für kleine Creator, ist ein Ding-Move. Damit schießen sie sich ins Bein, genauso wie der Ex-CEO von Unity. Und dann wundern sie sich, warum das Unternehmen kein Geld macht, weil sie es an nutzlosen Stellen von Anfang an verscheuert haben oder eben nicht klar kommuniziert haben, dann springen die User wieder ab und so weiter und so fort. Kurz zu der Frage, muss man sowas ja, nochmal von vorne. Du darfst gerne, ich höre dir zu. Muss man sowas monetarisieren, war die Frage im Chat. Nee, muss man nicht. Das war ja eben das Problem, weil der Creator es monetarisieren wollte. Spotify sagt aber, nee, du hast da einfach eine generierte White Noise hochgeladen. Das heißt, das ist kein Eigenwert, kein Eigenwerk. Du hast hier einfach, du erzeugst computergenerierte Sounds. Punkt. Ohne Aufwand. Nächstes Ding ist, das spammt hier das Ding voll. AI-generierte Musik kann Kunst sein. Denn, und jetzt hear me out, wenn ihr mit AI, ihr habt ja jetzt was, ich habe ja auch verschiedene Musik-AIs und sowas, mit denen ich immer Sounds generiere oder was rumspiele. Und das kann Kunst sein, je nachdem, welche Prompts, Eingaben und du modellierst. Das ist wie Node-RED. Du baust deine Notes, deine Sachen, du baust das zusammen. Das ist ja auch Kunst und Wissen dahinter. Das heißt, eine andere Form der künstlerischen Expression. Das machen Leute mit Pedals und so weiter und mit Synths die ganze Zeit. Ein Synth, der dir verschiedene random Beeps gibt, diese Signale transportiert. Und wenn du da so ein richtiges Synthi-Rack hast, das ist nichts anderes im Endeffekt. Ne? Patterns, die dann bearbeitet werden und so weiter. Computer generiert, das ist halt elektronisch generiert. Genau, das ist nichts im Endeffekt, aber das ist nichts anderes, trotzdem, als wenn du sind diese Sachen nicht monetarisierbar, weil sie jetzt als AI-Sachen geflaggt werden müssen. Und die werden wenn du wirklich deinen großen Synthesizer da hast, deine riesen Effekt-Chain an der Wand. Ja. Es ist ja auch Arbeit, die dahinter steckt. Ja, richtig. Genauso ist es Arbeit, wenn du hingehst oder ComfyUI nutzt oder ein großes, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber wenn du dann so ein Canvas hast, wo du über 100 Notes hast, in die du andere Parameter einträgst, Feintunes und so weiter, das ist auch Kunst und Arbeit, die der Künstler da reingesteckt hat, um das zu erzeugen, was rauskommt. Ist sowieso nur, weil's nicht bei AI-Kunst allgemein, wenn du das als Kunst betrachtest, vielleicht nicht mal weißt, wie es entstanden ist, dir das Werk am Ende gefällt, ja, dann ist doch völlig fein. Also, Kunst ja, ist Kunst. Ist ein bisschen unfair, vielleicht denen, die da mehr Zeit reingesteckt haben, aber andersrum, die haben ein Werk erschaffen. Moritz, das sehe ich gar nicht so, ob das weniger oder mehr Zeit ist. Wenn da jetzt jemand dort sitzt und will eine Variation von einem Bild und will die layern und will Zeugs machen und sitzt da dran 30, 40 Stunden, um seine perfekten Notes, Prompts und Zeugs zurechtzubauen und setzt sich dann da nochmal Latent Images und so weiter und braucht da monatelang, um das perfekte Bild für sich auszuarbeiten, dann finde ich das sogar wertvoller und durchdachter als jemand, der hingeht, nimmt ein Bild, presst sich aufs Gesicht und hängt es dann für 20.000 an Louvre, 20 Millionen. Ja gut, das ist ja meistens Steuerhinterziehung. Ja, also wenn du jetzt von Kunst zur Hand habst, dann finde ich das da viel besser als das andere. Und es hat trotzdem beides eine künstlerische Wertigkeit, weil es um die Person, die es erstellt, geht. Wie ist doch wurscht. Gut, hier die AI-Band, die ja gerade im Chat genannt wurde, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, selbst wenn es AI generiert ist, wenn die Musik gut ist, dann warum nicht? Was ich zum Beispiel liebe, ne? Pass auf, ich gebe euch nochmal was mit für heute. Und zwar, es gibt einen Kanal, den ich sehr großartig finde. Der Geek Freak. Fast. Was AI Best Songs. AI Best Songs ist das übrigens. Nein, ist nicht AI Best Songs, sondern welcher ist das? Da gibt es einen Kanal, den ich großartig finde und ich finde es gleich wieder. Und zwar, ich kopiere einfach das in meinen Verlauf. Ich bin dankbar für meinen Verlauf. Ich bin so dankbar für meinen Verlauf. Der findet nicht alles wieder. Wissen. Du musst nur wissen, wie du es findest. Genau. Weil, There I Ruined It. Ein großartiger Kanal, den ich euch jetzt ganz kurz mal ans Herz lege.
der ruiniert immer Songs und Zeugs. Ich spiele es extra nicht ab, weil ich keinen Flag und Copyright Claim haben will, auch wenn der Kanal nicht mehr. Oh, ich glaube, ich habe es gesehen. Ich glaube, ich kenne die. There I Ruined It. Und der hat so großartige Sachen gemacht. Ja, einer der. Ich poste sie extra nochmal rein. Es macht so viel Spaß. Und manche der Sachen habe ich mir wirklich auf meinen MP3-Player gezogen. Und ja, ich habe noch einen MP3-Player. Unter anderem, also großartig, ne? Lose Yourself Super Mario Bros. Edition ist klasse. Was ich auch sehr gut gefeiert habe, ist hier das hier. What Red Hot Chili Peppers sound like to people who don't like Red Hot Chili Peppers. Sehr großartig. Es gibt auch eins, Frank Sinatra's in Gangsta's Paradise. Sucht es mal auf YouTube. Kunst. Einer meiner Lieblingssongs im Moment. Frank Sinatra's in Gangsta's Paradise. Und ja, das ist kein Joke. No joke. Warte mal, so, der ist ja gar nicht mehr da. Machen wir so. Kein Joke, ist einfach gut. Und egal, ob das jemand mit AI erstellt hat oder AI-Sprachmodels, hat die Sachen super. Oder will jemand ein Foto machen? Machen wir gerne. So. Geformuliert, sogar mit Text. Nein, ihr habt keinen Text dazu geschrieben, also gibt es keinen Text für euch. Ja, schade. Da muss man schon, wenn man ein Foto triggert, einen Text dazu schreiben, sonst ist es langweilig. Dankeschön für diesen Superhirt. Freut mich, dass du meine Videos oder unsere Videos sehr gerne guckst, weil für solche Leute wie dich machen wir das Ganze überhaupt. Sonst macht es ja keinen Sinn. Und kommt auch noch mehr guter Content. Ich habe eine ganze lange Liste an Stuff, die interessant sein könnte, hoffe ich. Barrel Roll! Hört's halt auf. Der Countdown war laut, ja, den werde ich demnächst nochmal leiser machen. Also diese Mashups finde ich super witzig, super gut. Auch der Song, der Haze-Song, einfach nur aus Haze gemacht. Das kommt rein. Haben wir vielleicht der Moritz gemacht. Nee. Laut, laut, aber ja, ich kann es heute nicht mehr ändern. Ihr wollt den Leuten die Ohren wegblasen, dann tut das, macht mehr davon. Oder schaut doch einfach über Kofi.com und gebt daraus ein. So. Du hast den Black Friday gegen Mindfreak gestellt, warum? Okay. Mach ich gleich. Das hier übrigens empfehle ich euch noch. Ich habe nicht gestichelt. Ich habe nur meine persönliche Meinung gut genannt. Also, Disclaimer, persönliche Meinung, keine objektive Annahme. Aber ich selber persönlich würde bei Mindfactory nicht mehr kaufen. Habe ich früher ganz lang, weil die haben bei fast allen die günstigsten Preise. Ihr müsst euch aber überlegen, wie diese Preise zusammenkommen. Das kann jeder für sich selber entscheiden und machen. Kann jeder auch eine andere variierende Erfahrung oder Nutzungserfahrung haben wie ich. Manche mögen das, die anderen das. Manche haben gute Erfahrungen, manche haben schlechte Erfahrungen. Meine Erfahrung war, wenn ich irgendwas Kaputtes zurückschicken wollte, dass ich den Versand selber zahlen musste. Und dann ist mir die Nutzungszeit auch abgezogen wurde. Das heißt also, das Geld, das ich zurückbekommen habe, habe ich reduziert zurückbekommen, weil mir wurde da eine Nutzungspauschale abgezogen. Und was ich in Erfahrung hatte, Dankeschön. Ne, also nochmal, Dankeschön. Dankeschön. Was ich auch in Erfahrung gebracht habe, ist, dass nachdem wir die Kooperation mit Mindfactory hatten, übrigens die Geek Freaks Video auf dem Mindfactory Channel, könnt ihr euch gerne angucken, haben wir danach vielleicht ein bisschen Backflash bekommen, weil die Aufrufzahlen so schlecht sind. Dafür kann ich aber nichts, weil das ist nicht mein Kanal. Ja, vor allem, weil sie dann Gameplay von irgendwelchen random Spielen hochgeladen haben, einfach so mit 100 Aufrufen. Ja. Weil ich kann nichts für diesen Kanal. Ich manage diesen Kanal nicht. Wenn ich Auftragsproduktion habe und dann Content produziere, dann produziere ich den halt. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass jemand puff explodiert. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt einfach so nicht dazu sagen will. Und Nachgerede, von dem ich gehört haben sollte, wo man auch nicht weiß, wie legit ist es, aber allein von den Kaufdingern, was da problematisch ist. Es gibt Gründe, warum ihr auf Mindfactory keine Asus-Produkte findet. Und manche andere Hersteller da auch nicht. Ja, schon seit Jahren, ja. Die gibt es dort nicht. Sucht. Diese ganzen Hersteller sind nicht nur gebannt von der Seite, da ist Beef. Die wollen auch gar nicht da drauf. Wer also, schuld ist und wie das läuft, kann man selber rausfinden. Ja. Benutzt du wirklich Landgeschlüssel? Ja, ja. Es ist nicht wirklich gut für den Heimbetrieb. Hab alles in verschiedenen Varianten. Warum ist das nicht gut? Ich ziehe mit 1,2 Gigabit aus dem LAN-Cache. Verstehe ich auch nicht. Also wenn ich oben bin, im Bett mit dem Laptop meiner Frau und will ein Update ziehen, weil jetzt zum Beispiel das neue Stronghold ein Update bekommen hat, ist es in einer halben Sekunde gemacht. Schön. Also, das kommt immer darauf an, was man nutzt, aber es funktioniert gut. Es gibt Asus auf meinen Allerdings und immer weniger. Dann fragt sie mich, also ja, fragt mich, wie das zustande kommt, weil eine ganze Zeit lang gab es gar nichts davon und auch manche anderen Hersteller nicht. Also ich habe selber, wir können auch, und das ist doch mal schönes Live-Ding, schauen wir doch mal hin. Mein Netboot geht immer noch nicht, was hast du denn? Vielleicht können wir dir helfen. So, schauen wir doch mal. Wenn du jetzt hier hingehst und suchst einfach nur, komm, gehen wir mal auf okay, dann suchen wir mal Asus. Find's gut. So.
Also ich sehe hier... für Asus, ja klar. Für, von Asus. Es geht um von Asus als Hersteller und ich finde hier bis jetzt kein einziges. Fantech finde ich. Also während des, als es das Ladengeschäft in Wilhelmshaven noch gab, da wurde dann immer noch was. Also hier ist BenQ. Hier sind Sachen für Asus, aber von Asus selber sehe ich nichts. Nicht bei der Welt, schade, dass der Laden zugemacht hat. Das ist allgemeine Suche, da wird alles gelistet. Und genau, hier sind Asus nicht... Produkte selber gibt es nicht. Ja, es geht um selber, es geht nicht für, weil das sind Dritthersteller. Dritthersteller sind immer drin. Es geht um die einzelnen Hersteller. Es gibt auch Embargos. Das ist nicht nur die Suche, die bei denen verbuggt ist. Ja, die Suche, die Produkte an sich, das ist bei Microfactory nicht schon gelöst. Ich sage nur einen kleinen Disclaimer dazu. Ich durfte auch bei der Produktion meiner Videos, durfte ich nichts von Asus im Hintergrund zeigen, ich durfte nichts von Asus haben und ich durfte nicht drüber reden. Das war eine Bedingung. Damals. Warum wusste ich nicht? Es war halt eine Bedingung. Hallo Alex, hab deine Video LAN schnell als NVMe gesehen. Möchte zwei Rechner mit 10 Gigabit verbinden. Dein Video ist ja schon 2 Jahre alt. Würdest du heute die gleiche Hardware verwenden? Yep, denn 100 Gigabit ist immer noch nicht günstiger. LWL, Lichtleiter und so weiter. Lichtwellenleiter, Sachen, Übertragung ist unter 5 Meter. Unter 5 Meter. Nichts. Unter 5 Meter nutzt du kein LWL, unter 5 Meter sind die Transceiver viel zu teuer. Wenn du unter 5 Meter bist, wirklich USFP. Kupferkabel, wie immer noch. Schade, dass Colin nicht da ist. Dann verwendest du einfach ein passives DAC-Kabel. Das kriegst du auf FS recht günstig, zum Beispiel. Ja. Oder auf eBay gebraucht. Solange du unter 3, vielleicht 5 Meter bleibst, verwend passive DAC-Kabel. Ansonsten Faser und dann ist die Länge aber auch egal, dann kosten dich nur noch die Transceiver wirklich Geld. Ja, also unter 5 Meter bleibt bei Kupfer. Das ist einfach, und das ist das Geile, das ist das richtig Geile, das ist einfach wie eine rohe Verbindung, Mainboard zu Mainboard, Kupfer über diese Länge. Da gibt es ein schönes Video, das ich im Netz gesehen habe, das findet keine Übersetzung statt. Wenn du Mellanox-Karten hast, die Mellanox-Karten, die exposen quasi die reinen Drähte Kupfer zu Kupfer. Also das ist wie stell dir vor, wie... Kommt aufs Kabel an, wenn du wirklich ein passives Kabel hast. Passive Kabel. Ja, und das Tolle ist, wenn du diese passiven Kabel hast, das ist einfach wie ein PC-Express-Extender Computer zu Computer, mehr nicht. Kupfer auf Kupfer, Platine auf Platine. Das ist das Tolle, da hast du keine Probleme mit irgendwelcher Einstellung, keine Dämpfungsprobleme, das ist einfach schön. Und es geht aber nur unter 5 Meter. Mellanox hat aber auch einen Standard... Der ist die erlaubt, PCI Express zu übertragen an einen anderen PC. Sexy, deswegen immer noch. Aber ist halt voll proprietär, die Scheiße. Ja. Nvidia. Mellanox halt. Ja, aber ich sag's mal so, die steht immer noch die Empfehlung, weil 100 Gigabit kannst du nicht bezahlen. Weder Switches noch einen anderen Dreck. Bis jetzt ist das unser Stand. 40 Gigabit ist Goldstandard, was preis-leistungstechnisch. Ja? Bald. Bald, ja, wir haben Moritz, bald. Nee, in Frankfurt. Noch? Ja, ich weiß, ich will davon nichts hören. Du darfst immer, der kauft mal Stuff, den ich auch haben will. Ich möchte eigentlich das Netzwerk umbauen. Ich möchte weg, ich möchte auf unser eigenes AS. Nein. Sind wir am Clayrex angebunden. Wenn jemand von euch mit der Geekfreaks pieren will, schreibt mir eine E-Mail. Falls jemand ganz viele ISOs runterlädt oder so, sich Traffic sparen will, wir sind aktuell am Clayrex. Moritz will providen. Nee, ich möchte, damit spare ich mir dann auch den Traffic von den ISO-Downloads. In ja, euer Netz. Das ist wahr. Ja, weiß man. Aber ob in große Dateien. Ich glaube, da ist Geekfreaks recht irrelevant. Ja, aber schön zu haben, ne? Das ist so nice to have. Ja, da passiert auf jeden Fall ein bisschen was bei. Habt ihr eine Ausbildung gemacht? Ich glaube, wir haben alle Berufe meistens einmal eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise. Studium, beziehungsweise, ach, was wir schon alles gemacht haben. Willst du das wirklich wissen? Interessiert dich das? Wir reden hier viel über IT, also wir sind alle Bäcker. Ja, ich geb's zu. Ja, bei dir würde ich das glauben. Du meinst einen Carsten? Ich hab mal Praktikum als Bäcker gemacht. Der Carsten hat sich Haus und Familie angeschafft. Und der Carsten renoviert seit Jahren ein altes Bauernhaus, also mit Entkernen und so weiter nach der Arbeit. Zweimal hat er den Job nebenbei gewechselt, immer über 10 Stundentage. Hat ein riesiges Grundstück auf dem Dorf sich geholt mit einem Bauernhaus,
mit einer einsturzgefährdeten Scheune und so weiter, und er renoviert alles per Hand und alleine. Im Moment war er dabei, die ganzen Stromkabel rauszureißen und das Erdgeschoss zu entkernen, dass er da wieder runterziehen können. Also der macht nichts anderes außer Kind, Haus renovieren und arbeiten. Durchgehend. Der grindet hart. Mach ich mal alles gleichzeitig. Ja. Und dann ist er und zwischendrin sich aufrecht halten über mentalen Breakdown. Wenn er zuschauen würde und jetzt schon schlafen würde, würde ich sagen, keep at it. Der hat für uns überhaupt keine Zeit im Moment oder Kopf. Der kommt ja mit seinem Real Life schon gar nicht mehr hinterher. Was ist denn mit Carsten los? Ja. Ist das gemeint? Ja, ich denke, den schreibt er ja. David 128, darüber reden wir nicht, weil das ist illegal. Wir wissen von nichts. Wir haben das nicht. Eine GmbH, die ich Inhaber bin, wird über sowas nicht reden. Auch nicht drüber denken. Und sich schon gar nicht damit auskennen. Eine Startpage im Kopf, aber. Was? 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 Bin ich Teil der GmbH, alles gut. Nee, wir reden über gar nichts. Okay. Vor allem ernsthaft? Oh, hab mal was gemacht wegen dem Mikro-Rucklein, wegen den unterschiedlichen Frequenzen. Meine Asus-Maus verursacht die Lags mit meinem Asus-Mainboard. Siehste mal! Ich sag's doch, die USB-Devices, kein Scheiß. Ich musste galvanische Trennfilter in die Audio-Route zwischen meinen Boxen und meiner Maus, ne? Die sind nicht verbunden. Wenn ich meine Maus bewege, machen meine Boxen. Warum? Weil der USB-Anschluss vom Mainboard nicht richtig geschirmt ist nach Spec. Heißt aber gleichzeitig auch, dass ich in die Boxen galvanische Trennfilter reinmachen muss, die dann das Canceling übernehmen und diese Signale rausfiltern. Sonst hast du keine Chance. Weil, es wäre aber interessant zu wissen, von wem kommt das Problem? Vom Mainboard, von der Maus? Mainboard, USB. Weil was auch das Interessante ist, dieses Signal wird zwar per Funk übertragen auf das Lightning Pad und dies sendet die Signale an den USB-Anschluss. Und der USB-Anschluss ist nicht ground, also einzeln geerdet. Ja, er hat einen Common Ground mit den Boxen. Ja. Und weil es der gleiche Erdung ist und die USB-Anschlüsse nicht richtig geerdet sind, nicht einzeln geerdet sind, wird es übertragen. Das haben viele Leute. Das Problem im Mainboard. Das hat nichts mit USB zu tun. Aha. Warum sind wir auf dem Chatverlauf, Alex? Warte mal, also das kommt egal. Also früher gab es noch ganz früher, ne? In das gibt es ja nur. MyGully. Gully.com, der Gully des Internets. Es gibt so viele Seiten, wenn man googelt, findet man alles, was man sucht im Netz. Ich würde sagen, geh lieber auf einschlägige Foren, wir nennen keine Seiten. Ich red über gar nichts hier. Aber ja, diese galvanische Trennung ist ziemlich noisy. Aber was Tolles ist diese galvanischen Trennfilterboxen. Ich tue mal eine kurz her. Ich tue sie einfach nur kurz her. Ich stecke meine Boxen mal ab. Ich stecke sie gleich wieder an. Das ist links und das ist rechts. Galvanische Trennung ist sehr selbsterklärend. Das Kabel ist in Gallium. Das hier. Das hier ist so ein Ding. Der Hammer. Das da. Der ist ein bisschen staubig, aber den nimmst du. Und diese Box trennt das Ganze. Da sind Kapseln an Gallium drin, deswegen galvanisch. Bitte keine Links im Chat, keine Links im Chat. Ja, und dann hast du das Ganze eliminatoriert. Die echt sind. Diese Dinger kosten so 30, 40 Euro und dann ist das durch. Dann hast du das Problem überhaupt nicht mehr, kein Hammen und Surren mehr auf den Boxen. Die Frage mit Twitch gab es schon. Du kannst bei Twitch 4K streamen. Ja. Ergibt nur wenig Sinn mit der Bitrate von maximum 8 Mbit. Wir streamen aktuell mit 6 Mbit sogar nur. Solange. Das Problem. Also nochmal, solange du nicht Mr. Beast heißt, wirst du keine Sonderregelung bekommen von der Bitrate. Nein, selbst da nicht. Die Top 3 Videospiele von mir aktuell. Counter-Strike 2. Stronghold. Oh, die Team-Matches. Ja, wenn du Bock hast. Stronghold. Remaster, also Dings, einfach weil es endlich in 32:9 schön zockbar. Ja, und dann? Richtig. Ja. Und dann natürlich. Jetzt streamen wir dahin, ja. Mein Top 3 immer noch Loop Hero. Loop Hero? Immer noch. Es ist Loop Hero. Was ist Loop Hero? Siehst du, da haben wir was. Ja, nee, interessiert mich doch nicht. Tschüss. Loop Hero ist ein Roguelike. Ich spiele das schon sehr lange und bin nicht sehr gut, deshalb spiele ich es immer noch sehr lange. Du fängst immer wieder an von vorne und du läufst einen Loop ab. Das heißt, dein Held läuft ein Level einen Loop ab.
Dann gibt es Karten. Dann gibt es Karten, die musst du platzieren. Und zum Beispiel gute Karten, wie du machst ja außen Erntefelder oder so rum, die dir oder Flüsse, die geben dir Perks. Oder du hast böse Karten, die musst du platzieren, denn nur wenn du Gegner killst, kriegst du Loot. Und wenn du Loot kriegst, kannst du den als Rüstung im RPG-Style ausrüsten. Und deine Health Bar und deine Erfahrungspunkte. Und hier oben kriegst du dann noch so Boni, wie zum Beispiel, wenn du 3 Loops durch hast, steigen deine Angriffs-Attack-Zeiten so und so weit. Jeder der verschiedenen Helden hat verschiedene Sachen. Manche können Ringe annehmen, manche können doppelt Schwerter anziehen und so weiter. Gibt Skill-Trees und Skill-Klassen. Und du läufst diesen Loop immer wieder durch bis zum Endboss. Dann kannst du dich entscheiden, willst du einen Loop abbrechen? Wenn du ihn abbrichst, nimmst du alles mit, was du jetzt hast. Oder wirst du weiterspielen, wenn du halt getötet wirst, hast vielleicht einen Revive, aber wenn du dann stirbst, kannst du nur 20% der eingesammelten Sachen mitnehmen. Denn jedes Mal, wenn eine dieser Karten, weil du zu viele auf der Hand hast, entfernt wird, kriegst du Zusatzmaterialien, die werden hier oben in deinem Stash gepackt. Und das nutzt du, um dein Dorf auszubauen und zu wirtschaften. Und so spielt sich das dann hoch. Du sitzt sehr lange dran. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Und der Antidopamin, wenn du dann nach einer Stunde im Loop stirbst und alles verlierst, ist großartig. Danach wirst du deinen PC in die Wand klopfen. Loop Hero. Das hört sich nach einer sehr steilen Lernkurve an. Kostet im Moment, ja, steile Lernkurve, kostet aber nur 4,88 €. Also. Im Chat kam gerade auch eine gute Frage. Was habt ihr außer IT an Hobbys? Man kann noch andere Hobbys außer IT haben? Was? Wie geht denn das? Ich bin Musiker. Baldur's Gate 3, nein. Entschuldigung, hab's gerade gelesen. Viel zu komplex. Viel zu tun, viel zu überfordernd. Ich hab's auch gespielt, aber... Wirkt weniger komplex, als was du gerade beschrieben hast. Nee, Alter, dann die RGB und welches Ende will ich und wie will ich spielen und welche Rasse und welche Strategie. Ja, aber das wirkt mehr vorgegeben, als was ich jetzt von dir gesehen habe. Das ist gar nicht so schwer. Ich meine, ja, okay. ich hab City Skylines 2 und das ist schwerer als das. Ich bin einer der wenigen... City Skylines ist aber auch so ein easy-to-learn-how-to-master-Game. Spiel mal Gitarre? Nee. Aber ihr findet meine Musik im Internet. Also ich spiele viel, ich spiele Keyboard, Schlagzeug, bisschen Geige, bisschen Gitarre. Ist aktuell noch im tgf.pixel/social verlinkt. Ich male massenweise. Ich wollte ja mal Design studieren. Mein Haupthobby sind aber meine Kinder. Früher hatte ich auch Filmsammlungen und Cinematophile und konnte jeden Film was ist das auswendig nicht zitieren. Drogen? Ich mache mir dich was? Zum Hobby. Nee, aber es ist klar, wo bleibt, nach Arbeit hast du halt Zeit und versuchst mit den Kindern was zu machen. Und dann versuchst du Abendessen, Bett bringen, Mails lesen, noch die Restarbeit machen oder einen Podcast aufnehmen, Bett und repeat. Thoman ist schön, aber leider hat der Thoman früher zugemacht. Bamberg, also Burg Ebrach, die vergrößern sich, verdoppeln sich übrigens schon wieder. Also ich war dabei, wie der Thoman noch ganz klein war, schon so ganz kleine Hütte im Dorf. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich gekommen bin, noch ein Center. Und ich habe sehr lange in Erlangen gewohnt und habe halt aus der Zeit in Erlangen, bin ich da öfters mal vorbeigecruised. War auch die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Da haben wir halt Roadtrips gemacht immer. Das war immer ganz witzig. Ja, Thoman ist eigentlich... Ich liebe Thoman. Ja. Vor allem, du kannst immer mit ihnen verhandeln. Ich bin mal rein wegen diesen Yamaha HS8s und ich so, Alter, ich will die haben. Habt ihr irgendwo vielleicht noch ein Sample in eurem Studio unten stehen, weil die haben ja auch mehrere Stages und so und Proberäume und so. Habt ihr nicht irgendwo ein paar Ausstellungsstücke? Irgendwas, was vielleicht used ist? Was noch geht, was eingehört ist oder ist doch wurscht, habt ihr vielleicht noch irgendwelche, die ihr ausmustern müsst oder irgendwas, was bei euch im Büro steht? Ja, ich gucke mal. Ist er raus, hab mir einen Zettel gegeben ins Lager, ja, da trägt jetzt einer aus dem Büro hinten, weil ich zwei ins Lager, ich krieg 70 € Rabatt pro Box, nimm mit. Und dann haben sie mir original verpackt übers Laufband und durfte noch ein paar Zeitungen, ein paar Anhänger und so haben, hab dabei 3-4 Gitarren ausprobiert, aber schön. Halt Thoman, die Leute sind super. Kannst du auch ohne alles hingehen und bekommst irgendwas. Was mache ich eigentlich mit meiner Blu-ray-Sammlung? Digitalisieren das nicht? Wieso digitalisierst du nicht? Wie machst du einen Autoripper? Ich habe die Mighty Morphin Power Rangers, alle einzeln, gerippt, digitalisiert, aufgehoben, dass mein Sohn sie gucken kann. Weil mein Sohn schaut gerade mit 4 jetzt, schaut er jetzt die, er will keine anderen, er will die originalen Power Rangers. Ich weiß nicht, ob er es von seinem Papa übernommen hat, aber er will die originalen, also schauen wir die alten an. Ist schön. Ist irgendwo schön. Aber ja, die rippst du dir einfach genauso wie alles andere runter. Auto River macht das schon. Wie viele Rechner habe ich? 1, 2, 3, 4, 5 mit dem Laptop. 5. Folgt mal auf Twitter oder im Discord. Bald zeige ich mal das neue.
Dann zeige ich mal das reine Streaming-Setup. Warte mal, Franz, haben wir deine Jugend geprägt? Jetzt, no joke. Also sind wir sowas wie dich, für dich wie für mich früher PCG-Haber? Du verarschst mich, oder? Ja, also, was hast du erwartet, Alex? Du verarschst mich, oder? Das würde mich stolz machen. Daniela, du wirst von mir, sobald ich was brauche, Aufträge bekommen. Sehr gut. Nicht, dass ich Dinge brauche, aber sehr gut. Daniela, stellen wir sowieso in Kontakt über Discord. Oh ja, Haus. Ich habe ganz vergessen, Haus. Ich habe heute schon wieder Holzverkleidungen weitergemacht. Meine Frau ist immer so, wann baust du das fertig? Ich so, ja. Autos am Auto basteln, das habe ich nie gemacht. Keine Ahnung. Autos auch weder OBD noch irgendwas. Ich dachte mir immer, hey, ich fahre meinen Golf von meinem Dad immer noch, 2001er Baujahr. Und der wird gefahren bis zum Ende. Bestes Auto der Welt. Auch meine Mom hat modernere, meine Schwester hat modernere, meine Mom hat modernere, meine Frau hat ein moderneres Auto wie ich. Und wenn die lenkt, oh, bei dir ist das Auto so schlecht, das Lenkrad geht so schwer. Und ich sage mir, das gehört dazu, sonst fühlt man das Auto nicht. Das passt so. Weil sie dann ich sage, das ist halt so, das gehört dazu. Computerbild war besser. Ah, da musst du aber ganz zurückgehen, zu Zeiten. Boah, aber Computerbild ist lang her, dass die gut waren. 2013 oder so. Computerbildspiele, Döner-Mafia. Erinnert man sich an sowas noch? Das waren also Zeiten. Computerbildspiele hatte echt viele gute Spiele mal. Ich hatte aus der Computerbildspiele X Beyond the Frontier. Und dann bin ich X-Liebhaber geworden. Dadurch entdeckt hat. 2001 oder 2002 war das. Aber heiß. Ich habe mit 11 circa angefangen, Geek zu sein. Bin jetzt 14 und werde weiter. Ja, das, ganz im Ernst. Ihr habt umgeschaltet, ihr habt die Taste gefunden. Schön. Du wirst es auch nicht aufhören, Geek zu sein. Du kannst das nicht ausschalten. Das ist kein Switch. Das ist kein On- und Off-Switch. Du hast diesen Perk dann freigeschalten und reskillen ist nicht. Das bleibt. Das ist ein Way of Life, den man sich dann irgendwann aneignet. Welchen Motor hat meiner? Den mit 73 PS, den Golf-Kombi. Also Golf-Variant. Ist das ein Nerf oder ein Perk? Was ich dir gerne zum Testen zusenden würde, sind ein paar gute Mikrofone und ein Zoom F6. Ein Zoom F6 würde ich gerne nehmen. Ich habe nämlich nur ein H1 und ein H2. Und ich habe noch ein, wie heißt das, Sound, ach Gott, diesen Stage, wie heißt das kleine, du weißt, wenn man dieses Sounding habe ich noch. So ein paar bessere hätte ich gerne. Ich musste ja mein MKH 416 verkaufen. 2018 war ein böses Jahr mit wenig Geld. Ich musste viel von meinem YouTube-Gear verkaufen, dass ich die Miete und alles zahlen konnte. Habe ich im Laufe dieses Jahres übrigens wieder angefangen. Weil ich habe die Frau in Elternzeit und so weiter und ich habe angefangen, Stück für Stück mein Gear zu verkaufen, das ich jetzt nicht gerade aktuell brauche. Irgendwann kaufe ich es wieder nach. Schreibt mir mal auf Discord, dann können wir das mit dem Versenden klären. Du hast die GameStar-Sammlung, das ist schön. Übrigens, ich wollte auch mal wieder, und ich mache das übrigens dieses Jahr zur Weihnachtszeit, schon mal angekündigt. Zur Weihnachtszeit, an den Weihnachtsfeiertagen. Oder Silvester, darf sich das Stream aussuchen, werde ich einen extra Retro-Stream machen. Und ich packe mal meine ganzen alten Zeitungen, DVDs und so weiter aus und dann gehen wir mal die ganzen Sachen Sammlung durch. Können die Jungs im Team auch machen? Dann gehen wir mal die ganzen alten Retro-Dinger durch. Ich habe Computerbild-Abo gehabt, 2011 bis 14, glaube ich. Oder 10 bis 14. Wirklich mit DVD, Computerbild-Spiele auch alle 2 Wochen. Oder alle 4 Wochen? Wann war das? Ich glaube, alle 4 Wochen war das. Mit DVDs die meisten sogar noch. Da ist ja geil. Einiges Interessantes bei. Ja, nimm das mit. Das haben wir machen so einen richtig schönen. Nimm das mit. Das ist jetzt so einfach gesagt. Das sind kistenweise Zeitungen. Ja, nimm es mit. Geil. Weißt du, wir machen so einen richtig schönen Wolfes-Stream. Und ich schaue auch, dass ich Marco ins Studio hole. Der wollte für einen Weihnachtsstream sowas, wollte der mit herkommen. Und dann schaue ich, dass ich den mit ins Studio hole, dass wir den an den Tisch stellen hocken. Und dann machen wir das. Ich glaube, ich würde einfach eine Ausnahme mitnehmen. 2014 wurde die Kombi leider. Naja, 2013 schon, dann wurde die leider nicht mehr so gut. Kolumnen rausgeflogen, die Dinger am Anfang. Übrigens das hier. Dann wird es immer schlimmer. Ich kann kein DDR5 von ARM5 testen, weil ich nichts habe und ich habe kein Geld. Das heißt, ich kann mir auch im Moment keine Komponenten kaufen. Irgendwann, wenn ich ARM5 und DDR5 habe, mache ich. Ich mache meistens Videos dann, wenn ich neue Technik mir leisten kann, die ich dann da habe. Dann kann ich sie testen und kann Sachen machen damit. Also sobald was reinkommt, kümmere ich mich drum.
bei Mini-PCs wie jetzt bei den Asus-Dingen, da ging halt optimierungstechnisch nichts. Wenn du im BIOS nichts viel einstellen, dann nichts viel rausholen. Haben und die einen Wert, diese Sammlung? Ja, teilweise. Also die gelesenen von uns nicht. Ich habe ganz viele PCGHs oder Computer. Oder vielleicht Spiele. Archiviert? Oder hier zum Archivieren? Chip. Ich hab mir immer die Chip geholt. Weil da waren dann auch teilweise die Updates. Da war zum Beispiel das Update sogar mal für Counter-Strike 1.6 drauf und sowas auf einer DVD. Da gab es doch Wende-DVDs. Da habe ich mir damals aus der Chip-Zeitung, und warum auch immer, war unter der Demo-Sektion, war das Update von Counter-Strike 1.5 auf Counter-Strike 1.6. Da war es aber noch der Mod von Half-Life, nicht die Standalone. Und ich hatte es als Half-Life-Mod. Und da hatte ich endlich dann das Update, das ich drüber prügeln konnte. Das war vor Steam. Das Team ist immer ja erst deswegen entstanden. Das war der Grund, warum Steam entstanden ist. Geil. Also ich muss sagen, ich war auch echt traurig. Ich habe auch 2018 mein NT2A verkauft. Mikrofon. Habe ich auch verkauft. Und ich habe auch meine Genelec-Boxen verkauft. Aber da war viel was ich dann veräußert hatte. Das ist auch ein bisschen schade drum. Ich hatte auch große Mischpult und Gear. Aber das hat einem erstmal gezeigt, wie man aus wenig Sachen trotzdem akzeptable Qualität prügeln kann. Die Jungs hier haben auch wenig Zeug und klingen, finde ich, trotzdem akzeptabel. Also jetzt jedenfalls die meisten Leute, die sich auf Handy und so anhören. Die meisten Leute, die sich auf dem Handy oder so anhören, werden den Unterschied wenig hören. Ich war gerade, das MV7, ja, ist jetzt nicht das Teuerste, was geht, aber es ist halt auch schon 300 Euro Mikrofon. 144p, man kann es halbwegs noch erkennen, oder ist das schon zu viel für den Stream? 1044 sollte noch gehen. Ich habe es jetzt auf 6 Mbit runter, aber das. Ich habe mein Datenvolumen auch aufgebraucht, ich kenne das. Habt ihr einen alternativen Traumjob? Also ich bin jetzt in einem sehr guten Traumjob. Mein erster Traumjob, ich wollte eigentlich Informatik studieren und dann wollte ich in die Designszene gehen. Designer. Ja, da gibt es aber halt leider in dieser Designszene zu viel, wie nennt man das, Vitamin B. Weil da kauft sich jeder ein und es gibt wenig Studienplätze. Bist du weg. Ich wollte eigentlich mal Musiker, Rockstar-mäßig werden. Deswegen hatte ich auch viele Bands, viele Projekte, habe viele CD-Alben an viele Plattenfirmen geschickt. Reden wir nicht drüber. Die Realität hits hard. Und wird was sonst? Mir hat nie jemand zurückgeschrieben. Also auch von den eingepackten und gepressten und gemachten CDs. Ich habe 3 Jahre lang neben dem Studium viel Musikzeugs gemacht und viel eingeschickt, viele Demos produziert. Das hat nur wehgetan. Das war der Grund, warum ich viele Musikinstrumente gelernt habe und so. Und irgendwann bist du dann so, hey, pass auf, sei erwachsen. Lass mal die Träume platzen. Mach mal irgendwas anderes. Verwandel es in irgendwas. Und das Wissen aus der Musik habe ich mir dann angeeignet für Video. Und so ja, das, hat man wenigstens. Baut aufeinander auf. Du nimmst immer, egal was du startest für ein Projekt, du hast immer ein Wissen, das du für irgendein anderes Ding verwenden kannst. Sag Moritz. Das MV7 ist kein schlechtes Mikrofon. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt nicht, wie Alex gesagt hat, schlechtes Gear. Habe ich nie gesagt, MV7 ist kein schlechtes Gear. Nee, weil du gesagt hast, die haben auch nicht so viel Geld und klingt trotzdem gut. Ich habe halt gesagt, es ist ein 300-Euro-Mikrofon. Das kannst du nicht als wenig Geld bezeichnen. Hat keiner. Das wäre jetzt auch nichts, was ich als Preis-Leistungstipp empfehlen würde. Nee, nicht mehr. Auf keinen Fall, nee. Also es geht aber darum, ich habe früher mit einem 1.000-Euro-Mikrofon aufgenommen. Sehr oft unsere Videos. Ja gut, brauchst du mal das. Na, das ist halt, das hatte noch anderen Headroom, um damit zu arbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Alex, wann kaufst du das Neumann U87 AI? Oder wie war das? Neumann. Solche sehe ich mal vielleicht in Vitrinen. Ich glaube, es kostet 2.500 oder so. Wie gesagt, wenn du die Beine vertreten willst, ich wollte sowieso raus, weil morgen früh ist Wald, Kindergarten, Eröffnungsfest und so weiter und mein Sohn singt und das ist die erste richtige Veranstaltung, da gehe ich hin. Das heißt, ich werde heute nicht lange schlafen und ich möchte halbwegs fit sein, um da auch Eltern-Action machen zu können. Und der kriegt seine Eltern-Action. Ob er es will oder nicht. Ja, weil ich habe so viele gesehen, vor allem mittlerweile, wie viele. Meistens sind meistens sind die Väter nicht mehr da oder ne, wurden entfernt oder. Alex? Das habe ich jetzt so oft mitbekommen, ja? Wie heißt denn die Brand, die Elgato rebrandet? Diese andere Mikrofon. Habe ich hier. Ist. Weil hier gerade das Wave empfohlen wurde.
Ich würde sagen, nee, das Wave ist zu teuer, einfach weil egal. Nimm das Wave nicht, nimm das Wave nicht. Genau. Ist zu teuer. Luvit, warte, ich hab's hier. Luvit, genau. Luvit. Warte. Luvit. Ja, wird Levit geschrieben, aber heißt Luvit. Ja. Warte, ich hab's hier. Ja, sagt nix, ich hab die Sache immer weggeräumt. Weil ich muss hier halbwegs Ordnung schaffen. Alex, das Bild hat auch gereicht. Ja, wartet doch. Alles gut, beruhige dich. Ich möchte auch mal was raussuchen. Ich habe ja die Sachen immer irgendwo. Gott, das klingt falsch, ne? Ich hol mal meinen Bedienwagen, ja? Klingt auch falsch. Das klingt alles immer falsch. Kann man klatschen, wo hab ich ihn das Luit gerade eingebaut? Es ist aber echt ganz schön, wenn ich nur mal kurz so am Stream was suchen kann. So. Ist auch gut, das habe ich ganz vergessen. So, ich habe hier nur. Ja, ich habe jetzt hier gerade. Warte mal, nein, das steht nicht im Hintergrund. Hier. Warte, Moritz! Rüdiger. Ich habe auch die Kamera. Ich habe. Ja, bitte. Rüdiger, bitte! Rüdiger, nicht so tief! Ja, bewegt sich wieder. Rüdiger! Aber ich habe sogar noch was anderes, was ich euch zeigen wollte. So, und zwar das da. Wenn ihr wenig Geld habt, Luit, gutes Mikrofon, habe ich ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Aber das hier, das möchte ich euch zeigen. Das hier ist der Preis-Leistungs-Held. Das Mikrofon hat mich durch alles Mögliche durchgetragen. Habe ich nie in einem Video gezeigt. Könnt ihr drauf, das ist ein Valimax. Das sieht von der Form her irgendwie sehr merkwürdig aus. Ja, weil es ein paar Mal runtergefallen ist. Nee. Das hat hier schon, warte mal, kriegt man das scharf? Krieg ich das scharf drauf oder nicht? Ich glaube nicht. Schau mal, das hat schon ein bisschen was erlebt. Da sind ein paar Sachen abgebrochen. Das Mic ist strong. Das kannst du aufmachen, da ist ein 9 Volt Block drin. Den ich schon hier mit Papier und so weiter, weil es sonst gefragt hat. Hat viel erlebt. Und es geht immer noch. Es hat hinten eine Absenkung um 10 dB, ein On-Off. Und ein Low-Cut. Phantomanspeisung ist drin. Das kannst du anstecken auf so ein. Das hat hier eigentlich einen Shock-Mount, also ist entkoppelt. Und dann kannst du es hier über einen Hot-Shoe oder Cold-Shoe anstecken und kannst es auf jedes Ding Run-Gun drauf machen oder dir hinstellen. Das Ding kostet 35, 40 Euro. Klingt aber wie ein 150 Euro Mikrofon. Voll Alu. That's the shit. Das ist der absolute Shit. Besser als jedes Rode Running Gun Ding und so weiter, ist aber schwer. Das wiegt ungefähr ein halbes Kilo. Und du brauchst immer einen 9 Volt Block. Naja, das Rode ist auch nicht vergleichbar, wenn du dir mal anschaust. Ja, aber bevor ich einen Gato nehmen würde, würde ich immer noch das hier nehmen. Kein Scheiß. Das kannst du da. Warum? Du brauchst nichts anderes. Das Ding geht über Klinke raus. Du steckst es an und es geht. Da brauchst du kein Audio Interface, kein gar nichts. Hast du deine Phantomeinspeisung über die 9 Volt und gutes. Kannst auch so einen Dummy 9 Volt Adapter dran machen mit Netzteil. Wolltest nur sagen, da brauchst du gar nichts. Dann geht dann halt Running Gun nicht mehr so viel. Doch, natürlich. Ich habe also noch einen Dummy 9 Volt. Ja, den habe ich auf den ganz normalen Standard 2 Pol drauf, den ich dann in mein Audio Interface oder in die Kamera, das kann auch aus der Kamera aufziehen. Ja, gut. Du kannst auch den 9 Volt zu USB-C nehmen und dann so große Cam wie die Sony kann dann 9 Volt über USB-C ausgeben und kann dann das Strom auch damit versorgen. Jetzt ist natürlich, Alex, die ganz wichtige Frage, ist das besser oder schlechter als das Xtreme? Das da! Du bekommst, was du bekommst per Post. Du bekommst auch nicht das Xtreme. Ach so, okay. Bin ich ja mal gespannt. Wie ist das Luit? So. Kriegst du irgendein Huawei XLR oder so ein Zeug? Kann ich dann gar nicht was anschließen. NT1A. Uff. Das ist ein gutes. NT1A ist auch ein gutes. Damit habe ich mein ganzes, mit dem 1er habe ich mein ganzes erstes Album aufgenommen. Und zwar alle Instrumente. Und die Stimme. Wie stellt ihr fest, ob ein Programm vertrauenswürdig ist? Indem man es in der Sandbox laufen lässt. Was sagst du? Du bist viel zu leise, wenn du irgendwo bist. Was mich? Schon mal Wärmebildkameras getestet. 2 Stück. Ja, ich hab dich gemeint. 2 Stück habe ich schon getestet. Eine im Handy und eine so einzeln. Bei Mikros ist viel Woodrobber dabei, aber bei den China-Teilen winke ich ab. Aus gutem Grund, die werden in chinesischen Strafgefangenenlagern zusammengeklebt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist,
dass bei vielen Mikrofonen auch solche Sachen verbaut werden und keiner sagt dir Bescheid. Deshalb, ich kann... Eigentlich vertraue ich keinem Hersteller mehr von gar nichts. Weil nur weil Made in draufsteht, die hauen halt am Ende ihr Siegel drauf und gutes. Und nachvollziehen kannst du das meistens gar nicht so. Es gibt übrigens für alle, die kein Geld haben und ein gutes Mikrofon wollen, gibt es ein Video von meinem Lieblings-DIY-Perks, der gezeigt hat, wie man aus Komponenten, die fast nichts kosten, ein Mikrofon macht, das besser klingt als 500-Euro-Mikrofone. Kann man sich gerne angucken. Was hat er gekauft? Mit, ich glaube, 10 Euro. Mit der Shure-Dings drin? Ich glaube, warte mal, ich mach's mal auf für euch. Alex, was ist das hier? Das ist jetzt natürlich... Ja? Warte mal. Ja, hier? Ich guck mal, ob ich den Filter machen kann. Ja, bitte mach den mal aus. Effekte, jetzt hängt Teams. Gut. Background aus. Apply, jetzt sieht man gleich das hier. Genau. Ein NT. Da klebt noch Papier. Ist ein 1A? Das ist ein NT1A. Halt mit unten XLR. Das ist doch geil. Das ist gut. Wo ist hier? In den goldenen Punkt reden. Warte mal. Mach das hier weg. In den goldenen Punkt. Ja, in den goldenen Punkt. Warte mal. Oh, jetzt habe ich auf die Boxen geschaltet. Den wollte ich ja gar nicht. So, ich zeig's euch einfach mal. Nee, aber das NT1A ist ein sehr gutes Mikrofon damit. Ja. Mach's das hier. Falsch. Schaut euch gerne das Video an, der dieses, ja gut, nicht jeder hat so viel Kupfer und Zinn und kann dann löten, aber der hat einfach günstig kapselt, das hat er selber gebaut, aus Komponenten, die fast nichts kosten. Und das klingt unendlich gut. Das hat er halt einfach selber zusammengeschraubt. Hat sich einen Bauplan gemacht, hat eine Kapsel zusammengebaut und hat sich da das auch gegen teure Mikrofone am Ende antreten lassen. Könnt ihr euch gerne angucken, Link habe ich jetzt hier gepostet. Wer also wenig Geld hat und Bock für DIY zu bauen, kann sich das einfach nachbauen. Ist auch Anti-Shock-Mounted, da hat er das Kabel reingelegt. Klingt sehr gut. Muss nicht immer teuer sein. Ja, mehr gut, wollte ich das nicht sagen. Hier, was kostet das? Kriegst du für 100 Euro gebraucht. Vielleicht sogar neu mittlerweile. Ist halt von 2005. Aber ganz ehrlich, so viel hat sich in der Audiotechnik nicht verändert. 2005, ja. Zumindest in dem Bereich nicht. 2005, XLR ist XLR. Punkt. Übrigens, dem Jolie, den gebe ich gerade völlig recht. Es gibt zwei Extreme. Entweder du arbeitest 10 bis 12 Stunden pro Tag oder man motiviert sich, dass man vielleicht schafft, ein, zwei Stunden zu machen. Das ist dann aber schon wieder mit Depression eingehen oder Erschöpfungsdepression oft. Und diese zwei Extreme, also wenn du selbst und ständig bist, dann wankst du zwischen diesen zwei Extremen. Ich mache 10, 12, 13 Stunden am Tag. Oh, ich schaff's gerade mal, mir die Klamotten anzuziehen und was zu essen. Nee, Essen schaffe ich heute auch nicht mehr, Bett. Und dazwischen, okay. es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt... Ich arbeite so viel, dass ich gar nicht mal mitbekomme, dass die Welt um mich existiert. Ja, also 16-Stunden-Tag. Hyperfokus. Ins Bett. Und fühlst dich aber glücklich. Und dann gibt es die anderen Tage, wo du nicht mal weißt, wie du überhaupt die Anstrengung überwindest, Luft holen zu können. Dazwischen ist nichts. Menschen. Da hilft ein geregelter Tagesablauf, habe ich gehört, Alex. Den habe ich. Da hilft gar nichts. Wenn du was aber nachdenkst, dann hast du den nicht. Ganz im Ernst? Ich esse manchmal erst abends so auf 18 Uhr den ganzen Tag gar nichts. Ja, genau. Weil ich entweder Magenschmerzen habe, wenn ich was esse, weil ich Sodbrennen kriege, wenn ich was esse, weil ich habe es mir halt angewöhnt. Ich esse einmal am Tag richtig. Und damit fahre ich besser als sonst, weil sonst habe ich den ganzen Tag Sodbrennen, Probleme, Magen-Darm, Reizdarm, Magenschleimhaut, Magnet. Auch einen Grund haben. Vielleicht sollte man das mal... Ich bin biologisch vorbelastet. Meine Mutter hat einen Moboskom. Das heißt, ich habe eine Affinität zum Magen-Darm-Problem. Das hat nichts mit Raumjobs zu tun. Kunden arbeiten und dann vielleicht it's a mental state. Das hat nichts mit Raumjobs zu tun. Das hat nichts mit Raumjobs zu tun. Das hat auch damit zu tun, wie du selber mit Stress umgehen kannst, wie du vorgeprägt bist, ob du psychische Vorerkrankungen hast. Das hat viel mit anderen Sachen zu tun. Alex steht um 11 auf. I wish. Es ist eher zwischen 7 und 8 und wenn meine Frau aus der Elternzeit raus ist, wird es eher auf 6 zurückgehen. Ah, oh, LCDs. Wenn ich noch im Homeoffice arbeite, ist so schön. Akkubasiertes Türschloss basteln. Schau dir doch das Video an von meinem Lieblingsdeutschen YouTube-Kanal, der auf Englisch redet, der das Ganze erst gemacht hat neulich. Seine Frau hat es ihm nur erlaubt, weil es halbwegs hübsch ausschaut. Ich weiß nicht, typisch deutscher Akzent. Greetings. Ja, ihr wisst doch, glaube ich, wen ich meine. Great Scott.
Ach, der? Ja. Der hat es gemacht. Da kannst du das Tutorial befolgen. 100 Euro hat er für die Komponenten gezahlt. Ja. So. Frage zu Proxmox. Du hast eine Frage gestellt zu WLANs, oder? Ob es mehr Sinn macht, auf Proxmox WLANs zu managen und so. Als? Eine virtuelle Netzwerkkarte anlegen oder nur in der OpenSense die WLANs anlegen? Ich würde sie persönlich nur in der OpenSense anlegen und dann einfach mit dem Switch durchreichen. Naja, wenn es auf der... Naja, beides. Eigentlich sollte alles WLAN-avers sein. Dann hast du am meisten Spaß. Eine virtuelle Netzwerkkarte brauchst du dann nicht. Wenn deine Bridge einfach WLAN-avers ist, dann kann die einfach alle WLANs, die dein Switch dir gibt, weiterleiten. Dann kannst du in den VM-Netzwerkkarten einstellen, das ist jetzt auf WLAN das ist das hier, das ist ein Trunkport, das hat 5 WLANs. Und in der VM kannst du dann weiter managen. Wenn wirklich alles WLAN-avers ist, hast du am meisten Spaß, so mache ich es in Frankfurt auch. Also ich mache nicht alles über WLANs, ich mache auch vieles über separate Subnetze. Ne? Gastnetz und so weiter für WLAN und bla und... Muss mal gucken, wie man Sachen einstellt. Übrigens, ich habe meinen anderen Mikrotik wieder ins Netz genommen. Okay, kein Joke, das? Kein Joke. Weil ich eine Kostenkalkulation gemacht habe. Und ich habe alles, was im Heimnetz für Stockwerk 2 aufwärts da ist, auf den anderen Mikrotik gelöst, weil das mir wurscht, wenn der Ruckler erzeugt. Hauptsache, es ist nicht auf dem gleichen, also die Bandbreitenbelastung ist nicht auf dem gleichen Switch, der hier den Stream und das Netzwerk hier unten macht. Und dann habe ich alles, was privat angeht, auf diesen Switch gelegt, in ein anderes WLAN und habe die ganzen RJ45 zu 10 GBE rausgenommen. Damit spare ich mir am unteren Switch ungefähr 9,5 Watt plus die 3,5 Watt, die ich gespart habe von dem kleinen Netgear, den ich mit wegnehmen konnte. Das heißt, ich bin ungefähr bei 14-15% Watt Ersparnis und der obere zieht im Max 19 Watt. Das heißt, ich komme vom Strom sogar wegen runter, habe hier unten Entlastung auf der Processing Unit vom unteren Mikrotik und habe die Netze getrennt. Das sind halt alles so Prozesse, aber so habe ich das mittlerweile gemacht. Wo ich bei Kevin auf dem Dachboden bin, wer ist Kevin? Erstens, Kevin allein zu Hause. Nein, der Moritz ist auch nicht allein zu Hause. Der Moritz ist bei sich im Dachboden und die Tapete ist immer noch tragend. Nein, machen bitte, zeig den Leuten einmal die tragende Tapete. Komm schon. Die tragende Tapete. Ich würde nicht mehr zugucken, aber. Deine Wand ist aus Pappmaché. Zeig's doch mal. Deine Wände. Was bewegt komm. Sich? Nein, zeig doch mal, dass alles bei dir aus Pappe ist. Reicht nicht dem Thema aus. Das sind 50er Jahre Zeitungen, die deine Wand darstellen und übermalt sind. Zeig es. Ja, bestimmt kommt ein bisschen Asbest raus. Nee, das wird. In Zeitungen beim Asbest. Zeitung ist das Best. Was soll ich jetzt zeigen? Also, zeig's mal. Die Tapete ist Kult. Die ist Kult. Alles so zeigen. Ich kann die Kamera dann nicht wegnehmen. Du kannst, die warum? Die steht auf dem Stativ. Ja, die drehst du halt. Ja. Lass mal. Willst du nicht zum Abschied nochmal die tragende Tapete an der einen Stelle zeigen? Beim nächsten Mal mache ich mal mein Handy mit NDI fertig, dann können wir das nochmal machen. Du brauchst kein NDI, Droidcam regelt. Nee, NDI ist schöner. Im Gegensatz zu dir habe ich die Netzwerkbandbreite. Ich habe die WLAN-Bandbreite auch. Hast du? Warum geht's dann? Ja. Es geht immer, aber ich nutze es nicht, weil Droidcam halt schneller geht. Weil ich weniger Latenz habe als in NDI. NDI ist aber deutlich schöner. Ja, das stimmt, aber Latenz ist mir da wichtiger. Falls ich Audio übertrage, wenn ich in den Keller gehe oder so. Du bist im Keller größer als 90 geworden. Ja, ich nicht. Ich habe ein kleines Zimmer gehabt. So mit, warte mal, wie kommt das? 2 auf 2,5 Quadratmeter. So um die 8 Quadratmeter war mein Kinderzimmer, nachdem ich eins hatte. Ziemlich kleines Haus. Meine Schwester hatte erst das Zimmer und ich habe halt ein Bett auf dem Flur gehabt. Und irgendwann mit 10, 11 hatte ich ein eigenes Zimmer. Waren zwar 8 Quadratmeter, aber ich habe sie optimal ausgenutzt. Vielleicht irgendwann zeige ich das mal. So, alles optimiert auf Kante, dass ich dann einen Computer stellen kann, Schreibtisch, die Monitore waren ja groß. Tape wird nicht mehr gezeigt und die würden auf dem Bahn schon länger nicht mehr. Was sind die was? Die wären was? Ist ein wirrer Satz, aber ist gut. Ach, Augen! Ja, kein Problem, die kann ich euch aktivieren damit. Nein, mach die weg. Absolut kein Problem. Nein! Nein, mach die. Jolly, mach was! Jolly, mach was! Nein! Was soll ich denn dagegen machen? Hör auf! Ach man, Alter. Franz, das gehört zur Jugend dazu.
Dort, deswegen habe ich jetzt überkompensiert mit dem Studio, ne? Und habe Wände rausgerissen, dass ich aus zwei Räumen einen Raum bauen kann. Was ist das? Das tust du dann irgendwie. Hör auf mit dem. Ich zeig dich nicht mehr, Moritz, solange du das machst. Hasse das. Deswegen habe ich mich ja größer gemacht. Schlimm. 19 Zoll CRT. Ja, ich hatte einen 21 Zoll CRT und habe den auf LAN-Partys mitgeschleppt. Und das Schlimme war, ich habe sogar zwei Computer mitgeschleppt. Einen, dass man nebenbei Videos gucken konnte, Bernie und Ad oder was auch immer. Und auf dem zweiten konnte man CS zocken. Also habe ich meinen ganz alten, schlechten PC, den ich vom Upgrade hatte, mitgenommen auf LAN-Partys. Aber brauchst du auch zwei Monitore, also einen 17 Zoller und einen 21 Zoller. Die musst du dann ins Auto wuppen. Und das war viel Gewicht. Mein Dad war so glücklich. Hör auf mit dem Filter, lass das sein, Anakin. Hier ist kein Sand, hör auf so zu gucken. Ein paar Leute im Chat finden es gut. Mein Name ist Moritz und ich habe Fälle zu blinzeln. Ja. Also, passiert. Das ist richtig. Er zieht euch halt mit den Augen aus, ne? Ja, ich finde jetzt ist eine gute Zustimmung im Chat. Wir gehen jetzt in die Sendepause bis nächsten Freitag. Es war schön mit euch. Ich hatte echt Spaß. Alex, danke für die ganzen Spenden. Jetzt schaue ich tatsächlich echt in die Kamera. Alex. Was? Glaube ich dir denn was? Das glaube ich auch nicht. Ja, was willst du? Und zwar habe ich jetzt kleiner gemacht. Ah. Ja, was du wolltest. Hör auf zu tanzen. Guck mal, der versucht aus dem Schwarzbild. Du hast eine komische Beule in der Hose. Jetzt erzähl halt nochmal weiter, ja? Ab dieser Woche wird es auf livearchive.net die Livestreams als VOD anzuschauen geben. Was haben wir gesagt? Drei Tage nach Streamende? Ja, drei Tage nach Stream. Für alle, die kein Geld haben. Mach mal Montag. Für alle, die kein Geld haben, können am Montag nicht nur ein TGF-Video gucken, sondern ihr geht hier rüber zum Live-Archive und da könnt ihr von uns dann die Livestreams nachgucken. Ist das nicht schön? Holt euch den Link schon mal drei Tage später für die Channel-Member, die kriegen das natürlich dann wie immer 15 Minuten nach dem Livestream jetzt. Ich schau mal, und alle, die kein Geld haben, Livestreams da raus noch mit reinkrieg. Ja, und für alle anderen wird ab jetzt dann das Zeug hier mit. Und dann könnt ihr es euch einfach so angucken. Genau, das wird. Aber wer uns unterstützen will, kann trotzdem gerne ein Membership machen. Weil wir haben dadurch keinen Gewinn, das kostet uns eher. Was ich immer noch machen will, was Alex nicht so gut findet, ich werde es jetzt einfach mal im Stream erzählen, was Spotify auch nicht gut findet, ich will machen wie die Eventshow. Ich mach mich mal, ja, ich weiß. Ich über dem Namen bin. Ich weiß, du willst das Ganze noch als Audio rausholen. Ich möchte es, auf Live Archive gibt es nämlich auch einen Audio-Only-Mode bei der Qualitätsoption, für Leute, die es vielleicht zum Einschlafen hören wollen, die es vor Autofahrt hören oder was auch immer. Beim Zocken nebenbei, die müssen dann kein Video mitladen, vielleicht schlechte Internetverbindung. Das können wir dann nehmen und auf Spotify als Podcast hochladen. Was haltet ihr denn davon? So macht zum Beispiel die Bandshow. Wollt ihr das zusätzlich zu unserem Podcast? Ihr könnt jetzt nochmal ganz kurz, wollt ihr das? Mal schauen, vielleicht hört sich das jemand an, vielleicht nicht. Mach mal Chat wieder an, ich lese im Stream. Der Chat ist an, ja, aber die haben nichts geschrieben. So. Augenfilter, Uni wäre geil. One. Ist es jetzt ein Plus 1 oder? Es ist nur eine 1. Oder ist das jetzt based? Weiß nicht. Kommt auf an, schaltet das Array bei 1 oder bei 0? Mach das. Schlecht wird es nicht. Ach, true. Das ist true. 1 heißt ja. 1 in den Chat. Oh. Gut, dann machen wir das. Ja, Schaden tut's nicht. Wer schneidet das? Alle, ich ey. Nicht. Du hast doch so viel Zeit. Okay, Audio Only, sie wollen Audio Only haben. Das ist geil, weiß recht. Schaut mal hier, ich zeige euch das. Und alle hören sich, ja, ich höre genau, was du fühlst. Ja, da muss halt jetzt drauf achten im Stream. Ich kann Farben riechen. Das hilft dir beim Podcast trotzdem nichts. Geruch übertragen wir nicht. Gute Idee eigentlich, aber wieder regelmäßig den regulären Podcast finde ich auch gut. Der kommt doch wieder raus jetzt. Der läuft ja doch. Es kam erst wieder eine Folge. Ja, es kam eine Folge letzte Woche Sonntag. Aber für ja, und diesen Sonntag kommt auch wieder eine. Oder? Ja, den lade ich dir morgen hoch. Der ist dir schon fertig, soweit. Dann normalisieren und dazu go hoch auf CDN. Sonntag kommt auch wieder eine Folge, keine Angst. Okay,
Audio-only muss man nicht schneiden? Doch, weil wenn ich da 10 Minuten drüber rede, hey, schau mal, ich zeige euch das oder schaut euch das an, das bringt dem Audio-only nichts. Vor allem die letzten zwei Podcasts, die jetzt noch in der auf Halde sind, die müssen geschnitten werden, sowas von. Freut euch auf den nächsten Podcast nach diesem oder nach dem, der jetzt dem folgt. Also ich glaube den übernächsten. Ja, voll. Den wir mit Marcel aufgenommen haben. Oh, der ist komplett ohne Konzept. Ich habe im Hintergrund habe ich Shorts hochgeladen, habe da erzählt. Ich habe Technik umgebaut und Kabel hier gerupft. Also wir sind wirklich... Also in zwei Podcasts. Einfach nur nebenbei, während das wir miteinander geredet haben, die Aufnahme. Das Konzept dieses Podcasts war The Geek Freaks Raw, ein Abend in unserem Leben. Ja. Klingt besser, als es ist. Aber schön. Das hat was Authentisches. Wir kriegen Street Cred dadurch. Denk mal. Voll. Okay. Credibility. Und so. Credibilität. Oh, es war so gut. Neulich meine Frau. Hm. Ne? Und ich so gefragt, ey, hast du Bock, kauf ein paar Chivap Chai Chais? Chivap Chai Chai? Wer da kriegt dieses Brechen? Und ich so, der hast du keinen Luxusstoff? Oder Knock Chais. Ich esse gerne ein paar, wir könnten aber gerne ein paar Knock Chais mitnehmen. Knock Chais mit Chivap Chai Chai. Tortellini wollte ich auch mitnehmen. Das ist so gut. I love to trigger oder I love to cringe. Es gibt keinen, der das besser kann als ich. Ich habe einen God-Modus aktiviert. Und sie kommt da auch überhaupt nicht klar. Oh, ne? Werbung, das Schlimme ist, Werbung. Das Schlimme ist, wenn man mir zeigt, dass man darauf nicht klarkommt, you get it. Jo. 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 Also. Jo. 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 Nein, du hast also, nicht gewonnen, Alex. Jop. Wenige Leute in Sissis. Nein. So, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Es war sehr schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock, das nächste Mal wieder reinzuschalonieren. Montag eine neue Folge, die wird hoffentlich euren Wünschen und Anforderungen entsprechen. Falls nicht, habt ihr halt Pech gehabt, so wie in den letzten Jahren. Ich habe eine Frage, Alex, für dich als Twitch-Viewer. Sag mir mal einen Kanal, den du gerne schaust, der gerade live ist. Auf Twitch? Ja. Ich kenne keine Twitch-Kanäle außer Gronkh. Dann nehmen wir Gronkh. Weil ich persönlich schaue kein Twitch. Mir hat sich das ich schaue auch kein Fußball oder Formel 1. Wenn jemand Sport macht, ich will doch selber Sport machen, ich will doch nicht jemand dabei zugucken. Ihr habt das nie verstanden. Ich schaue auch keine Let's Plays, weil das spielt doch selber. Warum sollte jemand dabei zugucken? Das ist genau das gleiche mit Reactions. Ich verstehe Menschen nicht. Ich bin ja auch mehr so ein Roboter. Gefühlt. Keine Ahnung. Konnte ich nie mit was anfangen. Bin eher, also entweder mache ich selber oder gar nicht. Gronkh Raid. Vamishing Gronkh. Boah, das haben die Zuschauer noch nie bekommen. Ich glaube, das wird gar nicht auffallen. Mm. Weil wir machen. Das geht in der Schwankung unter, Alter. Er hat aktuell 15.428 Zuschauer. Wir kommen jetzt mit unseren 63 Zuschauern an. Warum soll ich die CS Major schauen? Nee, aber warum? Ich will doch selber. Ende? Einen kleinen Streamer, der nur so 2 Viewer hat oder so für dieses. Wir sind jetzt auch nicht groß, aber. Das ist süß. Der hat dann zumindest. Ja, da hat er halt wenigstens. Habt? Ja, wenn ihr einen Vorlagen habt für jemanden, der es verdient hat, dann raiden wir die. Gerne. Also jeder verdient Zuschauer. Dann breche ich das ab. Ich habe Unraid eingegeben. Der Command, um den Raids abzubrechen, ist Unraid. /Unraid. Vielleicht kennt er dich ja, ich glaube nicht. Der bekannteste Mensch, der uns abonniert hat, mit Abstand ist Tanzi. Ja, aber das gerade nicht live, glaube ich. Nee. Dem sagt dein Name aber sogar was. Habe ich mal nachgefragt. Hardware gerade auch. Hardware Deals auch. Hardware Deals hat uns zwar abonniert, aber der hat seine Abos nicht mehr öffentlich. Ja, keine Ahnung. Manche schauen gern, manche nicht. Mittlerweile bin ich kritikresistent, weil die meiste Kritik ist eigentlich nicht an unseren Videos, sondern an meinem Charakter. Ach komm, dann sag mal. Das trauen sie sich bloß nicht zu sagen, aber das ist in Ordnung. Wir suchen bis zum nächsten Mal eine Liste raus. Yes, Tanzi. Das ist der Größte, der uns folgt. Dann drückt mal alle auf Ja. Dann drückt mal bitte alle auf Ja. Macht mal mit. Press Yes. Und wir gehen raus. Lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf. Nehmt keine irgendwelchen unbekannten Substanzen. Gebt euch nur Leitpaste, denn die knallt richtig. Und ganz wichtig. Die steigert. Das ist das Einzige, was wirklich die Performance steigert und euch kühlen Kopf behalten. Nein, macht es bitte nicht. Aber ist der Kuchen schneller durch, wenn du
Marmelade passt in den Teig gemischt. Ja. Gleichmäßiger. Ja, aber auch tödlicher oder einmal essbarer. Das ist egal, das ist egal. Aber der Kuchen ist schneller durch, wenn du ihm Leibpaste zugibst, anstatt Mehl, ja. Gut zu wissen. Alex, ich back dir mal einen Kuchen. Was? Sehr gut, werde ich auf jeden Fall essen, was du irgendwie gebacken hast in deinem Dachboden des Todes. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Lasst es euch gut gehen. Sagt nochmal Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Ciao, ciao. Schaut auf Live-Archive vorbei. We'll be right back.